Right there, man. We're not gonna take it. Eigentlich passen wir zu unserer Sendung heute Abend am 4. März 2015. Wir haben mal den neuen Monat März angefangen. 20:06 auf der Rock'n'Roll Uhr hier in der Amok Alex und Frank Stoner Show, natürlich auf Radio Emergency. And ladies and gentlemen, wir haben eine besondere Gast heute bei uns im Studio, eine Frau Carla Moore, eine Chemnitzerin, die auch mal zum Teil, so wie ich das verstanden habe, in die Ukraine mal in Projekte gelebt hat und mal dort mitgearbeitet hat. Und natürlich, sie widmet mal jetzt ihre ganze Freizeit an eine Sache, die morgen stattfindet hier in Chemnitz. Und das nennt sich 5. März, Chemnitzer Friedenstag. Und was das eigentlich ist und was das alles heißen soll und was ist die ganze Idee dahinter. Vielleicht sieht sie was, was wir gar nicht mal irgendwie wahrnehmen. Ne? Und das würden wir alles heute rausfinden in der Sendung. Erstmal, Frau Moore bei uns ist natürlich im Studio. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, Frau Moore. Schön, dass Sie mal uns begleiten hier im Studio. Frank ist natürlich auch dabei, right, Frankie? Yeah, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen und schönen guten Abend, Alex. Und guten Abend, Frau Moore. Schön, dass Sie hier sind bei uns im Studio heute Abend. Und das ist wirklich ein spannendes Thema, also was wir heute Abend hier besprechen werden. Ja, guten Abend auch. Freue mich sehr, da zu sein. Müssen Sie mal ganz nahe bitte ans Mikro gehen, den muss man fast küssen, so diese Mikros hier. Ja. Okay, ich gebe alles. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein bei euch. Ja, wunderbar. Und wir haben sicherlich die Möglichkeit jetzt mal über Skype, wo wir später in die Sendung das mal freischalten würden. Natürlich, wenn du das mal erlaubst und möchtest, dass wir können sicher, mal mit Leute, die bei uns mal hier im Studio anrufen können und Fragen stellen und so weiter und so fort. Aber es ist ein ganz spannendes Thema heute und das ist so, dass ihr das weißt, dass das auch mal eine unabhängige Meinung jetzt zu was Frank und ich mal immer hier in die Sendung mal weitergeben. Und wie ich gesagt habe, dadurch, dass Frau Moore auch an Projects beteiligt war und oder beteiligt war und auch in die Ukraine gewohnt hat zu einer gewissen Zeit, vielleicht sieht sie auch was, was wir mal nicht sehen. Aber das finden wir alles heute raus, natürlich auch in unserem Nachrichtenblock, was mal so um die Welt und in Good Old Germany mal alles passiert. Aber davor legen wir los mit noch einem Titel und dann machen wir mal Rock'n'Roll hier und wir lassen mal Frau Moore auf jeden Fall zu Wort kommen an, was diese ganze Geschichte von 5. März hier in Chemnitz mal, die Chemnitzer Friedenstag, alles heißen und bedeuten soll. So, Frankie, what are we doing, man? What do we got on start here? We got something from the Rolling Stones, Beast of Burden. Bis gleich. Tom Petty and the Heartbreakers mit Free Fallin' euch allen. Nein, willkommen zurück hier bei der Amok Alex and Frank Stoner Show. Und ich muss sagen, wir haben uns jetzt hier schon richtig gemütlich gemacht im Studio. Ja, ja, Vibration hier im Studio ist gut. Alle fühlen sich, glaube ich, ganz wohl, oder? Selbstverständlich. Carla, Radio. Und wir haben auch mal noch eine zusätzliche Gast bekommen, denn die Tochter von Carla ist bei uns mal zugestoßen. Und das Witzige dabei ist, das muss ich mal erzählen, ne? Denn sie hat gesagt, ich wollte ihr was mal zu trinken anbieten. Und sie sagte, na, ich habe mal meine eigene Flasche Wasser dabei. Und ich war so, you know, das ist, was ich nicht verstehe, man. Chemnitz hat mal eigentlich ein von den Top 3 Städte in Deutschland, sogar in Europa, das beste Wasserqualität. Und ich habe ihr gefragt, warum sie Flaschenwasser mal mitbringt. Und sie hat mal hier so ein von diesen Flaschen mal mit so eine Porzellan-Cap, ne, so, was man Bier normalerweise mitträgt. Und sie hat Leitungswasser da drin. Da kannst du mal sehen. Kluges Wille, ja. Auf jeden Fall. Und auch, in der Glasflasche, ja. That's right, man. Da merkt ihr, liebe Hörer, wir haben ja so Leute zu Gast, die bewusst sind, die auch wissen, was so hier auf der Welt passiert. Ja. Absolut. Und cool ist auch, die Story muss ich vielleicht auch dazu erzählen. Wir haben ja hier Damenbesuch heute und wir sind ein Herrenstudio. Wir haben natürlich extra hier aufgeräumt, ja. Wir haben aufgeräumt, wir haben gewischt, weißt du. Wir haben schön durchgelüftet, ja. Also und dann jetzt stellen wir fest, dass wir auch da ganz entspannt sein können. Ja, absolutely. Sehr sympathischer Gast heute Abend bei uns. Dankeschön. So, Frau Carla Moore, auf jeden Fall Chemnitzerin, ne? Chemnitzerin, gebürtige Chemnitzerin, okay. Gebürtige Karl-Marx-Städterin. Okay. So, das heißt mal groß geworden in die DDR-Zeiten, gehe ich davon aus. Ja, natürlich. Und wir kommen mal jetzt direkt zu diesem Punkt.
Carla, ich bin auf dich mal aufmerksam geworden, weil in der Stadt hängt Bilder von Frauen und ihrer Kinder, ihrer Mütter dabei, beziehungsweise Großeltern mit ihrer Kinder. Ne, keine Männer, nur keine Männer, nein. Keine Männer, nur Frauen. Und for example, wenn man schaut auf meine Facebook-Seite, man sieht, dass meine Coverbild, diese Make Music Not War, das ist ein von ihrer Werke. Oder, ja, das ist eins von genau. Ihren Bildern. Genau, und viel mehr. Und alle, die ich mal gepostet habe, auch an deiner Facebook-Seite. 5. März, Chemnitzer Friedenstag. Warum machen Sie das? Die Aktion hat sich unabhängig von dem Chemnitzer Friedenstag ist die entstanden letzten September. Und die Stadt ist aber irgendwann auf mich zugekommen, jetzt vor einem Monat, und nimmt das als Statement nach außen für diesen Chemnitzer Friedenstag. Okay, ja, um klarzumachen, sind Sie Fotografin beruflich jetzt? Oder? Ich bin Fotografin, ja. Okay, beruflich, das ist ja. Ihr Hauptberuf. Sie widmen Ihre ganze Freizeit für diese Aktion? Momentan ja. Why? Warum? Weil es eine gute Sache ist. Es beflügelt ja auch letzten Endes. Also es gibt unglaublich, es nimmt viel Energie, es kostet wirklich viel Kraft, aber es bringt auch unglaublich viel. Ja, aber warum, jetzt zu die direkte Thema, warum Make Music Not War, diese Sprüche, alles was gegen einen Krieg spricht, warum liegt das an, ich frage, liegt das geschichtlich an diese 5. März 1945 aus Chemnitz von den Alliierten völlig platt bombardiert worden ist? Oder ist der noch was dahinter, was jetzt zum Beispiel in Ostukraine und die ganze Welt passiert? Also es geht um die gesamten Krisengebiete auf der Welt. Was gibt es Besseres, als sich für den Frieden einzusetzen? Ich werde ganz oft gefragt, warum denn nicht? Was gibt's denn, welcher Grund spricht dagegen, sich mit einem Projekt für den Frieden einzusetzen? Mir fällt spontan überhaupt nichts ein, also was man yeah. stattdessen machen könnte. Meine Frage dazu ist, folgendes, ist, wenn man, Sie haben doch mal an Projekten in der Ukraine gearbeitet. Wo waren Sie in der Ukraine? Ich war an der Erdgastrasse. Das war eine Erdgasleitung, und ein Jugendprojekt damals in der DDR, wo ganz viele Menschen dorthin gefahren sind und dort halt gebaut haben. Also eine Erdgasleitung von A nach B. Okay, was ist die Erdgasleitung, Frankie? Ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen hier in der Sendung, na, wo die diese Zwischenventile-Firmen, diese Bogus-Firmen reingesetzt haben, ja. Wo man bezahlt diese Motherfuckers mehr, sodass die sagen, well, es geht durch unsere Teile. Das gehört denen gar nicht. Die würden mal irgendwie durch die Carla. Gas. Ja, aber weißt du, wo ich hinaus will? Weißt du irgendwas darüber, Carla? Das ist ja schon eine ganze Weile her. Jetzt muss ich sagen, 33 Jahre. Okay. Und es war damals halt, also für uns war es ein Jugendprojekt. Für mich war es, ich bin ganz jung gewesen und bin dorthin gegangen als... Aber war das eine Gasleitung, die hier nach Europa, zum Beispiel nach Deutschland gelegt worden ist, oder? Nee. Okay. Die ging im Prinzip halt wirklich also von was nicht mehr, also durch den Ural durch, über den Ural. Okay. So eine Zuleitung quasi für die russische. Die DDR ist sozusagen beteiligt gewesen an diesem ganzen Projekt. Okay, warum ich frage, Frank, man, diese Geschichte, was wir gehabt haben, diese Firmen, die eingesetzt worden sind von den Großölmächtigen, na, wo plötzlich, wo die... So die Zwischenhändler, die so zwischengeschaltet sind, ja. Wo die mal das für Putin denn, und Russland mal eine Schwierigkeit für die Gaslieferung für Deutschland unter anderem mal gebracht haben, oder? Ja, das ist ein weites Thema, aber ich glaube gar nicht, dass das hier berührt, weil das war dann noch zu Sowjetzeiten und da war diese Geschichte sowieso eine andere. Ja, aber also ich weiß gar nicht, ob viel... Deutschland hat zu Sowjetzeit, ich versuche das als Amerikaner zu verstehen, weil ich bin nicht hier in Europa groß geworden. Ich meine, ich habe mal sehr viel über die Geschichte gelernt, aber ich versuche jetzt mal so, dass auch unsere Hörer, die vielleicht unwissend sind in dieser Ecke, mal eine Idee haben und wissen, dass da gibt es tatsächlich Unterschiede oder sowas. Ich dachte, dass, hey, guck, Sowjetunion, East German Rule, na, dass eventuell diese, weil guck mal, die ganze Ostblockländer, die waren damals mal die Schwarzen Meer entlang und so weiter und so fort. Wir haben mal über diese
Pipeline, die mal nach Europa gelegt worden ist oder sollte, ich weiß es nicht, ob das fertig ist, und dann die haben mal angefangen mal mit dieser Zwischen, ob das mal irgendwas mit dieselbe Sache zu tun hätte. Weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil es ist auch wirklich lange, lange her so. Okay. Ist wirklich lange her. Das ist die Zeit des Bruderkusses noch gewesen. Also die Staatsoberhäupter haben sich damals noch auf den Mund geküsst, wenn sie sich begegnet sind. Okay, okay. Das war ganz zauberhaft und romantisch. Ja, damals, ja, genau. Die Männer. Ja, die alten Männer haben sich geküsst. Ich kann mir das vorstellen. Oh mein Gott. Im Internet, ja. Aber Carla, erzähl uns doch mal von dem aktuellen Projekt, was du ja bei Facebook schon seit September. Ich weiß gar nicht, wann. Meine Lady ist selber dabei. Stell doch mal dieses Projekt vor. Das heißt, kein Krieg in meinen Namen. Und hier in Chemnitz kennen es wirklich ganz viele Leute, aber internetmäßig kann man das ja überall verfolgen. Erzähl das doch mal den Leuten. Um was geht's bei dem Projekt? Um was machst du denn da? Ich fotografiere Frauen, die A1-Plakate halten mit Statements für den Frieden. Also sich aussprechen für den Frieden mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Begründungen. Ganz vielen verschiedenen Sprüchen von Künstlern, von Politikern, von Dichtern, eigene Sprüche, nur Bilder. Ein kleines Mädchen zum Beispiel war dabei, die hat zwei Panzer gemalt, die aufeinander zielen und hat drunter geschrieben, bis einer heult. Das ist zum Beispiel auch einer meiner Lieblingssprüche, weil das heult auch so. Das ist so kindlich und die hat es begriffen, worum es geht und hat eben auch das Bedürfnis gehabt, da ein eigenes Statement abzugeben. Ja, das Großartige, das findet man unter dem Namen kein Krieg in meinem Namen, nicht wahr? Genau. So findet ihr das bei Facebook. Könnt ihr auch jetzt direkt mal schnell rüberklicken, euch das angucken. Und wie viele Bilder sind es mittlerweile? Also ich habe da schon lange den Überblick verloren, weil es ja erstaunlich große Aktion ist. Haben so viele Frauen schon teilgenommen, oder? Ja, das sind mittlerweile um die 600 Bilder. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Frauen ich fotografiert habe, weil zum Teil halt auch ganze Teams da gewesen sind oder ganze Familien da gewesen sind. Die zählen wir jetzt nicht einzeln, also an Bildern sind es ungefähr 600. Und du bist da Fotografin von Beruf? Ich bin Fotografin. Das heißt, die Leute kommen zu dir in dein Studio und genau. Nee, Atelier sagt man natürlich. Oder? Studio, es ist egal. Nee, sag mal auch Studio, bei Fotografie sagt man Studio, nicht wahr? Ja, also, ja, kann man sagen, beides kann man sagen. Das ist wurscht, wir nageln uns da nicht fest. Ja, yeah. Also. Das heißt, die Leute kommen zu dir und wie ist denn das so groß geworden? Ich meine, wie bekommst du dann all die Leute? Hast du die erstmal in deinem direkten Umfeld so mal angefangen und dann ist das irgendwie so von selber dann so gelaufen? Und dann sind die Leute zu dir und du musstest da gar nicht groß bewerben, oder? Doch, wir tun schon immer. Also ganz, ganz viele Frauen helfen natürlich und posten und verteilen. Das ist ja dankenswerterweise halt dieses Gießkannenprinzip im Internet. Angefangen hat es im September, als eine Freundin mich gefragt hat, ob ich sie mit zwei Kolleginnen fotografiere. Die arbeiten beim Stadtstreicher, Stadtmagazin hier in Chemnitz. Und hatten das gesehen bei einem jungen Mann, der sich fotografiert hat, mit Kein Krieg in meinem Namen und seinem Namen unten drunter. Und die wollten das ähnlich machen und wollten das als ihr Profilbild für eine Zeit nehmen. Und wir haben uns eine Weile unterhalten darüber. Und ich habe dann halt relativ schnell gesagt, Mensch, wenn ihr das als Profilbild nehmt, dann poste ich das bei mir auf meiner Studioseite. Und ja, vielleicht steigen noch mehr Leute ein. Ich würde jetzt spontan sagen, wir kriegen da bestimmt 30, 40, 50 Frauen zusammen. Wenn jeder die anspricht, die Frauen oder anschreibt, die Frauen, die er kennt. Und wenn wir das teilen auf unseren privaten Profilen, dann ergibt sich das ja von ganz alleine. Und das war dann innerhalb von 4 Wochen hatte ich 150 Frauen fotografiert. Und das ist halt ein unglaublicher Run gewesen am Anfang. Jetzt ist ein bisschen nur runtergefahren. Jetzt muss man halt wirklich regelmäßig dafür sorgen, dass die weiter pulsiert, die Seite. Aber am Anfang ist es so gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich mache das montags von 3 bis 10 abends, also nachmittags 3 bis abends 10. Und teilweise sind da bis zu 80, 90 Frauen da gewesen. Wow. War ein guter Flow, also es hat überhaupt nie gestaut. Und wenn es halt kurz gestaut hat, dann war das ein absolut eine richtig geile Stimmung da. Aber Carla, sei nicht so bescheiden. Mittlerweile hast du mir auch erzählt, per Telefongespräch, das hat sich mal verbreitet in Deutschland. Was war das, Köln oder sowas, was du erzählt hast? Oder? Braunschweig, also dass ein Fotograf das jetzt aufgenommen hat. Also ich hau das mal ein bisschen, das heißt so ähnlich wie Braunschweig. Auf jeden Fall ist es da in der Ecke. Well, auf jeden Fall, Niedersachsen ist groß mit uns dabei, ne? Alle winken in die Kamera, genau. Nee, ohne Scheiß jetzt mal. Niedersachsen ist ganz groß mit uns dabei. Ja, Radio Emergency ist dort auch zu Hause, ja. Deswegen haben wir da viele Hörer aus der Gegend. Ja, und deswegen ist das natürlich großartig, dass man hört, dass in ihrer
Heimat ist sowas mal, denn von Chemnitz kam. Ja. Ja, ich hoffe auch, dass großartig. Noch mehr Fotografen einsteigen, natürlich. Ja, super geil. Also habe ich von Anfang an gehofft, dass das im Prinzip überschwappt, also über die Stadtgrenze hinaus überschwappt und dass das ganz viele Fotografen aufgreifen, also mit ihrer eigenen Interpretation und mit ihrem eigenen Stil und mit ihren eigenen Ideen. Man muss das jetzt nicht immer eins zu eins übernehmen. Das können Familien sein, das können nur Männer sein, das können Paare sein, ist ja völlig egal. Hauptsache, es bewegt sich halt und wird immer größer und immer größer. Weißt du, was mir immer ein bisschen ärgert, aber Frank? Ich werde mal jetzt ganz, ganz ehrlich damit. Ne? Und ich meine, ich bin immer ehrlich, aber was mir immer ein bisschen ärgert über dieses Internetportalen und so weiter und so fort, ist, dass man braucht sich absolut nicht zu schämen, wenn man Frieden bevorzugt, oder? Nö, auf keinen Fall. Und ich frage mich, ist das, wenn man sowas anbietet zu solche Freunde oder Bekannten durch Facebook oder irgendwelche Internetportalen und lädt den ein, mal damit teilzunehmen, mal irgendwas, zum Beispiel, da gibt es mal auch so eine Aktion, die jetzt mal eine weiße Fahne für Frieden zu zeigen, ne? Wo man hängt einfach mal eine weiße Fahne, ob das eine T-Shirt, ein paar Buchsen oder irgendwas ist aus dem Fenster, die Leute tun das, aber das ist cool. Gesehen, klingt gut, ja. Ja, genau. Aber das Ding ist, du schickst mal Einladungen, die lehnen alle ab. Haben die Schiss davon, mal zu zeigen, dass man Frieden bevorzugt? Oder ist unsere Gesellschaft mittlerweile so stupor geworden? Ich höre ganz oft, was soll denn das bringen? Denkt ihr, da ändert sich was auf der Welt, wenn ihr ein bisschen in die Kamera haltet? Und dann sage ich ja, dann macht halt was besser ist, eurer Meinung nach. Aber macht halt. Ja, genau. Aber das ist, was ich meine. I don't understand it. Sind die Leute so wirklich so stupid geworden? Ich meine, Carla, jetzt im Moment haben wir ein Problem. Wir wissen selber nicht, in welche Massen das wirklich ist, weil die Presse lügt und die Regierung lügt uns sowieso an. Ob das die Amis sind, ob das mal die Deutschen sind, it's all a fucking pile of garbage. You know what I mean? No, real simple. Ich sag das, wie das ist. Und deswegen bin ich nicht mehr in UKW, aber das ist nicht der Punkt jetzt hier. Mein Punkt hier ist folgendes, ist, dass was ich damit sagen will, ist, dass ich bin der Meinung, ist, dass wir haben ein Problem in Russland und irgendwas muss mal eigentlich gemacht werden. Und manche Leute glauben nicht, die sagen, ach, da wird kein Krieg geben. Das ist so. Was ist deine Gefühle? Also wenn ich wirklich, denn ich zähle zu den glücklichen fernsehlosen Menschen. Wenn ich dann doch mal Fernsehen schaue oder Radio höre, dann wird es mir himmelangst. Und ich habe halt letztens erzählt, ich habe mich mit Menschen unterhalten, die in der Ukraine leben. Und ich denke, du kannst wirklich einen richtigen Eindruck kriegst du nur, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die vor Ort leben und die wirklich sagen, das und das und das geht gerade ab. Dass die Mütter eben sagen, wir verstecken unsere Söhne, weil wir wollen einfach nicht, dass die eingezogen werden. Dass die warum? Zwangsrekrutiert werden vom Schreibtisch warum? Weg. Warum? Die Ukraine, die kämpfen um ihren Frieden. Die wollen mal eine unabhängige, ob das NATO ist oder was weiß ich. Aber das geht darum, ist das, warum verstecken die ihre Söhne? Ist das, weil die kämpfen gegen ihre eigenen Leute? Oder ist der wirklich mal irgendwelche Mercenaries? Ich habe mal mittlerweile gesehen, Frank, du hast mal dieses Video gepostet. Das sind sogar Amerikaner, die mal an die sogenannten Separatisten-Seite kämpfen. Na, ich denke, keine Mutter will, dass ihr Kind in den Krieg zieht. Und ganz viele Männer sagen, nein, ich will das nicht, verweigern sich. Und die werden, wie gesagt, zwangsrekrutiert. Also die kommen da in die Bude rein, in die Agentur rein, keine Ahnung. Also mir hat das halt eine Grafikerin erzählt, die Verwandte dort hat. Und die sagt, die kommen rein und die holen die Jungs vom Schreibtisch weg. Und der Chef kann da auf und nieder hüpfen und da passiert nichts. Die werden einfach mitgenommen. Das ist ganz richtig, darüber haben wir auch hier schon berichtet. Ja, also natürlich. Dass die Leute fliehen zu Massen, die verstecken sich in den Wäldern. Die gehen ja zum Teil nach Russland selber, was ja diese ganze Schizophrenie auch nur zeigt. Ja, um dem vermeintlichen Krieg gegen Russland zu entgehen, gehen die nach Russland. Ich meine, allein da muss man schon verstehen, dass das nicht so ist, wie den Menschen da erzählt wird. Und vor Ort, die Leute müssen fliehen. Ne? Und es war tatsächlich schon letzten Sommer, ich weiß nicht, ob wir es hier öffentlich hatten, deine Aktion hier mit den Fotos, die gibt's seit September, richtig? Seit September, ja. Seit September. Und war das nicht auch schon die Zeit, wo, ja, vielleicht hast du das auch so gesehen, in der Ukraine, hat dich das inspiriert, auch diese Bilder, wo es ja gerade Frauen waren, die in den Dörfern
sich dann dem, ich weiß gar nicht, wie die nennen, die dann aus der Hauptstadt kommen, die halt die Jungs einziehen sollen. Und es waren halt die Frauen, die sich dem entgegengestellt haben. Gab es da dramatische Videos auch, wo man sieht, wie die hier diese Einberufungsbefehle verbrennen. Was das auch, was du gesehen hast, und hat dich das dann so inspiriert, auch so in Solidarität sozusagen mit den Frauen dort was zu machen? Es war generell so, dass wir damals im Freundeskreis ja viel gesprochen haben, jetzt immer noch, was auf der Welt passiert. Und es ist natürlich, das ist jetzt vor unserer Nase, diese ganze Krim-Krise, wie so gesagt wird. Ich denke trotzdem, es gibt ja immer diese vermeintlich Bösen und vermeintlich Guten. Letztendlich geht es nur um Geld, ist meine Meinung nach. Ja. Und es wird auf dem Rücken derer ausgetragen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und gerade diese Frauen sagen, wie sollen wir die Felder bestellen? Wie sollen wir hier leben, die da in der Pampa irgendwo wohnen? Und wenn diese paar Jungs und Männer, die eigentlich dort die harte Arbeit tun, weggeholt werden, wie soll das gehen? Es ist eh ein armes Land. Mhm. Die haben also in den Ballungsgebieten jetzt vielleicht nicht so, aber ansonsten ist da dünne Hose, sag ich mal, ne? Wobei es auch wieder so der Fall ist, es ist de facto arm, aber grundsätzlich wäre es eigentlich ein reiches Land, weil eigentlich hat das Land ganz super Voraussetzungen, oder? Es hat doch diese guten Böden und es hat auch Rohstoffe. Also eigentlich könnte es ja diesem Land richtig gut gehen, wenn das nicht einfach über Generationen hinweg einfach ausgeplündert wird. Na, Struktur halt auch, ne? Genau. Ja, klar. Was sagst du zu der Situation, was da in Kiew und Maidan abgegangen ist? Ich frage dich ganz offentlich. Findest du, dass das ein geputscht war? Ich denke auf jeden Fall. Natürlich ist das forciert. Ich persönlich glaube nicht daran, dass das von alleine entstanden ist. Dass das aus Unmut der Menschen aufeinander oder aus Wut der Menschen aufeinander entstanden ist, sondern ich denke natürlich, dass das forciert worden ist. Sonst würden die Menschen nicht so reagieren. Ich meine, was mir natürlich, wir haben das auch hier gehabt, damals die OSZE, heißt das, Frank? OSZE? Wo die berichtet haben, alle sagen es, dass die russischen Truppen kommen mal dort rein und keiner könnte mal irgendwelche russischen Truppen finden. I mean, wir haben mal auch teilweise Video-Privatsachen gesehen, wo, und viele Leute glauben mir nicht, wenn ich das sage, weil meine Vorfahren kommen aus der Ukraine und aus Belarusland, Belarusia, was früher Polen gehörte, damals vor dem Zweiten Weltkrieg, aber und die sagen, das kann nicht sein, dass Ukrainer sich gegenseitig umbringen. Die wissen selber nicht, wie denen geschieht, zum großen Teil. Also. Ja. Und Frank und ich, wir haben darüber gesprochen in der Show, wo die Jungs, genau das, was du gesagt hast, die verstecken ihre Söhne, die flüchten nach Russland, Russland nimmt die auf. Na, ich habe auch sogar Videos gesehen, wo diese Novorussis-Separatisten, wie die westlichen Länder das nennen, dass die haben die Jungs POWs genommen, weil die irgendwo hingeschickt worden sind, wo da nichts los war, und die wurden gefangen genommen. Und die haben diese Jungs mal die Telefon gegeben, die haben gesagt, ruf deine Mutter an, sie soll dich in 2 Tagen abholen, weil ansonsten gibt es mal Probleme. Und die holen ihren Sohn ab und die nehmen ihn nach Hause und ich denke mal, das ist die Chance, dass er hat, dass er nicht wieder in diese Scheiß geht, oder? I mean, it's a real fucked up situation. Und teilweise, man weiß gar nicht, was man glauben soll. Also, und... Das ist eine Macht, ein Machtspiel, denke ich. Und ich persönlich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, das ist der Gute und das ist der Böse und der ist schuld und der ist nicht schuld. Also, das wird von oben nach unten... ich weiß nicht mal, ob das jetzt nur die Russen und die Ukrainer sind, sondern ob das nicht noch wo ganz anders herkommt. There we go. Wir kommen mal zu das große NVO. Die NVO-Geschichte. Kennst du mal die Georgia Guidestones, Clara? Nee, Carla, aber... Carla, ja, yeah, sorry. Also ich bin eine politische Plinse. Ich lebe sehr aus dem Bauch raus. Okay. Und du bildest deine eigene Meinung. Du nimmst nicht alles wahr, was... Also politische Blinse ist jetzt auch wieder ein bisschen tief gegriffen. Ja, sagen wir mal, ich hole mir mein Wissen jetzt nicht unbedingt aus den Medien, sondern unterhalte mich dann lieber und versuche mir dann eine Meinung zu bilden. Aber Carla, das bringt mich an einen Punkt, den ich dich fragen wollte. Die Sache, das ist ja eine Aktion, du bist eine Frau von Frauen, mit Frauen, für Frauen. Und erzähl uns doch mal ein bisschen darüber. Zum einen... Hast du auch oder machst du auch viel andere Frauenarbeit? Bist du dort auch, bist du da auch beheimatet sozusagen? Und was mich auch interessieren würde, ist,
Krieg ist ja schon auch man kann es auf jeden Fall so sehen, eine männliche Energie, die fehlgeleitet ist, also die nicht dorthin fließt, wo sie eigentlich hinfließen sollte, so, ja. Es gibt ja ganz grundsätzlich, können wir ja sagen, Yin Yang, männlich, weiblich, und im Krieg manifestiert sich ja da was, das bei der männlichen Energie, das nicht richtig fließt. Und ist es für dich auch deswegen eine Aktion für Frauen, oder möchtest du dem sozusagen ein Gegengewicht bringen, also um sozusagen auch ein bisschen diese männliche Energie in Gleichgewicht zu bekommen? Erzähl uns doch mal ein bisschen über diese Dinge, wie du das siehst. Dass ich für das Projekt Frauen fotografiere, ist im Prinzip am Anfang klar gewesen, weil ich von 3 Frauen gefragt wurde. Und ich habe dann relativ zeitnah entschieden, dass ich bei den Frauen auch bleibe. Das war zu 50% einfach ein künstlerischer Aspekt, dass ich gesagt habe, es gibt einen ganz anderen Drive, wenn es dann irgendwann mal richtig viel werden sollten und man sich das anschaut, ist es meiner Meinung nach also deutlich emotionaler, wenn das ausschließlich Frauen sind und deren Mütter, deren Kinder, deren Enkel. Abgesehen davon habe ich natürlich schon mehrere Projekte mit Frauen gemacht, also fotografiert halt, unter anderem für das Klinikum habe ich Frauenakte gemacht, die hängen in diesem Mammographiezentrum, also um die Frauen, die dort reinkommen und sich untersuchen lassen müssen zur Nachuntersuchung, zur Voruntersuchung, dass die einfach so einen Moment, ja, abgelenkt sind, angenehm abgelenkt sind. Also nackte Frauen, deren Nacktheit nur zu erahnen ist, sag's jetzt mal so. Alles sehr, sehr natürlich fotografiert und so weiter. Ich arbeite einfach generell gerne mit Frauen zusammen. Ich fotografiere natürlich auch Männer, Paare, also ich bin, hab ein Studio und arbeite als Fotografin, natürlich habe ich viel Männer vor der Linse. Und für das Projekt erschien es mir einfach passend, Frauen zu fotografieren. Steckt da genügend Kritik ein, immer wieder, aber ich stehe dazu. Echt? Wer kritisiert das und was für Kritik kommt da? Nicht nur von Männern, wird auch von Frauen kritisiert. Das wäre zu kurz gesehen, zu blauäugig, da nur Frauen und man muss nur bei uns gucken, im eigenen Land, von der Leyen und Merkel. Also wir haben ja jetzt auch zwei Frauen an der Spitze sitzen, die deutliche Fehlentscheidungen treffen, sage ich mal. Ja, ja. Ob die alle richtig sind, das ist die nächste Frage. Naja, das passiert ja dem einen oder anderen, ne, wenn er da so was zu sagen hat. Aber die Entscheidung treffen die selber. Ne? Also sie lassen sich wählen und dann sollten sie eben auch für das Volk oder für die Menschen, die in dem Land leben, eigentlich Entscheidungen treffen. Ja gut, das ist ein weites Feld, das würde jetzt alles sprengen. Ich habe auf jeden Fall von Anfang an gesagt, für mich ist es emotionaler, richtiger und aussagekräftiger, Frauen zu fotografieren für das Projekt. Und ich stelle auch fest, die Frauen, die kommen, das hat einen ganz anderen Konsens, die gehen komplett anders miteinander um, als wenn jetzt immer mal Männer dazukommen würden. Es kommen hin und wieder Männer mit, die begleiten ihre Frauen und noch darf ich nicht auch, ich setze mir auch eine Perücke auf und tralala. Von denen kriege ich ausschließlich positives Feedback. Die sagen, wir stehen völlig hinter euch Mädels, ihr macht das super. Aber es kommen eben auch, seit der Aktion weiß ich, was ein Internet-Troll ist, kannte ich vorher nicht. Ne? Also es kommen auch so deutlich Kritiken unter der Gürtellinie, oh, wo ich manches dann eben auch lösche. Die zum Beispiel sagen, hey, blauäugig und da könnt ihr gleich eure Blümchen dahin schicken und auf die Gräber. Oder jetzt hat einer geschrieben, ich neige dazu, Geld zu sammeln und einen Bus voll zu stopfen mit euch und dorthin zu schicken, da wo Krieg passiert. Und ich dann zurückgeschrieben, also Geld sammeln ist eine klasse Idee. Ich würde das nicht unbedingt für einen Reisebus sammeln, sondern vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Also gibt's genügend, die immer wieder denken, die wissen's besser und die können's alle besser machen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass da jeder seine eigene Aktion macht. Ich mach's halt so. Ja, aber was soll so ein Spruch ist, dass ich bezahle für einen Bus und ich schicke mal euch dorthin, wo der Krieg wirklich ist. Du kannst mal sehen, wie bescheuert manche Menschen sind. You know? Clara, ich sag das immer wieder. Carla. Du sagst es immer wieder. Solange du nicht Kati sagst, ist alles gut. American, you know? Carla. Clara. Oh. It's almost the same. No, was wollte ich sagen? Also so einen Spruch zu machen. Aber Frank, das ist exactly what George Carlin said. Na, wenn du geboren wirst, du hast einen freien Eintritt zu der Freak Show. Ja. Aber wenn du in Amerika geboren wirst, da hast du mal Platz an die erste Reihe.
Ist das so? Das ist genauso. I mean, das ist, George Carlin war ein von meinen größten Helden. Und er hat auch gesagt, mal hier, auch zu Gott, ne, der hat mal das beschrieben und wunderbar beschrieben. Er hat gesagt, wenn eine Gott tatsächlich geben sollte, das kann nur ein Mann sein, weil eine Frau wird niemals so viel Scheiße bauen. Ich habe einen anderen Spruch gelesen, bei den Frauen, wenn, also sie hat die verschiedenen Götter aufgezählt, ja. Wüssten, was in deren Namen geschieht, dann Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Okay. Also es geht ja viel um Religion auch in den Kriegen oder ja, absolut. Macht, Geld, Religion, da hängt ja alles im Prinzip letzten Endes miteinander eng zusammen. Das kann aber nicht, das kann es nicht sein. Tja, das ist auch mal immer eine große Diskussion, dass wir hier haben über die größte Bullshit-Geschichte, das jemals in Geschichte erzählt worden sind, weil, du musst dir vorstellen, die katholische, ich war früher russisch-orthodox, die katholische Kirche hat das tatsächlich die Menschen dazu gebracht, um zu glauben, dass da ist ein unsichtbarer Mann, der da oben wohnt und er sieht, guckt an dieser Erde und guckt jeden Tag und sieht jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, was jeder macht. Nee, ja. Der hat das nicht gemacht, die Kirche hat es. Ja, aber... Aber es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer der das macht und einer, der es mit sich machen lässt. Ja. Also steht jedem frei. Ja, ich absolut. Denke, Glaube an sich ist wirklich eine gute Sache. Oh, absolut. Ne, aber das eben als Dogma ist es dann schon wieder schwierig. Ja, aber das, ich glaube, wenn einer Gott tatsächlich gegeben hätte, ne, ich würde denken, ist das... Der würde zusehen, dass jeder Mensch ein Dach über seinen Kopf hat, genug zu essen und in Frieden leben würde. Diese ganze Scheiße, was hier läuft, das ist keine heilige, Schriftstück, was hier mal auf die Erde passiert. Das sind die Menschen, das ist ja kein Gott. Das ist weder ein Buddha noch ein Manitou noch irgendwas anderes, das sind die Menschen. Also das denke ich, die können sich nicht hinter dem Gott verstecken. Nee. Definitiv nicht. Na, und das ist ein schöner Beweis dazu, dass Menschen einfach scheiße sind. Oh nee, würde ich nicht nein, sagen. Nein, das ich. Das wollte ich nicht. Weil ich bin auch nicht dagegen gerecht. Weil ich komme ja auch. Ich sehe mich da auch eher als Humanist und so. Und ja, Frank, also ich sure, sehe den Menschen nicht per se als schlecht, sondern ganz im Gegenteil eigentlich. Also ich sehe im Menschen ist diese besondere Qualität des Herzens. Ja, da ist was außergewöhnlich ist und was in uns drin ist und dem wir folgen können. Und da ist der Kompass für uns alle da. Aber das ist ja vielleicht auch genau, was du sagst. Glaub an dich selbst, also halt an diesen inneren Kompass, oder? Genau. Und nicht, dass wir irgendwelche Priester brauchen, die uns halt was weiß ich, Politiker, die uns erzählen, was richtig ist und was falsch ist. Denn eigentlich weiß der Mensch das. Genauso wie das ja die jungen Männer in der Ukraine, die einfach jetzt nicht mehr in den Krieg wollen, ja wissen. Also die wissen, es ist nicht richtig so. Ja? In vielen Religionen heißt es, liebe deinen Nächsten. Also richtig, es ist uns eigentlich vorgegeben oder denen, die halt an Gott glauben oder an, keine Ahnung, an welche Mächte glauben. Es wird ja immer in jeder Religion von Nächstenliebe, von Respekt, von Demut und so weiter, wird ja überall gesprochen. Ja, aber wie ironisch ist das, dass Gotteskrieger oder beziehungsweise Kriege wegen des Religion waren die blutigste und die größte Kriege, die je es gegeben hat. So, please explain that to me. Ich weiß, ja, also wie gesagt, das ist so eine Spirale, ne? Ja, yeah, absolutely. Aber ich, deswegen sage ich mal, genau so wie diese Federal Bank und sowas, ich bin der Meinung, ist, dass diese ganz große Gurus hier, die Money-Haber, weil als die damals gesagt haben in die 60er Jahre, dass die Rothschilds zum Beispiel können Kriege anfangen und beenden, you know something, they were fucking right. That's meine Meinung. Because man sieht das hier, was passiert jetzt im Moment. Guck mal, Deutschland will mal ihr Gold wieder zurückhaben von Amerika. Na, das ist die größte Goldrückgabe, das jemals stattgefunden hat. Ich weiß es nicht, wie viele 100 Tonnen. Und weißt du was? Da ist kein Gold da. Da ist kein Gold da. Weißt du warum? Weil fucking Rothschild hat das in seiner Garage neben seiner Aston Martin. Und der rückt es nicht mehr raus. Wieso den Blues? Ja, na, aber also, you know, das kommt alles dazu. Also, Carla,
wirklich, meinst du, dass wir haben einen Grund irgendwie, oder deine persönliche Meinung, meinst du, dass wir irgendwelche Grund zur Besorgnis haben, an was jetzt im Moment abläuft hier in Europa? Selbstverständlich. Okay. That's all I wanted to hear, because ich bin genau dieselbe Meinung. Natürlich, natürlich. Und deswegen denke ich mal, ist das genauso wie damals in der Vietnamkrieg, wo die fast meine Arschmähen bei ein Jahr reingezogen haben. Ja, ich war fast da. Na, dass genug Menschen, die ganze Welt hat gezeigt und die waren nicht, wie sagt man, das war denen nicht peinlich zu zeigen, dass die bevorzugten Frieden. Und ich frage mich, warum ist das jetzt ein Problem? Ja, das frage ich mir auch die ganze Zeit. Also ist noch nicht so sehr lange her, dass wir auch hier Krieg hatten. Also was sind 70 Jahre? Das ist gar nichts. Sehr richtig. Menschenleben. Sehr richtig. Und ich glaube auch, in uns ist das immer noch drin. Also weder du und ich haben das erlebt, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber also ich bin schon verbunden irgendwie mit der kollektiven Erinnerung von also ich habe das ja oft Vorfahren, erzählt bekommen. Also ja, na Leuten. Klar. Also ich habe es von meinen Eltern erzählt bekommen. Das ist in allen unseren Familien auch gelaufen. Und können wir auch echt jetzt nochmal erwähnen. Morgen ist ja der 70. Jahrestag des Großangriffs auf Chemnitz, wo wirklich halt die Stadt gelitten hat. Und war das ja. Jede zwei Familie Tage hier auch in Chemnitz gewesen? Hat da was damit zu tun. So. Für zwei Tage war das in Dresden auch gewesen, wa? Vor zwei Tagen? Zwei Tage nicht, oder Wochen irgendwie oder letzte so. Woche nee, oder sowas. Ist schon ein bisschen her, weiß ich nicht. Ja, und also genau so ist es. Der Krieg ist noch nicht so lange her. Wir können es in unserer Stadt noch sehen, wenn du... Und als Fotografen hast du bestimmt auch einen guten Blick auf die Dinge. Dann sieht man ja immer noch zum Teil die Lücken in den Straßen, wo du selbst das Kind sehen kannst. Wie hier fehlt da ein Zahn in der Reihe, hier ist eine Lücke. Ja, da gut, das ist ein bisschen stehen, so in der DDR geschuldet, ja. Dass es so ein paar Lücken gibt. Das stimmt, ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt bis in die 40er zurückgehen und die 30er zurückgehen. Also da ist an Substanz wahrscheinlich vor dem Krieg noch ein bisschen mehr da gewesen. Ja, natürlich, Bombardierung. Aber ich würde gar nicht so weit zurückgehen. Also es gibt halt wirklich nicht nur in unmittelbarer Nähe Krieg, sondern es gibt überall auf der Welt Krieg. Immer wieder, immer wieder, oh ja. Immer wieder. Genau. Und ich sag immer, nimm die Frauen her, egal in welchem Krisengebiet. Und ich bin überzeugt davon, wenn du die Ukrainer und die Russen sozusagen, die Frauen zusammensteckst, die hacken was aus, um das Ganze abzuhören. Ja, ich bin auch der Meinung. Ja. Absolut. Oder, ey, das und deswegen hast du mal wegen dieses Spirit-Dings mal Carla angesprochen, ja. Mal wegen die Frauen. Schau, meine Lady sagt das ja auch, ja. Und das ist auch eine ganz starke Frau. Und die sagte auch, und ich stimme dem zu. Letzten Endes haben wir seit ganz, ganz langer Zeit, es ist so Yin-Yang, männlich-weiblich nicht unbedingt im Gleichgewicht. Ich meine, wir sprechen über die Religionen und das sind aber alles patriarchalische Religionen, männliche Religionen, ne? Und da sind viele Dinge nicht im Gleichgewicht und meine Lady sagt, letzten Endes muss es jetzt von den Frauen kommen. Also das ist vielleicht die Energie, die wir brauchen, um wirklich zu einem Erwachen zu kommen, jetzt wir als Menschen, dass wir auch rauskommen aus diesen Strukturen, wo irgendwelche Leute uns in Kriege treiben, die wir überhaupt nicht wollen, die überhaupt nicht in unserem Interesse sind. So, ja. Ich denke auch, so ein kurzes Matriarchat mal zwischengeschoben, das kann doch nicht schaden. Ja, ich bin die dabei. Frauen, die räumen das alles wieder auf und dann könnt ihr von vorne. Ja. Anfang. Wobei man auch letztens nicht nur sagen kann, sind Männer und Frauen, weil in der Tat, du hast ja vorhin auch selber gesagt, Angela Merkel ist eine Frau und von der Leyen ist eine Frau, Maggie Thatcher war eine Frau. Oder, Ausnahmen oder bestätigen die Regel. An die britischen Queens denkt so, gefährlich. Aber es geht ja letztens nicht nur um Mann, Frau, es geht um die Energie, der man folgt. Ja. Und es gibt natürlich Frauen, die so vermännlicht sind, auch in ihrem Verdenken, in ihrem ganzen Denken und so. Dann dafür gibt es viele Männer, die eigentlich so. Frau sind. Ja, ganz genauso. Das ist auch, by the way, eine Sache von Rock'n'Roll, oder? Ja. Yeah, wir sind ja hier Rock'n'Roller. Yeah. Und das ist auch so ein Ding halt, auch Peace machen mit der Frau in einem. Also deswegen auch mal lange Haare und groovy und dancen. Ja, und so. Künstler denke ich dazu. Generell. Künstler genau. Sind so, also sich sehr ähnlich, ne? Yeah. Mann, Frau. Ja, genau. Wir sind einfach geil. Genau. Wir sind einfach geil. Yeah. Weißt du was? Und ich denke, dass wir machen mal eine kurze Pause, man. Yes. Und wir spielen mal ein bisschen Musik. Miss Carla Moore. Bei uns heute im Studio, wir sind Fotografin und natürlich ein, sie unterstützt das Krieg nicht in meinem Namen, heißt das Frank? Oder genau. Und das verbindet sich mal mit die 5. März, morgen hier in Chemnitz, das Friedenstag, oder Chemnitzer Friedenstag. Und auf jeden Fall sehr großartig und ganz sympathisch.
Carla. Auf jeden Fall, ich freue mich total, dass du bei uns im Studio bist. Frankie, man, what do we have on start for music, man? Na, das Coole ist ja, hier, unser Studiogast hat auch Musik mitgebracht. Und er als DJ, wenn ich hier drauf gucke, sehe ich gleich kritisch, aha, ja, da ist jemand, der was ein bisschen von Musik versteht, der gerne Musik hört. Absolutely. Und wir können gar nicht mit allem dienen, muss ich ehrlich also zugeben. Aber wir haben auf jeden Fall steht hier Zappa, und bei Zappa sind wir dabei, Mr. Frank Zappa, The Cosmic Debris. Stay tuned. Nachher könnt ihr vielleicht noch auf RE Hotline über Skype uns auch noch anrufen, falls ihr dann Fragen habt an die Carla oder an uns. Und bleibt also dran, 2-3 Songs und dann werden wir wieder rein. We'll be right back. 5:09 ist das hier auf Radio Emergency, the Amok Alex and Frank Stoner Show. Und hier sind wir wieder zurück auf der Amok Alex and Frank Stoner Show hier am Mittwochabend. Was haben wir heute? 4. März. That's right, new month. 4. März, 21:04 Uhr. Und gehört haben wir gerade Sixto Rodriguez mit einem typischen Protest-Song, so von, der fast schon so à la Bob Dylan ein bisschen geklungen hat hier. Ja. Aus dem Jahr 70, 71 war das also. Sixto Rodriguez. So, Gast bei uns ist heute Abend Carla Mohr, Fotografin aus Chemnitz. Die auf die wir vor allem aufmerksam geworden sind durch ihre Facebook-Aktion, nicht in meinem Namen, wo Carla Fotos kein präsentiert. Kein Krieg in meinem Namen, so hast du wieder falsch gesagt. Ist wichtig, weil das könnt ihr selber auf Facebook so sehen. Und die ganze Stadt ist plakatiert. Genau, mittlerweile ist es so groß geworden, die ganze Stadt ist plakatiert. Aber wie gesagt, ich habe es auch auf Facebook schon ziemlich früh mitbekommen, weil meine Lady das auch relativ bald gehört hat. Die ist auch dann dahin gegangen, schon im September oder so. Und dann habe ich auch ihr Foto gesehen und verfolgt es seitdem und finde es klasse. Tatsächlich auch, wie du sagst, vom ästhetischen Wert. Ich meine, cool, du bist natürlich Profi-Fotografin. Hast du dann auch einfach die Fähigkeiten, die so in Szene zu setzen. Ja, wobei, das ist schon das falsche Wort, wenn Szene setzen klingt so gekünstelt. Nee, also es kommt einfach gut rüber. Es sind wirklich Frauen, echte Menschen, ja, nicht irgendwelche Models, sondern so wie sie sind. Die Frauen, die wir kennen, die viele deutsche kenne Volk. Ich persönlich die oder aus der Stadt, das ist unsere Stadt. Und du zeigst sie so, wie sie sind und die kommen alle mit so einer Friedensmessage. Carla, die Sprüche, die drauf sind, stehen auf dem großen Plakat, erfinden die Frauen selber oder hast du da schon so einen Pool zur Auswahl oder können die machen, was sie wollen? Oder? Nee, der Pool ist wirklich entstanden. Am Anfang war angedacht, dass alle mit diesem Kein Krieg in meinem Namen, also wir haben extra zwei von diesen Postern. Und dann war aber schon ab Frau 5 klar, die wollen ihre eigenen Sprüche bringen. Und jetzt haben wir mittlerweile um die 300 Poster da liegen. Und manche Frauen bringen ihr eigenes mit, ihr eigenes Poster. Ich habe immer zwei Blöcke da liegen und Edding-Stifte. Manche schreiben vor Ort, weil die ihren eigenen Spruch sozusagen im Kopf mitbringen. Und manche gucken einfach, welcher Spruch ihnen zusagt und nehmen dann einen von denen, die schon da sind. Feine Sache, du. Großes Ding. Und das verbreitet sich jetzt immer mehr. Du hast erzählt, in Niedersachsen, in der Nähe von Braunschweig. Bist du überhaupt auch da so vernetzt, internetmäßig, jetzt mit Fotografen von woanders? Ich meine, es gibt ja für alle Berufe, gibt es ja auch Foren, bist du da irgendwie, also kennst du andere Fotografen, jetzt nicht nur hier, sondern die können ja auch, was weiß ich, im Ausland sitzen und so weiter. Diese Aktion, die könnte auch international sein, also es könnte auch gerne mal auf Chinesisch dann da stehen und so. Ja, klar. Bist du da vernetzt, connected? Ich habe es versucht über den BPP, das ist der Bund der Porträtfotografen. Hat da noch nicht so eingeschlagen. Also ich warte immer noch, dass halt, wie gesagt, Fotografen einsteigen. Man muss dazu sagen, dass es unglaublich wirklich viel, viel Zeit kostet. Und ein großes, gut laufendes Studio, weiß ich nicht. Sicherlich viele von den Fotografen, die ich kenne, machen immer wieder karikative Aktionen. Ne? Also ein holländischer Fotograf macht ganz viel für die Kinderkrebsstationen und so weiter und so fort. Also ich denke, es ist eine Entscheidung, das wirklich so groß aufzuziehen. Das muss denen klar sein oder ist denen wahrscheinlich zum großen Teil auch klar, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und Energie und hat wahrscheinlich nicht jeder. Also die Kapazität, das nebenbei zu machen. Ja, ich habe das im Vorfeld auch nicht gewusst und mich holt das manchmal ganz schön ein. Also ich muss auch ganz schön rödeln dann, um das normale, mein normales Alltagsgeschäft irgendwie nebenbei noch abzudecken. Oh ja, das kann ich dir glauben. Es ist also eben nicht nur eine einmalige Aktion, wo man mal sagt, benefitsmäßig und dann habe ich Feierabend, dann ist wieder gut, sondern das Ding ist ja beschäftigt jeden Tag irgendwo. Du musst die Facebook-Seite verwalten, Kontakte und so weiter. Hey, umso größer ist der Respekt vor uns, von dem, was du machst. Ja, absolut. Und wenn du vorhin auch gesprochen hast, dass es Leute gibt, die Kritik äußern, na gut, Kritik ist generell ja okay, aber ich sehe es ganz genauso. Ich meine, ey, da ist jetzt ein Mensch, der was macht.
Du machst was, ja. Und zwar das, was in deinen Möglichkeiten ist, du fängst bei dir an, ne? Also nicht bei dem ganz Großen, so Revolution. Nee, du fängst bei dir an. Du bist Fotografin und da in dir passiert was, du möchtest was tun und du startest bei dir selber und machst was. Und ey, das ist genau der Aufruf an uns alle, oder? Ich meine, macht was. Alex, das ist auch, was wir machen. Ich meine, wir machen Radio. Ja, klar. Das ist unser Ding. Ich meine, unseren Beitrag zu leisten. Und das geht wirklich an alle an euch draußen. So, jeder kann irgendwas machen und es muss niemand jetzt irgendwas Übermenschliches machen. Keiner muss jetzt hier die Antwort drauf finden auf die Frage so, wer rettet die Welt oder wie können wir es machen? Können wir alle nicht. Aber jeder von uns kann so von dort, wo er seinen selber Beitrag steht, Schritt dazu machen. Und wenn es nur ist, einfach auch mal hier zuzuhören, sich einzubringen, einfach wach sein. Also das, jeder kann was machen. So, get in tune with the universe, würde man sagen. Ja. Yeah. Und wo wir gerade dabei sind, jeder kann was machen, möchte ich mal hier noch unseren weiteren Studiogast hier ins Spiel bringen. Hier. Wir haben auch noch im Studio eine junge Dame, die Magdalena, du bist die Tochter von der Carla. Ja, die Tochter. Ganz hübsch auch, ja. Super, super, dass du da bist, Carla, Magda. Du hast hier in einem kleinen Break, das wir hier gemacht haben, wolltest du dem Alex mal was fragen hier? Und ich fand das gleich so spannend hier. Ey, bring doch mal das hier ins Spiel. So, was ist dir vorhin aufgefallen hier, was wir so geredet haben? Okay, also die Aussage fiel zwischen einer Diskussion, der Mensch ist scheiße. So, und direkt ging bei uns anderen dreien die Alarmglocken an. Und jetzt nochmal meine direkte Frage. Warum denkst du denn, der Mensch ist scheiße? Well, ich gebe dir ein Beispiel, Magda. Und ich versuche das mal so einfach mal zu erklären wie möglich. Jeder da draußen sitzt und beschwert sich über mal die Politiker da draußen, wa? Und dass die alles kaputt machen und so weiter und so fort und alles drum und dran. Aber die Tatsache ist, wer hat diese Politiker gewählt? Wo sind diese Politiker geboren? Die Deutschen haben den gewählt. Der ist in Deutschland geboren, ist erzogen durch deutsche Familie, ist an eine deutsche Universität mit seinem Abschluss. Und warum ich sage, die Menschen scheiße, weil in Amerika ist das genau das Gleiche, in jedes Land. Und das ist der Beweis, dass das, was wir produzieren, ist das, was wir kriegen. Garbage in, garbage out. Okay, also, ja, ich bin da einfach anderer Meinung. Ich bin halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger dazu, ich bin 18. Und ich denke, also mein Begriff vom Mensch ist einfach ein bisschen tiefer, weil vielleicht ist das, was sich entwickelt hat, nicht so gut und Entscheidungen sind schlecht gefällt. Aber der Urinstinkt, den vielleicht einfach manche nicht mehr haben oder den einfach ignorieren, nicht mehr dem folgen, der ist gut. Der Mensch kann fühlen, der Mensch kann lieben, der Mensch kann so viel einfach, ist einfach ein krasses Wesen. Ich meine, es gibt Tiere, es gibt Pflanzen auf dieser Welt und wir sind halt der Mensch, der hat die Welt erobert, kann man sagen, auf eine rabiate Weise, auf eine besorgniserregende Weise. Aber der Mensch ist definitiv was Gutes, was in diesem Universum, was es einfach gibt. You know something, sweetheart? I'm gonna tell you this. Wäre mehrere Menschen so wie du auf der Welt, hätte ich so einen Spruch nicht gebracht. Dankeschön. Okay. Also. Und man hört, dass du bist von einer großartigen Frau und Mutter mal erzogen worden. Also bravo dafür. Das muss ich mal von meiner Seite sagen. Finde ich mal absolut genial. Ne? Jay, möchte ich auch sagen, wirklich, ey, großartig dich zu hören, Schwester, weil genau so ist es. Ja. Und du sagst, du bist jung, aber gerade weil du jung bist diese Vibration hast, halt, wow, ganz viel Respekt. That's what I'm saying, Frank. Weil ist es nicht so, oft also wenn man jung ist und so, ist es ja oft so, dass man sich auch leicht verführen lässt in irgendwelchen Weltbildern, ideologisch auch. Und das sehen wir oft genug auch. Und deswegen diese Spur. Und es ist ja für uns Menschen überhaupt eine Herausforderung, ein Leben lang irgendwo so Frank, zu sich selber zu kommen. Frank, deswegen meine Spur. Ist das, wenn mehrere Menschen so wie Magda es geben würde. Heutzutage, man, okay, look, ich bin nicht wie meine Eltern, weißt du? Jeder hat gesagt damals in die Schule, ich würde niemals wie meine Eltern sein. Das ist genau dieselbe Schrott, die mal passiert ist mit denen, weißt du? Die waren diejenigen, der, hey, peace, love, dove, mal smoke a joint und hier gegen das Krieg und sowas. Und was sind die geworden? Die sind fucking Flachkörper geworden. Babyboomers. Hm. I mean, let's face the fact. Ich bin 54 Jahre alt und die Leute in meinem Alter gucken mich mal an, teilweise in Amerika, und die sagen, was ist dein Problem, Alter?
Na, die kommen nicht klar damit. Ja, ich spiele Rock'n'Roll Musik, ich bin Gitarrist, jeden Dienstag habe ich mal meine Jam Session und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich mal, ist das eine Person wie Magda. 18 Jahre alt, und hier soll man das mal als Beispiel nehmen. Na, sie hat Respekt für Menschen und so weiter und so fort. Und sie hat eine sehr, sehr starke Ideologie an, wie das Leben zu laufen hätte. Und wäre mehrere Leute, so wie diese junge Dame hier, na, eingerichtet in ihrem fucking Kopf, dann würde ich mal sagen, ist das, die Menschen sind perfekt. Das ist nur eine Handvoll, man, von Leuten, die tatsächlich so wie sie denken. Und das ist, was macht die Welt so scheiße. Magda, stimmt das? Wie ist es denn mit deinen Mitschülern, Freunden, ja, Leute, genau, in deinem Alter? Wie sehen die das? Also, erzähl mal. Also, wenn ich jetzt mal aus meinem Leben in der Waldorfschule sprechen darf, was ich sehr dolle vermisse, dann kann ich sagen, ja, also ich muss es ja irgendwo gelernt haben. Ich muss ja meine Sicht auf die Dinge irgendwie mitbekommen haben, da auf jeden Fall. Und meine Freunde sehen das, denke ich mal, genauso. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir jetzt so, oh, peace, love und halt alles ist übelst schön und toll, aber gerade in meinem Alter bildet man sich ja Meinungen und sehr gut. Man weiß, also es gibt viele Dinge, bei denen ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich denke, aber wenn ich eine Meinung habe und mir in einem sicher bin, dann ist das der Mensch, was Gutes ist. Das kann ich nur immer noch mal betonen. Und ich denke, ich habe einfach Glück mit meinem Freundeskreis, dass ich da jemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann, Meinungen teilen kann, austauschen kann über Gott und die Welt und vor allen Dingen den Mensch. Siehst du, und das ist, yeah, was die Leute heutzutage nicht mehr machen, Frank. Wirklich cool zu hören, so. Ja, yeah, und das auch nochmal, weil ich meine, wir sprechen auch öfter in dieser Sendung über dieses Thema. Ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein so Hippie-Talk, sondern ich meine, überleg mal, Freunde, das was Magda jetzt gesagt hat, das ist im Grunde genommen auch in anderen Worten das, was auch Philosophen, Humanisten, ja, aus unserem Land vor 200-300 Jahren uns gelehrt haben. Ja, das ist auch was so Leute wie Kant hat das auch schon gesagt, ja. Hier, ich kann es nicht wortwörtlich zitieren, aber sowas wie die Unendlichkeit der Sterne, ja, der moralische Kodex im Herzen, das ist, was den Menschen so großartig macht. Also da hört ihr mal, das ist nicht nur Hippie-Talk, ja, ja, sondern das hat wirklich Substanz. Also das steht, ja, und das freut mich wirklich zu hören, ja, das auch so von dir, ja. Also weil da geht's eben nicht darum, wie alt wir sind oder sowas, ja, sondern ja, das ist wirklich was für uns alle Menschen gilt, ja, diese Dinge zu leben, ja, genau, von Generation zu Generation auch das weiterzugeben, das ist, um was es hier geht, ja. Everybody else is too beschäftigt mit ihrer fucking Nase und ihren Smartphones, ne? Das ist das Problem. Und ich meine, wir sind jetzt auch schon in einer Zeit, wo es ziemlich spannend ist. Also ich meine, ich habe auch Kinder, Frank, weißt du, und wir schauen auch auf die Zukunft. Und das wollte ich eben fragen. So, möchte ich dich fragen und dann dich auch, Carla, vielleicht kannst du auch schon ein bisschen drüber sinnieren, was du sagen willst. Was ist deine Vision eigentlich so für das Leben auf der Erde? Wie sollten die Menschen leben? Ja, du musst jetzt nicht Lösungen finden für all die Probleme, aber wie sollten die Menschen eigentlich leben, wenn es diese Probleme nicht gäbe? Also wenn wir es echt schaffen, irgendwie zur Wahrheit oder zu uns selbst zu kommen, wie würden wir leben hier auf der Erde? Also zum Anschluss ist mir nochmal eingefallen der Spruch, wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, dann umarme ihn. Und wir sind Menschen, und warum nehmen wir uns nicht öfter einen Arm? Nicht nur körperlich, auch mental, wörtlich, geistig, alles. Und meine Vision, ja, was habe ich denn für Vision? Das ist natürlich also die Frage meines Alters, diesen Jahres wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch noch mehrere Jahre. Manchmal vielleicht nicht immer so viel nachdenken, sondern einfach mal tun, einfach mal machen, einfach mal den Blinden über die Straße helfen, einfach mal ein Projekt starten, einfach mal nicht so viel labern und diskutieren, einfach mal leben. Und vor allen Dingen nicht jetzt hier saufen und die Sau rauslassen, sondern auch mal positive Dinge tun. Oder es einfach mal, ich spiele Geige, einfach mal die Geige in die Hand nehmen und Musik machen und einfach mal auch genießen. Das Leben ist so schön. Und ich kann jetzt schon sagen, das Leben ist definitiv zu kurz. Ja. Also ja, manchmal denke ich mir auch, oh, will ich es wirklich noch machen, will ich wirklich eine Welt in diese, also ein Kind in diese Welt setzen? Auf jeden Fall. In meine Welt. In meine Familie. Also. Wow, das ist so cool, das zu hören. Wirklich, das ist wie so ein frischer Quell, dich zu hören. Das ist ganz großartig, weißt du, weil ich habe eine andere Frage, Frank. Ja. Was mir interessiert, ist, dass Magda, ganz ehrlich jetzt, wie siehst du die Situation, was hier in Europa jetzt im Moment abgeht, als eine junge Dame?
Ich meine, das mit Russland und Ukraine und das mit die NATO und sowas. Das würde mich interessieren, weil ich kann mir gar nicht, ich habe meine Meinung dazu, was ich denke, aber ich würde gern wissen von einem jüngeren Mensch, wie die das sehen. Was kriegen die mal hier zugestopft? Das würde mich mal interessieren. Macht dir das Angst, was passiert im Moment? Angst ja, aber im Grunde kann ich auf die Frage nur mit einer Frage antworten, nämlich warum? Das ist eigentlich meine Antwort. Warum? Warum? Also, ich meine, wir leben hier auf einem Planeten, höchstwahrscheinlich zerstören wir ihn. Letztens kam die Frage, Magda, denkst du, wir können unseren Planeten noch retten? Und ich dachte mir nur so, selbst wenn wir alle Hebel umschalten würden, wahrscheinlich nicht. Es ist einfach zu spät und ist das nicht schade? Wir haben den schönsten Planeten wahrscheinlich im Universum und ja, machen ihn kaputt. Und da denke ich mir, warum streiten die sich, Religion, Geld, Macht, whatever, wenn wir nicht einfach mal jeden anderen die Hand reichen könnten und durch die Natur gehen und uns denken, wie kann ich dir noch helfen, liebe Welt, damit ich weiterhin bei dir leben kann, auf dir leben kann und auch da meine Kinder noch drauflassen kann, weißt du, damit die da auch noch leben können. Mit der Erde passiert nichts. Hm. Sie lebt über 4,5 Billionen Jahre. Ja. Wenn irgendwas passiert, wir Menschen, wir können mal schon einpacken, wir können schon unsere Koffer packen, ja. Weil wenn jemand irgendwo geht, ich bin der Meinung, dass wir Menschen gehen irgendwo hin. Auf jeden Fall und da wieder, schade, dass die Menschheit es nicht so lange geschafft hat eigentlich. Schade, dass wir es so schnell verkackt haben. Naja, wir hoffen mal, dass Magda mit Menschen so wie du, wie deine Mom, so wie Frankie und sowas und so wie ich, sag ich mal. Also, Ich finde, dass wir würden noch mal hier, unser Niveau von Menschen würden hier noch eine Weile bleiben. Weil wir wissen mal, wie wir uns um uns kümmern können. Ne? Wir wissen, wie wir das gerne hätten. Ne? Wie das mal passiert mit den anderen. Ne? Also ich, der beste Spruch, ich finde, dass Carla gemacht hat in ihrer Sachen, ist, dass, stell dir mal vor, es gab Krieg oder es gäbe Krieg und keiner geht hin. That's my favorite Spruch. Ja. Das wäre cool. Ja. Und ich muss auch sagen, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja? Also wenn ich jetzt mal so eine einfache Analogie nehme, es ist wie in so einem Sport, in einem Fußballspiel oder sowas. Also ich bin dann eher so der Spieler. Also solange das Spiel noch läuft, haben wir noch nicht verloren. Ja, ja, das ist richtig. Also auch wenn es vielleicht dumm aussieht und die anderen spielen nicht fair und es ist rough und vielleicht ist auch der Schiri nicht immer da, der dir hilft. Aber solange das Spiel läuft und wir jetzt nicht 6-0 hinten sind, haben wir noch nicht verloren. Ja? Mhm. Und ich finde, das kann man im Sport auch immer sehen. Also wirklich diese, so, wie so Dinge auch kippen können und ja, wie das auch in den Köpfen von den Spielern stattfindet, egal wie gut die technisch sind. Ich meine, es sind so viele Dynamiken, die sich da bilden, Gruppendynamiken auch. Deswegen, also aus meiner Sicht ist es auch noch nicht vorbei, oder? Ja. Und deswegen sprechen wir auch drüber. Deswegen haben wir auch euch hier. Wir sind da noch machen wir Aktionen. Wir haben auch vorhin auch drüber gesprochen, wie in der Ukraine das tatsächlich ja passiert. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin, weil die Männer, jungen Männer zu Massen, und wir reden wirklich zu Massen, zu Tausenden oder Hunderttausenden sogar, was man hört, eben nicht hingehen zum Krieg. Und jetzt würde ich gerne mal hier Carla von dir das dazu was hören. Auch nochmal so zu der... Erstmal riesen Dank an Magda, dass sie mal die Zeit für uns genommen hat. Aber du bleibst ja hier, ich meine, wir reichen das Mikrofon hier zurück. Ja, genau. Tut gut, hier Magda zu hören, weißt du? Ja. Amok Alex und Frank Stoner hier mit zwei wunderbaren Frauen. Man, I'll tell you, man, it's going on. It's geht up hier im Studio. No? It's geht up. Aber jetzt zu dir, Carla. Ich meine, das ist auch für mich ein Labsal, dieses Kind zu hören. Immer. Oh ja, wie ist dein Feeling? Da kannst du mal ganz stolz sein, ne? Ja, bin ich auch, natürlich. Mhm. Ich habe 3 davon. Oh, alle super. Drei so klasse. Super. Ja, ich sehe das nicht ganz so schwarz, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es auch sehr normal mit 18 die Welt so zu sehen, wie sie jetzt ist. Wir erinnern uns, wir haben auch genau diese Phasen gehabt. Okay. Also wirklich so nicht mehr, also das Gefühl zu haben, also hier kommt ein Horizont und danach ist einfach Ritze. Yeah. Das habe ich in dem Alter auch gehabt. Und da war jetzt kein Krieg irgendwie in unmittelbarer Nähe, sondern ging es halt um andere Dinge, um geschlossene Grenzen, um was auch immer. Also ich habe auch diese schwarzen Löcher gehabt. Also das finde ich relativ normal. Wie ich die Situation sehe in unmittelbarer Nähe, mir macht das natürlich auch Angst. Wie gesagt, na klar. Oh ja. Na, und ich denke, wir können nur aufmerksam bleiben, alle hingucken, zuhören,
uns miteinander unterhalten und ja, und zusammentun natürlich. Die Sorgen sind berechtigt. Und zu revoltieren dagegen, ne? Und richtig zu wählen. Ich muss mal was aus Amerikaner sagen, weil das ist mal eine ganz deutliche Geschichte. Oder es geht zurück mal zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutschland ist eigentlich kein richtiges Land. Ne? Wir haben irgendwelche Verträge mit den Amerikanern. Hast du gemerkt? Ich habe gesagt, wir. Ja, ja. Well, anyway, the Americans have a contract with Germany und so weiter und so fort. Und um das mal ganz, ganz bildlich darzustellen, ist das, wenn Amerika sagt, Frau Merkel, spreiten Sie mal die Arschbacken. Sie antwortet damit, na, wie tief wird's heute, Sir? Also, das ist ein großes Problem. Und ich denke, das ist auch ein großes Problem für das Politik hier in Europa. Weil, was sagst du, Carla, mal zu dieser TTIP-Geschichte? Zu welcher? TTIP, diese Abkommen. Das Freihandelsabkommen. Freihandelsabkommen. Ja, egal, was du mir jetzt sagst, dann sage ich immer, ich weiß nicht, auf wie vielen Hochzeiten wir alle tanzen sollten. Da geht es ja gleich weiter. Also ich könnte mich für so viele Dinge stark machen gerade, aber ich denke, wenn ich es gut machen will, muss ich mich auf eins konzentrieren. Ja, nee, das ist klar. Aber das geht darum, ist, dass meine größte Sorge ist, dass genmanipulierte Organismen, was von Amerika hier rüber geschlappt werden sollte. Ich bin als Amerikaner in Deutschland fast 30 Jahre hier, weil für mich, manche Deutsche haben gesagt, ich habe mal so ein Fantasiebild von Deutschland. Aber für mich, Deutschland war der Vorreiter, was das Umweltpolitik angeht. Deutschland war der Vorreiter an Hämopathie und alle diese medizinische Bereiche, beziehungsweise um was Gutes für die Menschen zu tun. Ja? Und jetzt mit diesem Freihandelsabkommen, was mal mit Amerika abgeschlossen wird, natürlich könnte das mal gut sein für die deutsche Wirtschaft, einerseits für Export, was nach Amerika betrifft. Das ist wieder nur Geld. Ja. Das ist Geld und wir lassen uns kaufen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, die Angie ist die Böse oder die Amis sind die Bösen. Also jeder, der sich kaufen lässt, ist genauso böse. Okay. Um es mit kindlichen Worten jetzt mal zu sagen. Ne? Also es gehören immer zwei dazu. Weil, es geht nur um Geld. Weil ich mache mir mal meine Sorgen dazu, weil hier in Deutschland wohne ich sehr, sehr gesund. Sehr gesund. Und wenn die diese Schrott von, guck mal, du als Frau, 3.500 Artikel aus dem Kosmetikbereich, die in Amerika produziert werden, sind verboten in die EU. Warum? Wegen krebserregender Carcinogens. Und das ist, wenn diese Freihandelsabkommen durchkommt. Und jeder sagt, dass das wird kommen, Frank. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass die Qualität, was Deutsche normalerweise als deutsche Qualität betrachtet haben, fällt alles weg. Und das macht mir große Sorgen. Ja, du kannst nur immer wieder, also ich denke, jeder kann immer nur wieder hingucken, wo gehe ich einkaufen? Bioladen, Betilü, in Chemnitz haben wir eine Salbenmanufaktur, die Cremes selber herstellen, ohne Konservierungsstoffe, ohne Creme Tierversuche. Creme mit K, ganz genau. Ja, aber ich weiß, also wie schwer das ist, auch so ein Geschäft aufzubauen. Mhm. Obwohl eigentlich jeder müsste da einkaufen gehen. Ja. Aber woanders kostet halt die Creme 99 Cent. Ja. Und vielen Leuten ist es egal, was sie sich auf die Haut schmieren. Es muss erst irgendwas passieren oder irgendeine Hautkrankheit oder eine Irritation muss eintreten, bevor umgedacht wird. Im großen Ganzen. Ne? Es gibt natürlich viele, viele Leute hier, die wissen, dass das gut ist und die da hingehen, einkaufen, aber ja. Weißt du, das ist interessant, weil sie hat mal wieder eine Leitfaden hingeschmissen, das mal zu diesen Impfungen betrifft. Ne? Oh, großes, weites Feld. Ist ja ganz aktuell ja gerade. Ja. Mit dem Masern-Hype, der da jetzt gerade in Berlin ist. Frank, Kinder sind das ungeimpft. Das ist noch schlimmer. Meine auch. Das und ist, was gibt's gerade für Kritik an den Impfgegnern. Es ist ja nicht mal unbedingt, dass ich jetzt sage, Impfgegner, von mir aus soll sich jeder impfen lassen, wenn er der Meinung ist, oder sich impfen zu wollen. Nur wenn es um die Kinder geht, bin ich dann schon wieder anderer Meinung. Also wenn sich jemand wirklich aufklärt und weiß, was drin ist und danach immer noch sagt, ich möchte dennoch, dass meine Kinder geimpft sind, dann soll er das machen. Aber jeder ist verantwortlich dafür, was die Kinder in sich reingehen. Genau, die große Schlagzeilen aus Berlin heute. Jetzt hör mal zu. In Berlin ist man derzeit immer noch besorgt über die steigende Zahl von Masernfällen.
Na? Doch jetzt rollt die nächste gefährliche Krankheitswelle auf die Stadt zu. Oh. Ja? Dieses Mal sind es Windpocken. Oh. Und laut den Behörden sind in dieses Jahr schon 240 Fälle aktenkundig geworden. Wahnsinn, hatte ich auch schon mal und ich hab's überlebt. Ja, ich hab's auch überlebt, meine Kinder auch alle drei. Windpocken können zu Lungen- oder Hirnhautentzündung führen und sind hoch ansteckend. Hier kommt fucking Ebola in eine andere Form jetzt wieder, wa? Ja, ja. Es ist letztens immer wieder die, was die, ist mit Ebola passiert? Dieselbe Angstmacherei. Und weil du ja auch gesprochen hast, deine Kinder sind auch ungeimpft. Meine sind noch ein bisschen kleiner. Also und meine so. Älteste natürlich und nicht. Die hat volle Programm gekriegt, ne? In der DDR noch. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Da wurde man auch nicht so gefragt. Genau, bei der zweiten war ich 30 und bin zum Glück bei einer ganzheitlich arbeitenden Kinderärztin gelandet. Und habe überhaupt erstmal angefangen, drüber nachzudenken. Und Magda ist halt dann komplett schon von Anfang an gar nicht mehr geimpft. Mhm. Die kann dann selber entscheiden, jetzt wo sie 18 ist, halt so wann ist und in welcher Lebenssituation sie sich aus welchen Gründen impfen lassen wird. Wenn sie halt dann in die Welt hinausgeht, steht sicherlich die ein oder andere Impfung an. Aber jetzt ist er erwachsen und kann das selber entscheiden. Und ich denke, ein Baby fünffach zu impfen, das würde ich wirklich einfach mal hinterfragen. Oh ja, Mensch, Wahnsinn, was da passiert. Das Bizarre an dieser Debatte ist ja jetzt auch, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, werden jetzt in die Verantwortung genommen, wenn andere Leute an Masern erkranken. Ja, klar. Ja? Ich meine, was für eine Logik ist das? Jetzt, meine Kinder sind auch nicht geimpft, wenn es in der Schule hier einer sich Masern verbreiten, dann kann man nicht sagen, Schuld ist der Bengel, der nicht geimpft ist. Deswegen sind die anderen krank geworden. Weil ich denke, die Leute impfen doch ihre Kinder, damit sie gerade nicht krank werden. Ja, genau. Ja? Ich meine, wo steckt denn da die Logik? Und ich meine, dann sagen die, ja, hier, der Ungeimpfte, der macht unsere Kinder krank. Ja, aber wozu impfst du denn dein Kind? Ich denke, das wird damit nicht krank. Ich denke, die Kinder werden alle, also keines geht noch richtig raus. Spielt draußen, isst Dreck, isst, keine Ahnung, schlägt sich mal auf und der Körper muss das selber heilen. Und ich denke auch, diese ganze Impfthematik ist auch wieder nicht von innen heraus gewachsen, sondern wird forciert von Medien. Und das muss man einfach gucken. Das wird total gehypt. Genau. Ich begrüße jeden, der sagt, ich will mein Kind impfen lassen. Gerne. Also überhaupt, ne? Würde ich jetzt niemals kritisieren oder so. Aber ich denke, jetzt in diesen ganzen Strom reinzuspringen, das ist ganz schrecklich und das passiert und das passiert und das passiert, ohne sich wirklich zu informieren. Also wirklich sich mal Zeit zu nehmen und mal Bücher zu holen, sich bei 2, 3 Ärzten wirklich beraten zu lassen. Na, dann ist es eine andere Geschichte. Aber es eine Zeitung zu lesen, jetzt haben die Windpocken. Ja, wir haben alle die Windpocken gehabt. Pocken ist was anderes. Windpocken ist wirklich kein Ding. Richtig, und es gibt ja auch viele Mediziner, die sagen, dass so diese Kinderkrankheiten insgesamt ja sogar dem jungen Organismus helfen, stärker zu werden, Abwehrkräfte zu bilden, wenn man überhaupt sowas sagen will. Die Kinderkrankheiten sind also per se nicht böse, sondern die haben ihren Sinn, nicht wahr? Ist natürlich ganz furchtbar, wenn ein Kind an einer Kinderkrankheit stirbt. Oh ja. Ne? Und das aber jetzt, ich finde es auch für diese Familie ganz schrecklich, wenn das ist alles so sich da so darum herum bewegt, jetzt diese ganzen Diskussionen, das ist übel. Aber ich meine, letztens ist es halt nun mal so, der Tod gehört zum Leben und Kinder sterben auch in Krankenhäusern bei voller schulmedizinischer Behandlung. Darüber es passiert halt nun mal. Niemand. Also ich meine, das ist in jedem Fall immer traurig, aber es gehört wohl irgendwo ja doch zum Leben. Tja. Sag mal, wir haben ja noch einen weiteren Gast bekommen hier heute Abend. Hey, wir haben eine schöne Studio, Runde hier ja. In unserem Studio. Und warte mal, hier Carla, bleib doch mal. Stell uns doch mal deinen Gast hier vor noch. Das ist meine liebe Freundin Michaela Meindl, arbeitet beim Stadtstreicher Chemnitz. Okay. Und das ist eine von den drei Frauen, beziehungsweise ist es die Frau, die mich damals angerufen hat und gefragt hat, ob ich die drei Frauen fotografieren würde, also sozusagen die, ja, der Quell des Ganzen. Wow. Sehr schön, willkommen Michi hier. Ja, auf jeden Fall. Und für die Leute, die das nicht wissen, Stadtstreicher ist eine Zeitschrift, so wie in Braunschweig, wir haben das Blitz und sowas. Und, haben wir hier auch. Ja, genau. So ein kostenloses ein Stadtmagazin, was so jeden Monat rauskommt. Genau. Wir müssen der Michi mal irgendwie noch ein Mikro kriegen. Wir haben leider nur drei Mikros am Start. Ja, einen Moment. Aber ich würde von der Michi auch gerne hören, wie du so diese ganze Aktion siehst. Ich frage sie erstmal, dann geben wir Frankie, dann lasse ich mal mit Michi hier an meinem Mikrofon. Ich halte die Klappe endlich mal. Und wir lassen mal Michi hier am Mikrofon und so.
mit unseren Gästen sprechen können. Ja. Und dann, ich denke danach, dass wir schon immer mal die Leitung machen. Richtig, die sollten wir auch mal freischalten. Also auch an euch Hörer, wenn ihr Fragen habt. Hallo, hier Michi steht hier schon. Ah, wird schon gegrüßt hier im Chat. Aber wenn ihr Fragen habt an die Carla, an die Michi oder an die Magda oder euch generell einfach hier beteiligen wollt an hier dem Gespräch, dann ruft doch an auf Skype. Das ist RE Emergency. Frankie, die Michi hat mal ein bisschen Angst, die hat das noch nie gemacht beim Radiosender. So, du musst mir mal hier ein bisschen helfen. Ja, natürlich. Aber ihr, das ist noch fertig. RE Hotline heißt es. Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. RE Hotline. Da könnt ihr uns über Skype erreichen. Und jetzt Premiere. Ohne, dass wir irgendwie so schon eine musikalische Break hatten, um hier die Michi ein bisschen zu briefen, wie das läuft. Jetzt bist du gleich live on air. Und das richtig Bizarre ist, man hört seine Stimme über den Kopfhörer und all diese Dinge. Das ist, wenn man es noch nie gemacht hat, schon ein bisschen irritierend. Aber hey, Michi, wir sind hier unter uns. Und frei von der Leber, herzlich willkommen und erzähl uns doch mal ein bisschen was ist deine Rolle mit der Aktion Kein Krieg in meinem Namen? Und erzähl doch mal darüber, Michi. Und ganz nah bitte ans Mikrofon rangehen, so ganz nah. Gut, also es ging in erster Linie uns darum, zu positionieren und zu sagen, nach außen zu tragen, dass wir im Prinzip mit der Linie, die unsere Politik so fährt, in der Sache Ukraine zum Beispiel, nicht konform gehen. Also, dass wir sagen, okay, diese Sanktionen ist jetzt nicht das, was wir so als positiv oder als gut empfinden. Und als es dann in die Richtung ging, also so dieser militärische Konflikt einfach so aufkochte, die Angst, dass da irgendwas Schlimmes passiert und zu sagen, wir stehen nicht dahinter, wir als Deutsche wollen das, was unsere Regierung gerade macht, eigentlich nicht. Also ich oder meine Freundin oder die Freundin. Und wussten jetzt auch nicht, wie wir da gleich mal sagen, nee, das wollen wir nicht. Sondern dann haben wir gedacht, okay, wir nehmen halt ein Stück Papier, lassen uns ein Statement einfallen, schreiben das da drauf, dass es eben nicht in unserem Namen passiert. Und sagen, okay, dieser Krieg, also wir wollen definitiv keinen Krieg. Da oder überhaupt generell, dann das wuchs ja dann später, wuchs sich das ja so aus dann und hat ja auch jede Frau so ihr Statement da drauf geschrieben und das, was sie damit ausdrücken wollte und das nahm halt dann diese Züge an, die ich im Übrigen sehr schön finde. Yeah. Ja, alle. Ich like es auch schon seit September so. Ja, wirklich. Nee, weil das einfach genau das ist. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, eben dieses das machen, von was man selber kann. Ich meine, du arbeitest beim Stadtstreich, also Monats-Stadtmagazin. Ja. Und von dort aus hast halt du gestartet. Du startest mit Medien, das heißt, du kannst da schon ein bisschen was machen. Weißt, wie man sowas auch vielleicht anschiebt und ja, das ist, was du machst. Ja, wobei das wiederum ist einfach so aus, da kam eine Kollegin zu mir und die hat gesagt, hier, wollen wir uns nicht auch mal fotografieren lassen? Sie hatte da irgendwie so ein Bild gefunden und ich sage, ja, das ist eine gute Idee. Ich habe eine Freundin, die ist Fotografin, die kann das bestimmt ganz toll gleich machen. So. Und da habe ich sie angerufen und dann ist es so, dieser kleine Schneeball da ins Rollen gekommen und wurde größer. Groß. Ja. Ja. Eine Frage auch an euch beide. Es gab ja auch diese Bewegung der Mahnwachen, der Montagsmahnwachen und diese Geschichten. Überhaupt Montagsdemo ist ja hier in Ostdeutschland ein eigener Wert, ein eigenes Ding, also was viele Leute im Westen gar nicht verstehen. Also seit 89 ist Montagsdemo was Besonderes hier. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute vielleicht im Osten eine Spur weit mehr Bürgermut auch noch haben als in Westdeutschland. Gerade dieses Selbstvertrauen eben von 89, damals sind wir auf die Straße, damals hat keiner mehr Angst gehabt. Du warst vielleicht damals auch schon dabei. So. Die Leute haben das überwunden. Und wie seid ihr irgendwie verbunden auch mit zum Teil den Montags-Mahnwachen? Oder jetzt hat sich das natürlich auch ziemlich aufgesplittert. Jetzt gibt es ja auch dann Pegida und Legida. Und es gibt Endgame, also es gibt ganz viele so. Mhm. Aber jetzt so allgemein mit diesem Spirit der Mahnwachen und der Montagsdemos und dieses die selber die Initiative in die Hand nehmen. Seid ihr da irgendwie verbunden auch mit diesen Leuten? Kennt ihr da was? Habt ihr da mit eurer Aktion mit denen zu tun? Also auch? Meine Montagsdemo findet im Studio statt. Alright. Definitiv. Jeden Tag Montag. Ist immer nicht Montag. Jeden Montag, aber also irgendwie hat sich das zufälligerweise ergeben, dass ich das eben auch montags mache und auch in irgendeinem Interview mal gesagt habe, ja, das passt jetzt auch an den Montagen dann einfach, ne?
Ja, Michi? Also wobei Chemnitz, sage ich mal, noch nicht so dieses, wie Dresden oder andere Städte, es ist ja auch im westlichen Teil unseres Landes, gibt es ja auch diese Montagswachen, Montagsmahnwachen. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an als hier in Chemnitz. Da sind irgendwie so manchmal so Kräfte am Werk, wo ich sage, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich damit hinstellen möchte. Also so, das hat auch manchmal so ein bisschen so einen leichten Rechtstouch oder so. Also ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, gerade so diese ganze Ausländerproblematik, um Gottes Willen, also da will ich einfach nicht dazugehören, ne? weil ich finde es ganz furchtbar, wenn man gegen Flüchtlinge schimpft. Also das ist ja wohl die absolut hinterletzte Katastrophe. Ja. Ne? Und aber jetzt so in der traditionellen Friedensbewegung, damit habt ihr halt dann auch nicht so zu tun. Also, nee, habe ich mich jetzt nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Also wie gesagt, diese ganze Giederei, die existiert jetzt seit einem Vierteljahr, weiß nicht, vier Monate vielleicht. Naja, es ging aus dem Oktober schon los, ne? Naja, auf jeden Fall. Nachdem wir unsere Aktion begonnen haben. Habt ihr das haben, losgetreten hier? gleich Kontra. Ich hatte definitiv, habe ich irgendwann mal diese Nuki da, irgend sowas, natürlich, also Refuge Welcome, gepostet. Und danach hatte ich 40 Likes weniger innerhalb von 2 oder 3 Tagen. Und habe dann auch gedacht, okay, ja, trennt sich jetzt hier die Spreu vom Weizen. Das wurde relativ schnell wieder aufgefüllt mit Leuten, die halt, ja, jetzt like ich das aber erst recht, die Seite. Ja. Aber da waren augenscheinlich welche dabei. Also auch diese Pegida-Leute wollen natürlich keinen Krieg. Aber die Herangehensweise ist ja also deutlich zu hinterfragen, was das so wie für ein Quatsch ist. Also Frieden entsteht einfach, indem wir uns begegnen, indem wir die Arme öffnen einander und indem wir eben nicht sagen, ja, aber der ist doch schuld und da müssen wir uns jetzt noch wehren und der müssen noch da die Vergeltung hin und überhaupt die ganzen Ausländer, die essen uns unseren dicken Speckmantel weg. Das ist ein weites Feld. Das bringt mich zu einer Frage an euch beide. Was sagt ihr zu diesem Allgemeinverbot mittlerweile, was die hier in Deutschland treiben? Was für ein Verbot? Ja, diese Allgemeinverbote, wo diese Aktionen, zum Beispiel Karneval wurde abgesagt, Frankie, wir haben darüber gesprochen, Karneval wurde abgesagt in Braunschweig, Demonstrationen in Dresden wurden abgesagt und sowas. Eigentlich, das passt gar nicht zu den BGBs in Deutschland, oder? oder was ist das? Naja, unter dem Mantel dieser Gefahr, dieser drohenden Anschlagsgefahr, die da wohl eine Rolle spielte, wurde das dann irgendwie so... Ja, aber glaubst du wirklich, dass da irgendwelche Anschläge passiert hätten? Du hast nicht Nein gesagt, aber die ganze Zeit schüttelst du deinen Kopf. Gibt nicht genug Polizisten wahrscheinlich mehr. Das ist doch Quatsch. Nee, ich meine, wir verfolgen das ja durchaus auch die ganze Zeit und bisher gab es dann ja nie irgendwelche Verhaftungen. Ich meine, Dinge werden verboten, weil man sagt, akute Gefahr, wir wissen, ja, weil wir haben auch alles überwachen und am Telefon, da sprechen irgendwelche Leute was. Aber ich meine, wenn es so akut wäre, dann könnte man doch auch dann direkt die Leute festnehmen oder so, also wenn es wirklich akut ist. Aber da hört man dann später mal nie mehr was davon. Ja, festgenommen wird schon ordentlich, ne? Ja, festgenommen wird, ja. Aber jetzt, es heißt jetzt nicht, dass man dann, also es werden jetzt nicht Leute festgenommen, denen man dann vorhofft, ja, die wollten dann vielleicht eben den Braunschweiger Karneval dort einen Anschlag machen. Ich habe relativ selten gehört, dass Neonazis festgenommen werden. Ja, aber die wurden auch nicht dafür verdächtigt, dass sie den Karneval angreifen. So, ja. By the way, du hast vorhin gesagt, auch hier, dass wir Menschen bei der Wahl, wenn wir wählen gehen, die richtige Entscheidung treffen. Bist du oder seid ihr politisch irgendwie gebunden? Fühlt ihr euch da irgendjemand zugehörig? Doch, ich habe für die Partei kandidiert und ich hatte 530 Stimmen, Wählerstimmen. Die Partei, das ist doch hier die Satire-Partei, nicht wahr? Weil es ist so, im Grunde meines Revoluzzer-Herzens ist das die einzige Art und Weise, mit Politik umzugehen, indem man das wirklich also satirisch handelt. Ich weiß, dass das natürlich, werden viele so, Alter, da geht ja gar nichts weiter. Für mich persönlich ist es aber die einzige Art und Weise, weil ich kann das nicht ernst nehmen. Mhm. Weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Und der Sonneborn spricht mir da aus ganzem Herzen. Aber was machst du denn, wenn du auf einmal gewählt wirst? In das Italien, war abgeklärt vorher. In Italien gab es das doch, dass ich das oder? Weiterreichen darf, das Mandat, das habe ich vorher geklärt. Da in Italien war es doch so, wie heißt der Gelli oder so ähnlich? Also das ist auch so ein Typ, der eigentlich ein Comedian ist, also einer, der Satire macht, der wirklich richtig gut auch und lustig ist. Und der hat eigentlich auch so... Wobei, ich glaube, das hat er nicht mal Spaß gemacht, aber der hat auch so eine Protestbewegung gestartet und die ist ja mittlerweile die größte Partei in Italien.
Und der ist, also da kommst du dann, wenn es dumm läuft, auf einmal wählen dich Leute. Was ja, der Sonneborn ist ja in da bist du auf einmal gegangen, Kanzlerin. Also der macht das schon ja, das ganz gut. Schauen wir mal, also wird schon irgendwas bei rauskommen. Ja. Also das ist also intelligente Satire, muss man ja also noch unterscheiden. Ne? Das ist ja wirklich ein hochintelligenter Mensch, den ich eben sehr verehre und der hat so einen Finger immer drauf, auf allem, was gerade im Landtag passiert. Das ist einfach nur ergötzlich, das zu lesen. Mhm. Ist der echt schon im Landtag gelandet? Natürlich. Das hat er gar nicht mitbekommen. Ne? Ja. Ehrlich, wirklich, ganz ehrlich. Ich like das mal und dann kriegst du die Posts von der Titanic also und dann auch die Sonneborn. Das ist ganz, ganz, ganz vorzüglich. Echt, die sind ja hier im sächsischen Landtag oder ja. Was sind die? Haha, ist ja witzig, ja. Und er wollte am Anfang das Mandat immer weiterreichen, weil es wohl immer eine Auslöse gibt. Ne? Und er hat am Anfang gesagt, ich mach das mal ein Jahr lang. Und dann haben wir 1000 Euro dem Land abgezogen und haben das schön verteilt unterm Volk. Ah ja. Also bin ich jetzt nicht ganz angeschlossen, wie es weitergegangen ist. Also er ist halt immer noch drin, er hat es nicht weitergereicht. Was kann er dann auch, es wird dann irgendwie dann doch ein ernstes Geschäft. Ich meine letztens, man versucht satirisch zu nehmen, aber letztens, wenn tatsächlich dann Menschen dich wählen, dann bekommst du dann doch irgendwo eine Art Auftrag, eine Art Verantwortung mit und dann auf einmal das hat er sicherlich trotzdem. Politkäfig irgendwie da. Also er hat halt ein Mandat, ne? Oder eine Stimme oder wie sich das nennt. Und sitzt auf jeden Fall drin und erzählt der Welt draußen, was da so passiert. Das ist wirklich witzig. Und da ist es schon eine wunderbare Sache, denke ich. Frankie, wollen wir mal die Telefonleitung mal freigeben? Mal sehen, ob jemand bei uns, ne? Du hast mal die Telefonnummer durchgegeben. Das ist leider über Skype erstmal. RI Hotline unter Skype. Und wir machen mal die Leitung frei. Mehr und ruf uns an. Und wenn ihr mal eine Frage habt, dann an Carla oder Michi oder natürlich auch Magdalena. Aber wie ich gesagt habe, ne, dass die Leitungen sind mittlerweile offen und wir würden uns mal freuen, mal eine Hörer ein paar Fragen mal zu stellen und so weiter. Ja, wollen wir mal eine Runde Musik machen, Frankie? Würde ich auch sagen. Wir geben also euch jetzt mal Zeit, hier reinzurufen, gucken, dass wir das auch alles hier technisch annehmen und machen mal ein bisschen Musikpause, spielen mal zwei, drei Titel. Und ja, wir werden uns dann gleich wiederhören. Und los geht's hier mit einer Art Elektro-Reggae von Hawkwind, was auch eine Absage ist an das Fernsehen. The Camera That Could Lie. Stay on, wir sind gleich wieder für euch dabei. Love is the answer. Those sicher, mind games. John Lennon. Ja? Mind Games, John Lennon. Ja? Und wir sind zurück bei der Amok Alex and Frank Stoner Show. Und wir haben hier Leute, heute Friedensaktivisten. Ich weiß nicht, das Wort ist immer komisch. Aber wir haben Leute da, die auch wie im Geiste von John Lennon sind. Es sind Mind Games. Ja? Good stuff, ja? Man. Ich bring ein bisschen Peace rein. Und Lennon hat doch eigentlich auch wirklich ziemlich ähnliches Zeug auch wie ihr gemacht, oder? Ich meine, der ist jetzt auch kein professionelle Politiker oder sowas, sondern er ist Musiker, er ist Künstler, aber was hat er gemacht? Er hat doch auch so wie ihr viel über Fotos gemacht. Er hat sich doch mit Yoko Ono in einem Schaufenster ausgestellt, also wo die Leute auf der Straße vorbeigehen können. Die Aktion, im Bett zu sein, genau. Make Love Not War, genau, all das. Und ich meine, genauso wie ihr hat aber auch eher viel Kritik eingesteckt von manchen Seiten. Ja, genau. Und letztens kann man drüber reden, vielleicht hat er sogar sein Leben hingegeben für die Sache. Ja, das ist richtig. Das bei John Lennon nicht ganz klar, wie das wirklich gelaufen ist mit seinem Tod. Damals hat er auch mal über NWO gesprochen und sowas. Ne? Oh, Frank, yeah. I mean, der hat das mal, guck mal, die Tatsache ist, dass ich habe mal hier ein Video letztens gesehen und ich habe die auch gepostet auf Facebook auf meiner Seite und ich glaube, weil der ist in Englisch leider, ne? Das die Collapse of the American Dream, ne? Wie das alles ist. Und das ist alles die Bankiers dahinter. Ne? Diese ganze, John F. Kennedy war die letzter Präsident, der tatsächlich mal diese Privatbanking mal angehen wollte. Und was haben die gemacht? Die haben ihn 5 Monate später gekillt. Ne? Und keiner traut sich mehr, mal diese Sache anzugehen. Und deswegen haben wir die Federal Notes und Deutschland will seine Gold zurückhaben. Und weißt du was? Der ist kein fucking Gold zu bekommen. How about that? Ja. Na gut, muss es halt ohne Gold geben. Gold können wir eh nicht essen. Gold gehört vielleicht gar nicht zu den allerwichtigsten Dingen. Ja. Das ist das Schöne im Leben. Die allerwichtigsten Dinge, je wichtiger sie sind, desto billiger werden sie. Das Billigste ist, und es ist das Wichtigste für uns, Luft. Wir atmen jeden Augenblick. Gell? Ja. Wasser geht auch noch langsam. Nestle, unser Wasser gehört Nestle. Okay, ja. Das habe ich mal auch gepostet. Das hast du gesehen, diese Video, man. Diese großen Konzerne, Nestle, Danone und so weiter und so fort, denen gehört unser Trinkwasser. Nee, noch nicht. In Chemnitz noch nicht, oder?
Da müssen wir mal die Michi fragen, denn du hast uns vorher gemeint, dein Freund oder Mann, der arbeitet dort und dann kannst du sagen, das Wasser hier in Chemnitz ist noch städtisch oder sächsisch oder so, oder? Ja, schon. Ist nicht privatisiert, es gehört nicht Nestlé. Wirklich nicht. Würde sowas in Deutschland überhaupt möglich? Ja, auf jeden Fall. Ja, haben wir ja schon gehabt. Wahrscheinlich kann passieren, weiß ich nicht. Ich bete, dass es nicht so kommt. Das haben wir doch schon gehabt, da haben wir auch drüber berichtet. In Berlin wurde vor ein paar Jahren die gesamte Wasserwirtschaft privatisiert. Und dann gab es, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, gab es dort ein Bürgerbegehren. Stimmt, ja. Wo dann die Leute in Berlin dann gesagt haben, wir wollen das rückgängig machen. Da muss die Stadt auch, hat natürlich auch Geld gekostet letztens, aber sind bei Berlin egal. Wir haben genug. Im Vergleich zum Flughafen was cheap, was ein Schnäppchen. haben sie dann das Wasser wieder zurückgekauft, ja? Und aber Berlin war einer der Städte, die es eben privatisiert haben. Mehrere Städte haben das gemacht, aber ich glaube, hier bei uns nicht, ja? Nee. Das ist unser. Ja, Gott sei Dank, man, weil Wasser ist das Ding, alle leben, ne? Und wenn jemand das mal privatisiert und jemand hat das in die Hände, die können denn mal für uns mal Wasser, so Rations und so und Scheiß, man, und das ist bad news, that's bad news. Und das in Amerika jetzt im Moment, ja, guck mal, meinst du, dass du mal dort in einen Fluss gehen kannst? Ich meine, du kannst noch nicht mal Wasser aus dem Trinkhahn trinken, weil das ist mal mit Fluorid und alles diese Scheiße da, Chemikalien alles drin, um das mal zu reinigen. Und Fluoride, das macht die Körper kaputt, ne? Look at me, I'm healthy, I'm 55, I'm a 54-year-old fuck, you know? Ich bin mal nicht ein old man, weil du kannst mal ein alter Mann sein, mal mit 20, weißt du? Und ich bin keine old fart, so ein alter Pups oder sowas, weil ein alter Pups ist normalerweise so ein, das mache ich nicht, ne? Ich bin ein old fuck. Das ist, ein old fuck bedeutet hier in Englisch, das ist ein anderer Term für ein old fellow. Aber das ist die English language, you know what I mean? Aber anyway. Ja, yeah, Carla, back to dir und zu Michi, man, über diese ganze Geschichte. Also, wir haben hier mal im Internet die Frage gehabt, im Chat, was würdet ihr tun, wenn ihr mal Kanzler sein würdet? Also, das ist ganz schwierige Frage, glaube ich, mal zu beantworten, oder Carla? Ich würde deutlich mehr für die Kinder machen. Deutlich in die Erziehung stecken, in die Bildung der Kinder stecken, in die frühkindliche Erziehung stecken, in die Bildung der werdenden Eltern und so weiter und so weiter. Ich bin großer Gerhard Hüther Fan. Der hat da wirklich so seinen Daumen drauf, dass das ganze Potenzial in den Kindern steckt und das gehört einfach gepflegt und behütet großgezogen. Sei so gut, Carla. Gerhard Hüther, stell dir ist mal ganz Hirnforscher, kurz vor. Ein Hirnforscher, der ganz viel die Revolutionierung des Schulsystems versucht voranzutreiben. Also entgegen dieser Zensurengebung, entgegen dem Frontalunterricht, einfach die Kinder machen lassen, die Kinder erfahren lassen, über den Körper erfahren lassen, über gemeinschaftliches, wir tun etwas miteinander, wir bewegen etwas, da gibt es neue Fächer, also nicht mehr nur diese naturwissenschaftlichen Fächer, natürlich müssen wir alle Bildung haben, aber wir erinnern uns alle, was weiß ich noch, aus der 9. Klasse Mathe, nicht mehr viel. Das Mathe, was ich kann, das hilft mir durchs Leben. Ne? Was ist wichtig, den Kindern mitzugeben? Empathie, emotionale Intelligenz, Fürsorge, Respekt und so weiter. Michi, du wolltest auch was sagen hier zum Thema Bildung. Ja, weil das auch das Thema ist, wo ich jetzt, eins der Themen, wo ich sagen könnte, da wüsste ich, was ich jetzt machen würde. Und zwar geht's, also ganz klar, für mich wäre es so, dass es gäbe jetzt kein Kindergeld. Ne? Es gäbe jetzt für die Kinder alles kostenfrei. Es gäbe die Bildung, die außerschulischen Angebote, ob das jetzt Musik ist oder Sport, das Essen, gesundes Essen in den Schulen, ne? Also dass man einfach sagt, okay, man gibt kein Geld jetzt an die Eltern, sondern man nimmt es halt alles und für die Kinder ist alles kostenlos. Ne? Und es wird alles dafür getan, dass die sich entfalten können und dass die gesund heranwachsen können und dass die einfach ja glücklich und vor allem kreativ, ne? Und Kinder sein können und ihre Kreativität ausleben können und dass das nicht so beschnitten wird. Super Idee. Das ist noch ein Stichpunkt. Was ich. Haha, lustige Versprecher, Alex. I'm American, ein Stichpunkt, wo du gesagt hast, mal, Michi, Kreativität. Sag dir mal, weil das existiert hier in Deutschland, Odyssey of the Mind. Was?
OMD, sagt ihr das was? Das gibt's in Deutschland. Das ist eine Organisation in America, Odyssey of the Minds, was für Kinder genommen wird, wo die konfrontiert werden mit intelligenter Lösungen, dass die müssen herausfinden für Situationen, ob das mal ein Produkt darzustellen ist oder irgendetwas, wo diese Kreativität mal rausgeblüht wird. Weil meine Freundin in Amerika, ihre Tochter, diese haben gerade jetzt sowas gewonnen, wo die zum Beispiel verkleiden sich, die machen für sich Kostümen, um etwas da zu präsentieren. Ob das mal eine Organisation ist oder Produkte oder irgendetwas. Und Odyssey of the Minds existiert hier in Deutschland. Und ich glaube, sowas ist mal die Deutschen nicht ganz bewusst, weil das ist richtig was Cooles, weil als Mutter wird man eine Teamleiter, man nimmt die Kinder dann zusammen, eine Gruppe von Kindern, und man arbeitet mit denen zusammen um diese Aufgabe. Man kriegt die Aufgabe von dem Schulsystem, und ich finde das mal einfach toll, weil die haben gerade jetzt, die gehen zu den Stadtfinalen, beziehungsweise Bundesstadtfinalen, weil die haben jetzt in Goshen gewonnen, was ein Ort ist innerhalb des Bundesstaat New York. New York ist groß, passt mal ein und ein Drittel mal in Deutschland rein. Und wenn die das Bundesstaat-Wettbewerb gewinnen, dann gehen die zu die Internationale, und Deutschland ist dann auch dabei. Und falls das jemand das nicht kennt, das nennt sich Odyssey of the Minds, OMD. Das gibt's im Internet zu finden. Muss man einfach odysseyoftheminds.de ein, und das ist eine ganz große Sache. Und das habe ich mal nur, gefragt, ob ihr was davon weiß, weil ihr spricht über das alles für die Kinder und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr geile Sache. Na, meine Kinder haben alle drei die Waldorfschule besucht. Okay. Und da gibt es natürlich also sequenziell solche Dinge. Also es gehört das Theaterspiel dazu, es gehört verschiedene Handwerke dazu. Also keine Ahnung, zum Beispiel haben die in der vierten Klasse die sogenannte Landwirtschaftsepoche. Das heißt, die bestellen ein Feld, die latschen da wirklich vorm Zug her, und hinten sät einer, dann pflegen die das Feld, dann ernten die, dann dreschen die, dann mahlen die und dann backen die ein Brot. Also die haben ein Bild dafür, wo das Brot herkommt, also bevor es im Laden landet. So ist eins von vielen Beispielen, ne? Verstehe. Und was eben, um auf den Hüter nochmal kurz zurückzukommen, der strebt ein Fach an, das heißt Verantwortung, also miteinander Projekte begehen. Das ist das, was du auch meinst, ne? Dass die ganze Klasse eben sozusagen sich um was kümmert oder was ins Leben ruft und so weiter und so fort. Und das gibt's in dieser Schule auch, also weil er sagt, alles, was du als Erfahrung machst, gemeinsam, als Team, als Klasse, das bringt dich einander näher, das lehrt dich den Respekt vor dem anderen und auch die Hilfsbereitschaft und so weiter und so fort. Also die haben in der 8. und in der 12. Klasse ein großes Theaterstück, die müssen also das selber inszenieren, die müssen das Bühnenbild machen, die müssen die Maske machen, das wird aufgeteilt, einer macht Regie, einer macht und so weiter und so fort. Und die wachsen unglaublich zusammen immer in diesen 4 bis 6 Wochen. Ich muss dich fragen, Waldorfschule, Frank, kennst du das? Ja, natürlich. Okay, leider kenne ich das nicht. Kannst du das mal kurz mal erklären? Rudolf-Steiner-Schule gibt es auf der ganzen Welt. Genau, okay. basiert auf der pädagogischen Lehre von Rudolf Steiner. Anthroposophie, okay. Ist es schon über 100 Jahre alt. Und das existiert weltweit? Ja, aber in Deutschland natürlich relativ stark auch. Ja, also gibt es in jeder größeren Stadt hier. Ist das eine Privatschule oder wie funktioniert das? Das sind die Kinder, die ihren Namen tanzen können. Kannst du von Magda da mal zeigen lassen? Aber ich meine auch, wir sollten vielleicht jetzt wieder Magda mal hier in die Gesprächsrunde bringen, weil sie ist die Jüngste, du weißt, was Waldorfschule bedeutet. Ich meine, du bist gar nicht mehr in der Schule, oder wenn ich das richtig verstanden habe, aber du bist doch so jung, mit 18 ist man noch in der Schule. Naja, also du kannst an der Waldorfschule nach 12 Jahren deinen Realschulabschluss schreiben und dann hängst du noch ein Jahr ran und machst Abitur in einem Jahr. Und dieses Risiko war mir ein bisschen zu groß. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht, was weiß ich, jetzt bin ich auf einer anderen Schule. Über die muss ich nicht reden. Nee. Waldorfschule halt. Es ist ja ein Ding, was er oft auch Kritiker anmerken. Das ist eigentlich cool, wir können aber echt auch ein bisschen über das Thema Waldorf sprechen, finde ich. Oft wird ja gesagt, dass es den Waldorfschülern, das ist ein ganz, für den Alex oder für Leute, die es nicht wissen, auf der Waldorfschule ist natürlich völlig anderes pädagogisches Konzept. Also es gibt, glaube ich, keine Noten in dem Stil. Es gibt nicht diese Fächer, sondern es ist eher eine ganzheitliche Herangehensweise. Bildung wird dort ganzheitlich gesehen. Und aber ein Vorwurf, der ja oft kommt, ist ja dann, wenn Waldorfschüler aber dann aus der Schule rauskommen, dann
dann tun die sich oft schwer, sich dann mit der Realität in dem modernen Deutschland da zurechtzufinden, sprich was dann bei echter Arbeit verlangt wird oder wenn du dann an die Universität gehst oder so. Magda, wie ist das? Ich meine, du bist jetzt gerade aus der Waldorfschule raus, du bist eine junge Frau, kommst du schwer zurecht in diesem modernen Deutschland? Ich kann einfach nur lachen darüber, weil ich sehe natürlich jetzt an meiner neuen Schule meine Mitschüler und die haben keinen Plan vom Leben und ich gehe halt ins Praktikum, weiß direkt, wie ich die Menschen ansprechen soll, wie ich mich da auch gut einbringen kann, weiß direkt, wie alles läuft und die wissen nichts. So ist es. Und genau also, das demonstrierst du gerade ja, by the way. Ich meine, weißt du, du kommst hier ins Radiostudio rein, warst auch noch nie vorher, bist hier on air und plauderst hier locker, aber mit Substanz, kannst dich ausdrücken und sagst absolut. Das, was du sagen willst. So. Ich meine, ey, das ist großartig, Leute. Ja. Ich meine, wirklich, das ist nicht selbstverständlich. Und ich muss auch sagen, das finde ich interessant. Ich meine, ich bin da einen ganz langen Weg gegangen. Also wenn ich mich zurückerinnere, wie ich mit 18 drauf war, war ja auch ein nice guy, aber halt irgendwie doch, also irgendwie, weißt du, also halt nicht wach oder so. Also über solche Themen, naja, wobei ich habe mich schon auch mit interessanten Dingen beschäftigt, wir sind ja auch nicht kleiner Mark. Aber was mir so auffällt ist, oder was ich so ein Gefühl habe, so vieles von dem, was unser eins erst dann im Laufe der Jahre dann irgendwie lernen musste, wieder abzulegen. Irgendwelche Dinge, die man einem schon in der Schule eingeimpft hat oder impfen, all diese Sachen so. Wir kommen halt aus einer anderen Zeit, nicht wahr? Carla, oder? Kommen wir. Ja, ja, na klar. Wir mussten vieles von dem ablegen, aber ey, jetzt kommt eine neue Generation und die ist schon ein Stück weit weiter. Vielleicht auch können wir auch auf unsere Schultern helfen. Wir haben schon den Weg wieder ein bisschen bereit gemacht für die nächste Generation. Und die werden diese Welt nochmal ganz anders verändern auch und wahrnehmen, oder? Es gibt natürlich auch in der Generation von Magda halt solche und solche. Und man muss das wirklich, also klar unterscheiden. Es liegt an den Elternhäusern. Also du kannst dein Kind auf eine ganz stinknormale staatliche Schule geben und es wird ein Prachtexemplar herauskommen, wenn du als Eltern dir einfach Zeit nimmst. Oder? Also ich habe mir auch Zeit genommen, aber meine Kinder, wie gesagt, haben die Waldorfschule besucht. Auch dort gibt es ganz normal alle Schulfächer, die es gibt, gibt es dort auch. Und es gibt dort auch Frontalunterricht. Aber es wird einfach Toleranz gelebt. Und wenn da einer mit roten Haaren und vielen Rastas kommt, also ab der 7., 8. Klasse sehen die dann irgendwie immer alle anders aus. Dann weißt du, aha, jetzt 7., 8. Klasse. Und ich denke, es gibt auch viele, viele Tiefen, wie in jeder Alternativschule, ne? Du musst es tragen als Eltern. Und ja, und bei Magda kann ich nur sagen, die ganze Klasse, die sind alle so drauf. Aber ich muss, wenn das, also es tut mir leid, das ist vielleicht eine Bildungslücke bei mir. Ich kannte diese Waldorfschule nicht. Aber ich frage mich, wenn das so toll ist, warum sind nicht alle Schulen so? Das kostet, warum? Ne? Das ist eine Privatschule. Ja, aber warum kostet das? Würde das nicht? Ich würde denken, dass mal, wenn ich mal an diesen Spruch Made in Germany denke, ne? Für alles, was in Deutschland gemacht ist, Autos und alles drum und dran, und wir haben das vorher gehabt, mal Umwelt und bla bla bla. Und es geht darum, ist das, wenn die so groß an Bildung sind, mittlerweile gibt es keine Tuition Fees mehr für die Universitäten, man kann, die werben sogar, dass die Amerikaner sollen mal rüberkommen und hier studieren. Und so weiter. Dann warum sind nicht alle Schulen so? Also hier steht gerade, Ken Jebsen war auch Waldorfschüler. Steht da hier in eurem Chat. Ken Jebsen. Das ist ganz bekannte Radiojournalist, so ähnlich wie wir. Ja. Ken Jebsen, ganz okay. Bekannt in Deutschland. Ja. Okay, nee, den kenne ich auch nicht. Na, du kennst doch mehr die amerikanischen Sendungen. Nee, ich kenne diesen Typ, der heißt, ich glaube, Amok Alex. Frank Stoner kenne ich auch. Ne? Mittlerweile, wir kennen auch Magda, wir kennen auch mal Carla. Ich habe das was. Und mich. Carla. Ja. Und but anyway, no, Jebsen kenne ich nicht. Jebsen kenne ich nicht. Ich habe mal dort damals, ich habe mal Radio gehört, um zu hören, ob meine Lied kommt mal von Nasty weißt Habits. Du, weißt du, Jebsen ist auch so ähnlich wie du, der ist auch aus dem der war beim Öffentlich-Rechtlichen so und der ist dort auch rausgeflogen, ja, weil er dann halt eben zu kritisch must be a cool guy. Eben Themen angesprochen hat, die dort halt nicht zur Sprache kommen must wollen. Must be a cool guy, ja. He's my type of guy. Aber ich möchte nochmal Magda was fragen. Ich meine, es gibt, also ich bin auch auf deiner Seite so, also, aber ich weiß ja, es gibt viele Menschen, die haben eben diese Ressentiments, ja, Waldorfschüler. Wie wirst du da wahrgenommen? Es gibt auch Leute, die sagen, Waldorfschüler, der erstmal irgendwie die Nase rümpfen. Also gerade wenn es jetzt im Bereich geht, weiß ich jetzt nicht, ob du schon Erfahrung hast, dass du dich schon mal irgendwo beworben hast für irgendwelche Jobs oder Praktikum oder was man heute so alles machen soll als junger Mensch. Gibt's da diese Ressentiments? Spürst du das? Gibt's da Leute, die sagen, Waldorf?
Na, auf jeden Fall. Also das war für mich auch ein ganz schöner Tiefpunkt, mitten in der Pubertät, so mit 14, 15, mich da neben meinen Freunden aus dem Gymnasium halt zu positionieren und zu sagen, hey, Waldorfschule ist mega geil, weil die wussten halt teilweise Sachen, wo ich gedacht habe, oh, das muss wohl Wissen sein und habe das nicht verstanden und war halt neidisch, dass die da über Mathe diskutieren können oder Physik, ja, der Versuch und so. Und ich dachte mir halt, geil, ich kann schmieden und das findet keiner geil und also da musste ich mir eine harte Schale anlegen. Aber mittlerweile, vor allen Dingen jetzt, seitdem ich aus der Waldorfschule raus bin, da rede ich darüber und bin da so von Glück erfüllt. Letztens habe ich erst an meiner Schule einen Vortrag über die Waldorfschule gehalten, habe eine Eins gekriegt, weil mein Lehrer gesagt hat, ey Magda, ich habe noch nie jemand mit so einer Intention sprechen hören, also mit so einer positiven Art darüber, wie man das so fühlt, ne? Also, ja, also wie gesagt, es war schwierig für mich zwischendrin, aber im Großen und Ganzen, Gott sei Dank. Ja. Das heißt, wenn du Kinder hättest, du würdest auch dafür sorgen, dass die auf die Waldorfschule kommen. Ne? Definitiv. Hm. Das ist ein interessantes Thema. Ich habe auch Kinder und also ich bin da auch, du wirst da als Eltern wirst du auf einmal damit konfrontiert. Also du musst da die Verantwortung übernehmen und es ist ein Thema, wir haben vorher schon das Impfen angesprochen. Du musst dich damit beschäftigen. Ja? Also man kann es ja nicht einfach nur so fließen lassen, sondern darum geht es ja heutzutage, Verantwortung übernehmen. Und ja, Schule ist natürlich ein schwieriges Thema, so sage ich. Schwieriges Thema. Ich denke, was in der Schule halt einfach wirklich auch anders sein könnte, ist dieses Messen, dieses Aneinandermessen, dass die Kinder einfach nicht mehr das Gefühl haben, ich bin gut, so wie ich bin. Sondern ich muss jetzt eine 1 oder ach Schreck, ich habe jetzt eine 5 gekriegt und jetzt bin ich ganz schlecht. Dass immer so dieser ständige Wettkampf ist, ne? Dass richtig, die Kinder einfach nicht mehr miteinander tun. Also in vielen Schulen einfach nicht mehr miteinander tun, sondern eher gegeneinander kämpfen oder nebeneinander her lernen. Ne? Also dass die Angst haben voneinander, geht los, dass ja eben die Klamotten nicht hip genug sind oder weiß der Geier. Das gibt's halt dort alles nicht. Oh ja, und ey Carla, da weiß ich wirklich, von was du sprichst, weil bei mir ist es auch so, also mein Sohn ist jetzt noch in der Grundschule, 3. Klasse und da ist es schon so, bei dem im Leben ist so viel Wettkampf, ja, und also ich versuche aber zu jedem zu sagen, hey, bleib cool, also ich meine, weißt du musst nicht immer gucken, wie die, das fängt schon an irgendwie zu Hause, irgendwie die Auseinandersetzung mit der Schwester, so, es ist immer Wettkampf um irgendwas, das obwohl, ey, come on, ich meine, es gibt alles, genug Überfluss, so, ja, es ist alles da, ihr müsst euch nicht kabbeln, es gibt genug zu essen, es gibt genug Süßes und so, aber ja, das ist ach, Rivalität zwischen Geschwistern ist nochmal was anderes, ist auch unsere Gesellschaft natürlich geschuldet, das denke ich, das kann ganz positiv sein, also wenn Geschwister sozusagen sich so ein bisschen reiben, ne, also ohne Reibung keine Reize, sage ich immer, und entsteht ja Energie, die auch wieder aufgelöst wird, weil Geschwister im herkömmlichen Sinne lieben sich, also sollten sich ja lieben. Ne? Ja. Die kämpfen um die Zuneigung der Eltern und da gibt es halt so ein bisschen Gekabbel, der Papa hat mich lieber und bla bla bla. Aber und in der nächsten Situation halten sie genau, wieder zusammen. Genau, so genau. Ne? Wenn es nach außen geht, dann sind die dicke Tinte, ja. So sollte das eigentlich sein. In einer guten Familie. Und ich denke halt, das liegt an den Lehrern, die Kinder halt einfach mit Liebe zu unterrichten, also an die Kinder zu glauben, an das, was die Kinder tun, und wenn da einer, keine Ahnung, wenn es dann halt die Zensur sein muss, wenn dann einer eine 5 kriegt, dem dann halt nicht noch eins drauf zu deckeln, da musst du jetzt aber fleißiger sein, sondern halt die Vorzüge des Kindes dann hervorzuheben in dem Moment und zu sagen, dafür kannst du aber eben das richtig gut. Mathe ist einfach nicht deins, da arbeiten wir dran, ich helfe dich, ich begleite dich, aber dafür hast du dort und dort ein Riesenpotenzial, dann lass uns das einfach unterstützen und das fehlt eben einfach so im klassischen staatlichen Schulsystem. Ich möchte mal ein Thema jetzt aufbringen, was auch damit zu tun hat, aber da nochmal einen noch größeren Horizont aufmachen. Die Frage ist, was macht den Menschen aus oder was macht unseren Charakter? Und es ist ein uralter Streit auch schon so, ist es die Erziehung, also alles, was Umwelt ist, ja, oder ist es das, was wir wirklich in dieses Leben mitbringen, was wir so, sagen wir mal, was wir Seele nennen, wenn du so willst, oder irgendwas, was Göttliches, oder was einfach schon angeboren ist, ja, wie auch immer. Das ist so eine große Frage. Was beeinflusst den Menschen? Also was macht einen Menschen das, was er ist? Also was macht das aus? Wie gewichtest du das? Weil das ist auch die Frage eben mit,
mit Schulsystem, welches Schulsystem machen wir? Weil da eben die Idee ist, also der Mensch ist schon sehr formbar und Erziehung, Umfeld, das ist sehr wichtig so. Na, ich denke, die kleinste Zelle ist die Familie, die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und das Kind wird geboren in Liebe, im günstigsten Falle. Wissen wir alle, dass das nicht immer so ist. Aber ein Kind kommt zur Welt, wird gewünscht und wird behütet. Das erste Jahr ist es bei der Mutter oder halt in der Familie. Dann fängt es halt an, in die Kita zu gehen oder halt in die Gesellschaft zu gehen. Und dann kommt die Prägung von außen dazu. Also das Kind bringt auf der einen Seite das mit, was es im Mutterleib erfahren hat und was es in der Familie erfährt. Und je älter das wird, umso mehr muss es sich in der Gesellschaft zurechtfinden und behaupten immer wieder. Und dann ist es halt wirklich ein Glücksgriff. Du kommst in Kreise rein oder das Kind kommt in Kreise rein, wo dieses Behütete weitergeht, also in einem guten Kindergarten. Und das kann wirklich auch ein staatlicher Kindergarten sein. Das ist immer, hängt immer mit den Erwachsenen zusammen, denen das Kind begegnet. Carla, ich habe mal eine Frage an dich. Als Mutter von drei Kindern und okay, ich kenne nur Magda und ich brauche die Leute nicht zu erzählen, was für eine tolle Job sie als Mutter gemacht haben. Findest du, dass das wichtig ist, dass jeder Kind heutzutage beigebracht wird, Autorität, ich weiß es nicht, wie man das, es ist Autorität, richtig, ja, ja. Autorität in Frage stellt? Zum Beispiel, findest du als Mutter das korrekt, dass wenn du dein Kind Nein sagst, dass das okay ist, dass dein Kind fragt dich, warum hast du so entschieden? Und du erklärst ihm das, aber ehrlich. Weil viele Leute sagen, na, weil ich bin deine Mutter und ich sage Nein, jetzt ist Nein. Aber weil ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, ist, dass Kinder, um so zu sein, so zum Beispiel zu denken wie deine Tochter, okay, Waldorfschule hat mal was damit zu tun, aber Sachen in Frage zu stellen und eine Erklärung dafür zu bekommen, sodass die für sich denselbe denken können, ist, findest du das okay? Also ich glaube an Grenzen. Du verstehst, wo ich mal hinaus will. Ich weiß, was du meinst, die antiautoritäre Erziehung zum Beispiel, die so in 70ern war und dass es jetzt auch wieder verbreitet ist. Würdest du bitte vom Zaun heruntersteigen? Also in dem Falle sage ich immer, das Kind ist wie ein kleiner Vogel im Nest. Ne? Mhm. Und wenn die Grenze nicht eingehalten wird, dann fällt es raus. Und es ist an uns in Liebe, dem Kind die Grenzen zu zeigen. Also jetzt nicht unbedingt immer meins dem Kind aufzudrücken. Da kannst du Magda dann selber mal fragen, wie es bei uns gewesen ist. Ich denke, ich bin eine sehr liebevolle Mutter gewesen. Aber trotzdem, wenn ich der Meinung war, das nicht. Und die haben gefragt, warum, dann habe ich gesagt, weil ich das jetzt so sage. Punkt. Okay. Gab natürlich, also, okay. Ne? Ich meine, okay, Zaun steigen oder sowas, das ist schon richtig, aber. Nee, das ist nur ein Beispiel. Ja, ja. Ein Beispiel für das. Es ging bei anderen Dingen weiter und ich denke, das Vertrauen ins Kind ist auch wichtig. Also bis zum dritten Lebensjahr sind wir verantwortlich für das, was dem Kind zustößt. Also, wenn es der Meinung ist, muss auf die Straße rennen, dann muss ich natürlich festhalten. Ja. Ne? Aber das ist nicht das, was du meinst. Ja. Ich denke, eine gute Ausgewogenheit zwischen Strenge, keine körperliche Strenge, sondern verbale oder klare Autorität der Eltern, Vertrauen ins Kind, auch Vertrauen in den Selbstschutz des Kindes, den es ja hat, ja, irgendwie eine Mischung aus dem. Ich bin ein 60er-Kind und zu der Zeit weiß ich noch, ist das, ey, wenn ich Scheiße gebaut hat, mein Vater hat gleich mal die Riemen von seiner Hose gezogen, und dann bin ich mal in einen Kreis gerannt. Und nachdem diese Situationen, alles, was mein Vater machen musste, ist mal nur diese Blick geben. Und dann wusste ich Bescheid. Oh, da ist die Grenze. Die Grenze ist erreicht. Aber ich muss mal auch dazu sagen, ist, dass ich habe mal konservative russische Eltern gehabt. Na, und das zum Beispiel, als ich mal Akkordeon gelernt habe und ich meine Übung nicht richtig gespielt habe und ich eine falsche Note geschlagen habe, obwohl ich eine Woche Zeit hatte, bei diesem Teil zu lernen, da kam die Holzlinie auf die Finger rauf. Und diese falsche Note wurde niemals mal wieder getroffen. ich,
ich denke trotzdem, dass körperliche Gewalt, also das ist, als wenn ein Mann eine Frau schlägt. Also körperliche Gewalt Kindern gegenüber. Aber ich bin auch kein schlechter Mensch geworden. Ich meine, ich bin kein Schläger. Es kommt jetzt darauf an, wie du sozusagen Kindern gegenüber reagieren würdest. Ja. Na, ob das jetzt Neffen, Nichten, keine Ahnung, Kinder, die dir irgendwie doof kommen, ob du dann ausholst oder ob du versuchst, dich einfach abzugrenzen. Ja, das ist, well, I don't know, Frank, mein Vater hat mir mal ein paar Mal die Asche versohlen, ne, wie man das nennt. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich muss auch sagen, mich hat auch noch wirklich in meinem Erwachsenenleben, glaube ich, noch nie jemand so wütend gemacht, wie es auch meine Kinder manchmal schaffen. Also das ist das. Mit Fingerschnips. Du lernst. Ja, hey, das ist wirklich das Ding, wenn du, was du als Eltern einfach lernst. Also du kommst in Situationen, die so, hey, gehst du mit Erwachsenen nicht um. Weißt du? Ich meine, wir sind ja echt auch lockere Leute und leben und leben lassen so. Ja? Mm. Und man sucht jetzt nicht unbedingt die Konfrontation, aber bei deinen Kindern, du musst die Verantwortung übernehmen. Ja? Also ja, klar. Wirst du, und zu jeder Tages- und Nachtzeit ist das möglich, weißt du, auch egal, wie du gerade drauf bist, kann es Situationen geben, wo du in Konfrontation gezwungen wirst. Und ey, also ich meine, manchmal fliegen da schon die Fetzen, jetzt nicht wortwörtlich, aber da wird dann auch gestritten. Ja, und auch das gehört dazu, so eine Streitkultur auch zu entwickeln. Und ich muss sagen, das ist echt was ich erstmal lernen musste so. Mhm. Wo ich aber jetzt auch sagen kann, also da bin ich einfach auch als Mann viel weiter so, also einfach gereifter so und mittlerweile auch im Umgang mit manchen Erwachsenen, also da viel mehr auch kann ich da auch auf Konfrontation eingehen. Also früher war ich eher immer so peace und so. Well, das deswegen habe ich mal Carla diese Frage dargestellt, weil ich finde, dass mal, wenn du ein Kind erziehst und mit dem wie ein normaler Mensch sprichst, von vornherein, na, und ihm respektierst, obwohl das ein kleiner Mitbürger ist, na, und vielleicht du musst mal ihm erklären, dass, aber ich finde es sehr, sehr wichtig. Mal diese Bullshit, also come on, man. das ist schon auch okay, so Hutschi-Gutschi zu machen. Machen wir auch manchmal, Alex, hier. Sogar live und her. Ja, aber wenigstens, wir sind Erwachsene und wir wissen mal, wie weit wir gehen. Nee, und die Sendung ein bisschen später ist und so und wir schon sehr entspannt sind, dann machen wir auch mal Hutschi-Kutschi. Das ist auf jeden Fall schon, es ist eine Herausforderung, Kinder großzuziehen. Es hat jedes Alter seine speziellen Abenteuerspielplätze, aber die kriegen relativ schnell raus, wo deine dünnen Stellen sind und da gehen die volle Kanne rein. Also in der Pubertät ist es nochmal ganz spannend, da musst du halt, dann kannst du nicht mehr einfach sagen nein oder ja, sondern da musst du halt wirklich dann wieder eine ganz andere Streitkultur oder Diskussionskultur entwickeln, aber irgendwie haben wir das alle überstanden. Mein Vorbild in Media, George Carlin, hat eins gesagt, er sagte, Kinder erziehen ist ganz einfach, ne? Du hast ein Kind, du gehst mal an die Straßenecke, stellst du ihm hin, kommst mal eine Woche später, steht er da, du hast ein dummes Kind, wenn er weg ist, der geht irgendwo. Ja, das war oldschool, ja. Ja, das, you know. New York City. So war es in den 70ern. Ja. He's going places. He's going places, my kid, you know. Oh, man. Aber hier noch ein anderes Thema, was ich auch mal fragen wollte, weil es ist wirklich, das tut auch unserer Show gut, by the way, dass ihr echt hier seid. So, yeah, ich meine, ihr seid drei Frauen und wach, intelligent und ihr bringt euch hier gut ein. Ne? Absolutely. Und die Chance möchte ich auch nutzen, noch ein weiteres Thema zu bringen. Wie steht ihr eigentlich zum Thema Geburt und auch die Schwierigkeiten, die Hebammen zurzeit in Deutschland haben? Da ist ein ganzer Berufsstand wirklich in Gefahr. Ja, da geht's gleich weiter. Auch vielleicht, genau, Michi, du willst da was sagen. Ja, also ich finde es sehr, 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 sehr traurig. Bei mir war es damals auch so, dass ich gerne zu Hause mein Kind bekommen hätte. Und die Hebamme, die ich hatte, die hat zu mir gesagt, ich habe in diesem Quartal halt niemanden außer dich und ich kann mir das nicht leisten, weil diese Versicherung so hoch ist, dass ich einfach eine gewisse Anzahl an Frauen brauche. Und jetzt ist es ja, glaube ich, noch mehr geworden. Und ich finde es unglaublich, dass im Prinzip das tot gemacht wird, weil das ist das Natürliche. Und wenn man der Meinung ist, man kriegt es hin und ich möchte das als Frau entscheiden, dann sollte man das auch tun. Und keine Ahnung, warum das so ist. Da geht es wieder nur um Geld. Also für mich hat das was von Hexenverbrennung. Ja, wie im Mittelalter. Genau wirklich so. Die Hebammen werden jetzt abgeschafft. Ich habe einen Freund, der sucht händeringend nach einer Hebamme und da geht es nur um die Vorsorge und Nachsorge. Und ich kenne halt also durch meine Arbeit halt viele Hebammen, weil ich eben viele Neugeborene und Schwangere fotografiere und so weiter und so fort. Und habe dann versucht, ich kann vielleicht noch connecten irgendwie, was sagt, kannst du uns nicht irgendwie jemanden organisieren? Und die hat mir dann zurückgeschrieben, ich bin voll
Aber, liebe Carla, ich bin noch eine von den Hebammen, die nach dem Juli wieder arbeitet. Also viele hören jetzt einfach auch auf. Noch zum Juli, weil die Versicherung nochmal 1.000 Euro teurer geworden ist. Die müssen also im Jahr jetzt mittlerweile 5.000 irgendwas Versicherung bezahlen. Und das ist, das immer wieder an dem Punkt, wo es einfach nur um Geld geht. Es findet sich keine Richtig. Versicherung, die das abdeckt. Es gab halt Todesfälle. Die gibt es in der Klinik auch, aber eine genau. Klinik ist anders versichert. Ne? Und sobald es halt eine Hebamme ist, die entweder als Beleghebamme arbeitet, heißt also mit in die Klinik geht, oder halt als Hausgeburtshebamme arbeitet, heißt die volle Verantwortung übernimmt für eine Hausgeburt, wo natürlich auch immer was passieren kann, aber eine gute Hebamme deckt das ab, indem sie die Schwangere begleitet von der 15. Woche an und eben einfach auch abcheckt, gibt es hier ein Risiko, dann macht sie die Hausgeburt nicht. Also es sind ja alles verantwortungsvolle und wirklich, also rein auf die Geburt geschulte Frauen. Ja. Sagt ja jeder Gynäkologe, dass er das Kind nicht so gut auf die Welt begleiten kann wie eine Hebamme. Ne? Die fragen die Hebammen. Und die Hebammen legen ihre Arbeit nieder, weil sie es einfach nicht mehr bezahlen können, weil die Versicherung so hoch ist. Es gab im letzten Jahr eine große Fotokampagne, auch von einem Fotografen aus Hamburg oder aus dem Norden irgendwie. Auch riesen diese großen Megalights waren zugestückt und das hat einfach nichts geholfen, also nicht wirklich geholfen. Das ist immens traurig, also das finde ich ganz furchtbar. Und da sind meine, ich habe jetzt letztens auch wieder das gepostet, habe gestimmt, also hier sind auch die Männer gefragt. Hier sind so die werdenden Väter gefragt, hier so sind die Großväter, die Väter überhaupt. Also nicht nur die Frauen gefragt, sondern eben auch die, also alles, was Familie ist oder Familie werden will, müssen auf die keine Ahnung, auf die Straße gehen und sagen, hey Leute, geht doch nicht. Sehr richtig, genau. Und Carla, du hast gesagt, das ist auch wieder, es geht nur um Geld. Und das stimmt, es geht um Geld. Aber es geht nicht nur um Geld, oder? Es gibt doch da auch noch so eine noch größere Perspektive. Und du hast es ja selber angedeutet. Das hat sowas von Hexenverfolgung, ja. Und wenn wir gucken, dass die Frauen, die man früher Hexen genannt hat, in den meisten Fällen waren das nichts anderes als Natürlich, Hebammen, deshalb sag ich ja. Die halt, ja, die Geheimnisse auch des Körperlichen konnten. Die kannten natürlich auch Kräuter, auch schon Schwangerschaftsverhütung natürlich auch schon. Natürlich. Ja. Auch das ein Riesenthema. Nachdem man die Hexen verbrannt hat, danach erst ist es doch so gekommen, dass hier bei uns in Europa die Gesellschaften so extrem explodiert sind. Also die Population, wo die Leute auf einmal 8, 9, 10 Kinder hatten. Das hatten die zu irgendwie der Zeit, wo wir noch in Stammeskulturen gelebt haben, gab es sowas nicht. Ja? Da hatte eine Frau 2, 3 Kinder. Ja? Und aber trotzdem bestimmt ein erfülltes Sexualleben. So. Also das war damals nicht das Problem. Diese Geschichten wie Abtreibung, das war da, glaube ich, auch die Ausnahme. Sondern die wussten zu verhüten oder waren vielleicht in Verbindung auch so sehr mit ihrem Körper, dass sie auch wussten, wann ist das Fenster auf, wo ich empfänglich bin oder nicht. Ich meine, all diese Dinge sind noch mit den Hexen verschwunden. Ja? Und dahinter ist doch auch wieder so ein Konflikt, über den wir heute schon gesprochen haben, zwischen Yin und Yang. Also das ist doch ein super Beispiel, wo man sieht, wie die männliche Kraft versucht, das Weibliche zu unterdrücken. Weil ich meine, Schulmedizin, so müssen wir es doch sehen, Schulmedizin ist doch genau diese also rein rationale Herangehensweise, ja. Also auch männlich dominiert. Ich meine, und wir kommen jetzt hier wirklich in so ein, ich sage jetzt mal so ein komisches Wort, ins Kerngeschäft von Frauen, ne? Also ja. Kinder entbinden. Da haben wir Männer noch nie was irgendwie zu sagen gehabt. Also du kannst vielleicht mithelfen, unterstützen, aber was da läuft, also ich sehe das so bewundern, boah, das sind echt Mysterien des weiblichen Körpers und was da jetzt passiert so. Ja, es gibt auch männliche Geburtshelfer, aber im Großen ist ja. Das im Prinzip eine Frauendomäne, ne, die Hebammen und es gibt natürlich, also das ist auch wieder so diese Kliniken, ne, die Lobby. Der Kliniken. Keine genau. Ahnung, ob das Richtig. Jetzt die Pharma, wo du jetzt wieder inner hier. Das ist nur die Pharmaindustrie. Na, weiß ich nicht. Bei den Hebammen geht das, glaube ich, noch ein Stück weiter. Das glaube ich auch, ja. Da geht es wirklich darum, auch letzten Endes so den Frauen was zu nehmen. Und damit uns allen, ne? Und ich meine, das ist ja schon so, weil du sagst, Michi, du hast gar keine Hebamme mehr gefunden, die dir helfen kann, so dein Kind auf die Welt zu bekommen, wie du das willst. Du, da wird auf dir was genommen. Ich hatte glücklicherweise eine Hebamme schon. Ich hatte die an meiner Seite so die ganze Zeit, die zur Unterstützung so in dieser Geburtszeit. Aber letztendlich dann die Geburt als solche. Konnte ich eben leider nicht mit ihr zusammen machen. Ja, da musste ich halt dann ins Krankenhaus. Und das betrifft wirklich, wirklich alle Leute. Und so gesehen ist das eben schon wieder auch ein Thema, wo uns Menschen ein Stück weit Freiheit genommen wird, ein Stück weit selber zu entscheiden, ja, Selbstbestimmung, sondern
beim Krankenhaus, let's face it, ich meine, da hast du nichts zu melden. Das akzeptiere ich auch. Krankenhaus ist deren Krankenhaus, da arbeiten die nach ihren Vorschriften. Da hast du dich zurückzuhalten, ja, und nicht irgendwie da rumzustören. Weil ich meine, wenn du es gerne willst, wie du es willst, dann geh nach, musst du es zu Hause machen. Ja. Mhm. Krankenhaus ist deren Ding. Ja. Aber dann hat man ja nicht mal die Entscheidung, die hat man ja dann nicht mehr. Ne? Man muss ja dann. Genau, also, da gibst du den Hut ab. Es ist klar, ich meine, in dem Moment, wo du ins Krankenhaus gibst, hast du nicht mehr die Entscheidung. Klar, du kannst immer noch Verantwortung, also mündiger Patient sein, dann waren alle Mütter, ist ja dann auch schon die Frage, geht euer Kind nicht aus den Augen so? Es wird dann ganz schnell mal, du willst dich mal ein bisschen ausruhen, das Kind ist mal 10 Minuten weg, ja, wir waschen nur und wiegen und zack, hat schon die erste Impfung verpasst bekommen. Genau, oder kriegt irgendwie diese Chlorid-Tropfen, diese Silber, oder was Silbernitrat. Silbernitrat ins Auge oder sowas. Das unterschreibt man ja vorher. Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich einen Bogen bekommen, da stand ziemlich genau drin, was ich möchte und was nicht, und da konnte ich das ablehnen, also mit einem Kreuzchen und mit meiner Unterschrift. Sehr gut, ja. Wenn man es gründlich liest, ne? Aber viele Frauen lesen es einfach, die gehen in die Klinik und kriegen dann einen Haufen Zeugs vorgelegt und lesen es eben einfach nicht. Was ich nur sagen wollte, dass eine Hausgeburt, glaube ich, 350 Euro oder so der Hebamme bringt und eine Klinikgeburt ist Doppelte. Ja, Hausgeburt ist natürlich. Eine Vorsorge, eine Nachsorge. Ich glaube, die kriegen für eine Vorsorge oder für eine Nachsorge 8 Euro irgendwas. Und die sind manchmal 3 Stunden bei einer Frau. Wenn eine Frau, keine Ahnung, Milchstau oder das erste Kind und unsicher. Die Hebammen sind da, die hören zu, die machen Hutzi-Dutzi, ne? Mit der Frau, ja, genau. Mit der Frau und mit dem Kind. Also ich habe im engeren Freundeskreis halt eine Hebamme, die auch dann irgendwann aufgehört hat. Das war leidenschaftliche Hebamme und die hat gesagt, ich kann das einfach nicht mehr, diese Verantwortung und diesen riesen Druck, dieses Geld immer wieder aufbringen zu müssen, ich höre jetzt auf, und das finde ich so schade. Und hier reden wir von was wirklich jetzt passiert, also ich meine, Michi ist da, es betrifft Chemnitzer Frauen, aber es geht in ganz Deutschland so, in Chemnitz habe ich sowieso das Gefühl, war es immer irgendwie noch besser als in anderen Städten, wir hatten ja auch haben immer noch ein Geburtshaus hier. Wir haben noch ein Geburtshaus, ja. Aber die sind auch bedroht dann. Natürlich. Ja. Der Geburtstag ist eh schon ein Kompromiss, da machst du es eh schon nicht zu Hause, sondern weil du dich vielleicht sicherer fühlst, also dort ist dann vielleicht noch besseres Ambiente, also musst du auch zu Hause erstmal die Voraussetzungen haben. Schon, auch, also Geburtstag ist super, so. Ist okay. Musst du auch mal gucken, ob du zu Hause überhaupt die Möglichkeit hast. Ich meine, es wird dann auch, bei der Geburt, es wird auch laut, es wird auch irdisch, ich meine, das willst du jetzt vielleicht gar nicht in deiner Nachbarschaft, willst du das vielleicht gar nicht machen. Denkst du, also, es wird laut? Also ich habe dreimal immer nur gemacht, dann waren die Kinder da. Ich war bei, also, ja, bei mir, beide meine Kinder sind bei mir zu Hause geboren, also beide Heimgeburten. Ich war bei beiden natürlich am Start und hey, boah, das ist aber dann echt Full Power, so. Da ist Action, also da geht's wirklich. Willst du nicht tauschen mit der Frau, ne? Nee, nicht tauschen. aber gleichzeitig muss ich wirklich sagen, also bei der Geburt, ich habe das auch bewundert, weil da passieren dann, und das glaube ich passiert zu Hause noch besser, ey, da kommt wirklich eine Kraft aus, die da in der Frau drin steckt, das kannst du dir nicht vorstellen. Also eine Frau, die hat so viel Power. Und du spürst auch feinstofflich so, ey, hier ist jetzt ganz, ganz viel am Start, weißt du? Das ist nicht nur eine Frau, sondern da sind, was weiß ich, 1000 Generationen Frauen, ja, die da dahinter stehen und diese Kraft dir geben. Und für jede Frau ist es das erste Mal, du gebirst. Und Frank, ich kann mir schon vorstellen, ich habe mal ein kleines Idee ungefähr, wie das sein kann. Letzte Woche habe ich mal ein bisschen Verstopfung gehabt, ne? Und ich habe mal hier auch Alex gemerkt auf Toilette, Alter, ich habe mal richtig unmännliche Kräfte gekriegt und ich habe mal aus Versehen mal die Toilettenrolle von der Wand runtergerissen. Ich musste die neu jetzt pressen. Yeah. Oh man. I mean, it's, you know, so I can just imagine, wie das ist bei einer Frau. Das ist ein guter Vergleich, ja. Das ist ein guter Vergleich, sagt die Michi. Mal 100 vielleicht. Also, you know, es tut mir leid, ne? Ich wollte, you know. Nee, aber es ist wirklich, ganz ehrlich, das ist einer der erstaunlichsten Momente. Die Geburt und der Tod sind wahrscheinlich die größten. Wie soll man es nennen? Also ich sehe das jetzt nicht so aus so einem Kirchenhintergrund, aber es sind die größten heiligen Momente, die es gibt im Leben. Also, wie nennt man sowas ein irgendwas, was sakral ist oder sowas, ja? Und genau diese Dinge, die werden den Menschen weggenommen, so. Ich meine, Geburt und Tod, beides ist dann auf einmal in einem Krankenhaus. Tod findet in der Klinik statt, genau. Das ist genau das Gleiche. Aber warum muss der Tod in einem Klinikum stattfinden, ja? Ich meine, gut, wenn jetzt wirklich Unfall oder so, du ringst mit dem Tod, ja klar, hilft man. Und natürlich passiert das auch manchmal, dann klappt's nicht. Aber, wenn,
viel zu viele Leute werden ja auch abgeschoben zum Sterben. Also auch das Sterben ist was nicht mehr zu Hause stattfindet, auch nicht mehr in der Familie stattfindet, was vielleicht auch viele Leute gar nicht mehr wollen. Also das ist vielleicht dann auch eklig und ja, weißt, Geburt auch. Ja, das ist ja hier nicht immer nur schön. Also ich meine, da geht's wirklich ab so, ja. Ja. Da musst du auch dein Mann stehen, wenn du dort mithelfst. Also das ist aber das sind so Dinge, die immer mehr abgegeben werden, immer mehr verschwinden und zum Teil ja, dass sogar mit Zwang gemacht wird, wie eben bei diesem Hebammen-Thema. Da wird ein ganzer Berufsstand steht auf dem Spiel. Und naja. Ja, wir haben sowas in Amerika nicht. Hebamme. Ja, natürlich. Jetzt mittlerweile, genauso wie diese Properze-Bleaching, was die machen und alles drum und dran, du kannst mal solche Leute anheuern. Was lacht ihr? I'm telling you, in California, die haben mal Läden, wo du Bleaching. Du meinst jetzt Waxing oder Bleaching? Bleaching, wo du deine Properze heller machen kannst. Ja. Ja. Da gibt's, nein, du lachst. Ich dachte, ihr seid Frauen, ne? Also gibt's für Botox. Für wen jetzt speziell wird das dann getan? Für jede, der das haben will. Nee, ich meine, für wen bleicht man? Die Properze? Also für welches Event? Ich kann das nicht beantworten, Carla. Ich kann das nicht beantworten, aber wir haben tatsächlich mal Kliniks, wo du mal hingehen kannst und du kannst mal deine Properze bleachen, sodass der heller ist. Manche haben Zähne vielleicht, deshalb dann. Oh mein Gott, was alles in Amerika möglich ist. It's the land of opportunities. Don't you see what I'm talking? Und wir bringen das alles nach Deutschland. Also ich sag mal, das wird jeden nach Deutschland Tag was dazu. Das wird nach Deutschland kommen, man. Wenn dieser Freihandelsabkommen mal durchgeht, Alter, wir kriegen nicht nur GMOs, wir kriegen nicht nur GMOs, aber wir kriegen auch weiße Pose. Aber dann. Aber Frankie, I'm telling you, man. Du kannst mir das mal im Internet abgeben. In Google mal nachschauen. Ja. I'm telling you, that's what. Ja. Ich wollte nur noch anmerken, weil du gesagt hast, in Amerika gibt es keine Hebammen. Und das stimmt, das ist tatsächlich so. Also den Berufsstand gibt es doch nicht so. Dieses Phänomen der Heimgeburt, ja, das kam in den 60ern wieder auf. Also das wieder auch wie so viele andere Dinge. Also Leute haben das wieder in ihre eigenen Hände genommen. Ja. So. Und die Ersten, die wirklich so mit die Heimgeburten auch gemacht haben, die auch gesagt haben, okay, wir nehmen unser Leben in die eigenen Hände, das betrifft jetzt auch das Entbinden, das waren so Hippie-Kommunen, ne? Ja, klar. Ja, in klar. Den 60ern und 70ern und die meisten waren da auch eben in Amerika, also Leute, die wirklich dann zusammen gelebt haben und dort haben die dann das erste Mal wieder so Erfahrungen gemacht und die haben einfach auch diesen Mut oder dieses Gottvertrauen gehabt und gesagt, wir entbinden hier und die Frauen waren halt zusammen und dann es ist auch ein natürliches Ding. Du musst mal verstehen, wie das funktioniert in Amerika. Jetzt hast du mal so eine Art Hebamme, aber das ist eine Big Business, weil du hast mal alle diese Babyboomers in Amerika und wir sind so öko und wir fahren Volvos, weil das gut für die Umwelt ist und alles drum und dran. Verstehst du? Und was machen die? Die heuern solche Leute an. Für 3.000, du kannst mal, was weiß ich, dein Kind mal in eine fucking Elvis-Room oder sowas oder in eine Janis Joplin-Room mittlerweile mal reinbringen. Und das kostet ein paar tausend Euro. Und das ist ein richtiger Big Business, man, für die Leute, die das leisten können. Na, aber das ist eher so wie nach Las Vegas fahren. Verstehst du, was ich meine? Es gibt auch bei den Amis mittlerweile Hausgeburten. Jetzt. Also gerade bei den aufgeräumten Prominenten hörst du das jetzt so, du liest es wieder oft. Die einfach zu Hause Hebamme kommen lassen Hause ihr Kind kriegen. Lass uns mal ehrlich sein, das ist denn schon wieder, wir sind so öko und sowas. Das ist anders als hier in Deutschland. Das ist nicht genau das Gleiche. Ja, ich würde es nicht sagen, dass sie alle doof sind. Da gibt es auch aufgeräumte Leute. Es gibt auch natürlich. Leute, die sagen, ich will das natürlich und ich will das einfach zu Hause. Und das ist bei uns, also keine Ahnung, wenn die aus einem anderen Land kommen und dann bei euch leben. Ja, aber das ist tatsächlich anders hier. I mean, I'm telling you as an American, ich wohne hier 28 Jahre und weißt du was? Ich sehe, was hier in Europa alles möglich ist. Von Krankenversicherung bis zu... das, was ich in Einkaufszentrum kaufe, zu essen. Teilweise in Amerika, das ist, I mean, I see that. Ich bin da letztes Jahr gewesen für meine 35-jährige Band-Reunion und auch für meine 35-jährige Klassentreffen. Und ich habe das gesehen und das hat mir geschockt. Alle meine Freunde, alle meine Schulfreunde, Triple Bypass, Diabetes krank, übergewichtig und. Und ich frage mich,
Look, I'm 54 years old und ich habe noch dieselbe Größe an meine Jeans, als ich mal in Highschool damals getragen habe. You know what I mean? Cool. Und da muss irgendwas dahinter sein. Da muss irgendwas dahinter sein. So, deswegen sage ich mal, ist das Deutschland mal in diesem Bezug großes Respekt. Und deswegen sage ich mal mit diesem TTIP, wenn das passiert, man, ich habe mal Angst, was hier abgeht. I mean, mittlerweile mit dieser ganzen McDonald's-Fresser, ja, also obese Leute haben wir mittlerweile in Deutschland. Das ist schon erschreckend. Und wo kommt das her? Na? Vorher war das nicht so. Oder? Nee. Also, wo kommt das her? Ja, American Products. Ja, wir erleben halt eine kulturelle Gleichschaltung überall auf der Welt. Also wo dann die Leute halt im Idealfall überall auf der Welt das gleiche essen, den gleichen Lebensstil haben, am besten die gleiche Fernsehsendung sehen, die gleichen Filme, die gleiche Musik hören, die gleichen Idole haben. Überall auf der Welt, egal welche Kultur. Also und ich meine, Alex, wir sind auch alte Weltreisende, da haben wir auch noch nicht gesprochen, ob ihr auch viele Reisen macht und so sagen. Aber als Reisender sehe ich gern die Vielfalt der Menschen, die Vielfalt der Welt. Und jeder ist was Besonderes so. Ist. Carla hat gesagt in dem Music Break, dass sie gerne nach Gomera. Gomera ist eine Insel von Spanien und die ist La Gomera. La Gomera. Ja, und die ist eigentlich sehr, sehr naturbelastend. Ne? Da ist sehr viel Wälder und so weiter und so fort. Weil ich Konstantin, hab Freunde. Du bist sofort entschleunigt. Ab Minute 1 fährt es alles aufs Vierteltempo und. Das heißt, dass Las Palmas oder sowas oder Gran Canaria. Ja, du kommst auf Teneriffa an, das ist ja ein bisschen spannend, ne? Weil so die ganzen abgekippten Touris. Aber das ist komplett. Und dann steigst du in die Fähre und dann kommst du auf Gomera an und dort ist halt wirklich, ich sage mal, heile Welt und komplette Entspannung und da rennt keiner mit irgendwelchen Goldlatschen rum oder Fingernägel und Pampe im Gesicht, sondern da. Ja, so ein bisschen die Hippies halt. Und das Frank hat das mal in Indien erlebt. Ich habe das mal überwiegend in Asien, so in Thailand, Laos und Kambodscha und sowas, war Vietnam. Und also da bist du auch mal gleich, weil das, warum ich Asien sowieso gerne liebe, ist, weil die erste, was ich mache, ist, dass 2 Tage gehe ich mal in Tempo erstmal zu abschalten, sobald dass ich mal meine Ziel. Ja, einfach mal die Ruhe. Und das tut sehr, sehr gut. Ne? Auf jeden Fall, ich wollte nicht mal mit diesem Poperte Bleaching mal ablenken von Hebammen, aber ja. Nee, Alex, komm ab und mal reingrätschen, das macht die Show ja aus. Also. Aber hier, das Thema Hebammen, mir ist echt wichtig so und dass es zur Sprache kommt, weil es eben nicht nur ein Frauenthema ist, sondern auch ein Männerthema. Und tatsächlich, ich meine, wir reden über La Gomera und so. In Zukunft musst du dann vielleicht das Land verlassen, wenn du dein Kind entbinden willst, auf die Art, wie es du möchtest. Du musst halt da eingehen, wo das geht. Musst du dann zum Entbinden dann zum Beispiel nach La Gomera gehen oder sowas? Keine Ahnung. Oder ich meine, es ist doch ganz absurd. Alleine zu Hause. Ich weiß nicht. Oder holst du eine Freundin dazu oder eine Hebamme, die so tough ist, die sagt, ich mach das jetzt und du, keine Ahnung, du unterschreibst irgendwas, wird wahrscheinlich nicht greifen, ne? Weiß ich nicht, wie es gehen soll. Ja, Schwarzgeburt. Entweder das oder du wartest auf dem letzten. Illegale Schwarzgeburt, genau. Dann darfst du dann nicht so laut kreischen als Frau, weil das darf dann ja keiner mitkriegen. So, weil dann ist Schwarzgeburt. So, dann fällt ja, ich wollte sagen, entweder das oder du wartest mal auf die letzte Minute und dann niest du ganz gewaltig. Und raus ist der kleine Sucker. Ja, kennst du The Life of Brian? Kennst du The Life of Brian, wo sie steht da und sie wischt mal die Teller und plötzlich das Kind fällt und sie sagt mal zu ihrer Tochter, hier, kannst du mal das Ding holen, bitte? Aber überleg mal, ich meine, wenn du nicht mehr hier geboren werden darfst, dann bringst du bei den zukünftigen Kindern deren ganzen Lebensplan durcheinander. So Astrologie und so, also Horoskope sind auch gekoppelt an den Ort, wo du geboren bist. Schmeißt alles durcheinander. Weißt du, es gibt dann, das Kind ist dann auf La Gomera geboren, das ist dann auf einmal ein atlantisches Kind und gar nicht mehr hier so auf dieser Scholle hier geboren. Der geplante Kaiserschnitt macht da jetzt schon im Prinzip so einen Kaiser. Das kommt dazu, genau. Kaiserschnitt ist genau das Gleiche. Das geht nach Termin. Ja, da geht es nicht mehr darum, wann der natürliche Zeitpunkt ist, von wem auch immer der dann kommt, ob das die Frau ist oder das Kind, irgendwie eine Einheit von beiden. Nee, da richtet man sich nach dem Terminkalender vom Doktor. Und dann wunderst du dich, warum du so einen kleinen Teufelsbraten hast. Und sag, Mensch, seine Fische müsste doch eigentlich ein tolles Move sein. Haha, hätte Löwe werden sollen oder so. Ich habe mal letztens einen Bericht in die Zeitung gelesen, dass eine 103-jährige Frau schwanger gewesen war. Und durch ihr vorgeschrittener Alter hat sie mal so ein älterer Mensch mal geboren. Was? Durch die Das Kind war schon 30, als er auf die Welt gekommen ist. Genau. Ja, genau. sorry, Carla. By the way, weil du sagst ganz alt.
Hier kurz eine News, die so zwischen reinschmeißt, so vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Morgen hat die älteste Frau, der älteste Mensch auf der Welt, hat morgen Geburtstag. Und ich glaube, wir können jetzt schon sagen, weil man darf ja nicht vorher gratulieren, aber wir haben ja 22:49 und Misao Okawa lebt auf Japan. Okay, und, ja. Dort genau. Ist jetzt schon morgen. Ja, genau. Und ist jetzt schon morgen. Deswegen können wir gratulieren. Misao Okawa wird heute 117 Jahre alt. Wow! 117. Und die meisten ältesten Menschen, die meisten über 100-Jährigen leben auf Japan. Warum ist das? Was glaubt ihr? Ernährung, ja. Sushi. Echt? Boah, Fisch. Keine Ahnung, ja. Ich denke Ernährung und Lebensweise. Aber wird sich das jetzt ändern hier? Stichwort Fukushima. Ja, ich meine, da hört man auch relativ wenig, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann letztens weiß keiner, vor allem diese wie groß Wasser, der Stress für uns ist in Zukunft, oder? Nicht Japan, ey, wow. Diese gestrahlte Abwasser, was man jetzt alles in die Meer aus... Das macht den rohen Fisch ja auch nicht besser dann. Also das, da hilft keine Omega-3 mehr, man. Nee. Also leider ist die Omega-3 eine Portion, wie messen die Amerikaner das? Wie heißt das? Radiation-Strahlung oder Radiationsstrahlungen wird in Sun-Meters oder sowas mal in Amerika gemessen. Das hört sich mal ganz toll an, ne? Oh, hey, ich bin mal mit Sonnenmetern gestrahlt. Sonne ist immer gut, ja. Ja, aber das ist crazy. Aber hörst auch nichts mehr drüber, ne? Definitiv über nicht. Über die Folgen und die Qualitäten und so. Nee. Wird auch schön totgeschwiegen. Ja, ab und an gibt es mal kritische Portale, die das Thema auch wieder aufgreifen und das klingt, sind dann keine guten Nachrichten. Aber das Ding ist ja, wir haben, glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen, letztens wissen wir es ja nicht, oder? Ich meine, wir wissen nicht wirklich, wie unser Körper mit radioaktiver Strahlung auf Dauer umgeht. Ich meine, ich kann mich erinnern, es gab auch also ich bin ja, in den 80ern war ich Teenie und in Westdeutschland und da war ein großes Thema so, Anti-Atomkraftbewegung war damals richtig stark, so ja. Ende 70er, Anfang 80er. Ja. Weißt du? Ja, ja. Und da gab es auch schon Leute, die gesagt haben, boah, hey, das Atomzeug, das ist so dermaßen schrecklich und da werden zukünftig, die nächste Generation wird dann schon unfruchtbar sein und Zeug. Aber ich meine, das war in den 80ern, jetzt ist 2015 und naja, also ganz so schlimm wie prophezeit war es dann doch nicht. Also wir sind ja immer noch alle am Start. Letztens wissen wir es nicht genau, ja. Well, Frank, medizinisch betrachtet, diese Chemotherapie tatsächlich, die haben das mal nachgeforscht, wenn eine Krebspatient per Chemotherapie, wie sagt man, bestrahlt wird ich weiß die deutschen Worte nicht, aber, wie bitte? Ja, behandelt wird, dankeschön. Wenn jemand Chemotherapie behandelt wird, eigentlich, macht das mal das Krebs noch aggressiver, ne? Und jetzt mittlerweile, okay, in Amerika, sage ich mal, in Colorado, die haben mal das jetzt mittlerweile 15 Bundesstädte, die diese Cannabis-Extract benutzen, dass das tatsächlich mal funktioniert, ne? Weil die haben das mal sogar als Ebola, für AIDS und so weiter und so fort. Und ich frage mich auch in diesem Bezug, warum eine Land so wie Deutschland, die für diese Hämopathie, weil das ist nichts irgendwas, wo man high wird, ne? Aber warum stattdessen, dass die mal die Pharmaindustrie mal unterstützen, dass die sie in der Natur nicht benutzen? Carla? Nicht so viel Geld rein. Das ist wieder nur eine Geldfrage, natürlich. Colorado hat in die erste halbes Jahr 19,8 Millionen Euro umgesetzt, beziehungsweise Dollar, sorry, 19,8 Millionen Dollar umgesetzt in die ersten 6 Monate. Die haben... Haha, das ist, was Monsanto wahrscheinlich an einem Nachmittag macht, ja. Das ist der Unterschied, ja. Ja, Business, talking about Business. Das meinst du, was so eine Chemotherapie kostet? Wir haben doch schon mal drüber gesprochen hier. Ja, ja. Ja, da ist eine so eine Therapie, da bist du dann in Gesamtkosten, es geht ja über Monate und so, ja, und so mehrere, solange bist du dann wirklich Therapie vollendet, Patient tot, da bist du bei über 100.000 Euro. Ja, so da bist einer, du mal bei der Pharmaindustrie so wieder. Und die Kasse stützt das sind ja nur unglaubliche Summen, die da zusammenkommen, ne? Die Kasse stützt zum Beispiel nicht die ganzheitlichen Behandlungen. Also wenn du parallel zu deiner Chemotherapie eine ganzheitliche Behandlung machen willst, dann musst du ein Benefizkonzert veranstalten. Ach, das zahlt die Kasse nicht. Nee.
Ja, das ist, ich meine, das ist wahr auch. Ich sage ganz einfach meine Geschichten. Ich bin mal nach Thailand geflogen. Ich mag sehr gern Thailand. Und witzigerweise war viele von den deutschen Zahnärzten haben früher, bevor die das mal angefangen haben, hier zu produzieren, die haben mal ihre Porzellanersetzung für die Zähne aus Bangkok bekommen. Ich habe mal 11 Zähne mein Amalgam rausnehmen lassen und das alles mit Porzellan machen lassen. Warte mal, da komme ich dazu noch. Na, der hat, ich habe mal Fußball gekriegt, eine Fuß gekriegt in den Mund. So, ein von meinen Zähne waren gebrochen und eine Bleaching dazu für 350 Euro. In Thailand. In Thailand. Ja. Und dann habe ich mal zu meiner, dann bin ich mal zu meiner Krankenkasse AOK gegangen und ich habe gesagt, hey, guck mal, was ich für euch gespart hat. Ihr bestellt sowieso euer Porzellan, Prothesen und alles drum und dran, alles aus Bangkok. Ja, wo ist das Problem? Nee, das können wir nicht bezahlen. Ich hatte so viel Geld für den gespart. Aber das. Ich hab gedacht, du hättest ja die Differenz auszahlen lassen von deiner Kasse. Das wäre doch klug gewesen. Ja, das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich cool gewesen. Brauchst du noch einen Zahnarzt, der noch mitspielt hier, einer in Deutschland, der dann auch noch ein paar Prozent kriegt. Ja, aber Frank, da musst du mal das vorstellen. Hier bist du mal, du versuchst mal deine Kasse mal ein bisschen Geld zu sparen und so weiter. Und die unterstützen dir dabei nicht, weil das der bessere Behandlung ist. Oder nicht bessere Behandlung, aber das ist alles mal Money. Aber das zeigt doch, was ist denn das für eine verrückte Welt, in der wir leben? Unsere Kinder müssen wir irgendwie in La Gomera gebären und dann zum Zahnarzt in der Thailand. Dann, why? Ja, genau. Mal, das ist das Land, das ist auch unser Land, oder? Ich meine, wir sind hier geboren. Und wir haben doch hier auch ein Naturrecht. Das ist das Land von, was Generationen vor uns haben, die das schon gemacht. Das ist doch unseres. Wieso? Das ist doch bizarr, so, ja? Ja, absolut. Also aber als moderner Mensch musst du dir da deine Nischen gucken, so, ja? Und ich meine, es reicht ja schon, musst du ja vielleicht nicht gleich nach Thailand zum Zahnarzt. Reicht schon, wenn du rüber nach Böhmen fährst, ja? Ja. Wo du schon die Hälfte halt nur zahlst, so, genau. Beim Zahnarzt, ja? Ja, 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 well. Ja, was soll ich mal dazu sagen, Frank? I mean. Aber hier, Carla, weil du erzählt hast hier, dass ja dann so alternative Therapien ja dann auch gar nicht behandelt werden, ja? Bezahlt werden von der Krankenkasse, also alternative Therapien. Ja, nicht nur, dass sie nicht bezahlt werden, wenn du Pech hast, kannst du ja auch Probleme bekommen mit dem Gesetz, ja? Da gibt's doch diesen einen Fall auch von einem. Von einem ohne Ende und sagst, du wirst davon gesund. Kann sich abwickeln, ne? Hey, warte mal, die haben dieses Gesetz mal mittlerweile in Bundestag sitzen, ne? wegen medizinischer Cannabis. Es gibt medizinisch indizierten Cannabis, den darfst du zu dir nehmen, aber du musst nachweisen, dass du halt schwer krank bist oder Schmerzpatient bist oder so. Ja. Kann ja nicht, könnte Ohren gehen, mir tut alles weh. Hey, hier tut's weh und da tut's weh. Und das Herz. You know something? Das Herz. You know something, Carla? Ich bin gerade auf eine Idee gekommen. Ich komme zu dir ins Studio und ich mach mal so ein von diesen kein Krieg in meinen Namen, ne? Und ich schreibe mal auf dem Zettel, if everybody smoked the joint, keiner wird Bock auf Krieg haben, ey. Das ist eine gute Idee, aber du müsstest halt deine Zwillingsschwester schicken. Weil der bei mir die Frauen halt. Oder? Also, okay. Oder wir einen guten Stylisten den Bart kurz ab und. Well, wait a second. Aber du kannst noch ein Selfie machen, ja. Ich habe mal eine Perücke. Selfie, ja. Ja. Können wir doch machen, ja. Das ist eine gute Idee. I'm gonna make a selfie and I'm gonna. Ich hab genau das richtige Foto. Wir haben mal eine Joint gedreht mit einem halben Kilo. Der ist ungefähr make so joint, groß. Joint, not war. Ja, genau. Smoke joint, no war. Aber keiner hat Bock denn. Na, no, I mean, ich bin ein großer Fan von Amsterdam, ne? Und ich muss mal sagen, ich bin dort mal, was weiß ich, so lange, wie ich in Deutschland wohne, 28 Jahre, 29 Jahre bin ich dort gereist und da gab's noch nicht mal ein Fetzen in irgendwann von diesen Smoke Shops. Es war keiner hat Bock mal. Everybody's just too stoned to kick each other's ass. Und das ist, also für mich ist das eine friedliche Lösung für den Krieg. Ja, für uns mit einem Flugzeug, stop propaganda settlement, drop joints and let everybody smoke. Sind wir alle dabei. Oh, Jesus, Frank, man. Ja, I'll tell you. Aber genau die Dinge werden ja kriminalisiert, wie absurd. Ja, ja. Wie absurd. Sure. Ja, Carla, you know, eine andere Sache. Also, wir haben, du hast gesagt, dass du hast Zeit nur bis 22 Uhr. Wir sind weit über 22 Uhr, aber es scheint mal dir Spaß zu machen, hier mit zwei Chaoten zu sitzen. Und, also, you know, bitte, wenn du sagst, hey, ich habe einen Termin, you know. Ja, wir müssen noch. Okay. Wir haben noch zu trinken. Ja, okay, alles klar. Dann erzähl doch wenigstens noch den Leuten,
Wie kann man dich unterstützen? Also ich meine, was gibt es für Möglichkeiten oder was gibst du den Leuten mit, die sich jetzt vielleicht inspiriert fühlen auch von so einer Idee, was du gemacht hast? So? Also schaut einfach immer wieder auf die Seite, Kein Krieg in meinem Namen. Dort wird regelmäßig gepostet, wann die nächsten Shoots sind, wann die nächsten Montage sind und wir weiter fotografieren, weil ich mache das auf jeden Fall jetzt so lange weiter, bis ich 1000 Frauen fotografiert habe, immer in der Hoffnung, dass andere Fotografen das aufnehmen oder dass sich irgendwie winzig kleines bisschen was bewegt. Also vorher höre ich nicht auf. Tja, und für die Leute in Niedersachsen, ne, Carla hat auch mal eine Kollege dort, der das selber Aktion macht, in der Nähe von Braunschweig. Und natürlich für unsere Hörer in Niedersachsen, ne, ihr wisst Bescheid, was ihr mal zu tun habt, hey? Oder ihr startet selber so eine Aktion. Ja, genau. Ne? Ich meine, die Möglichkeiten sind so viele, die wir machen können. Ich meine, guck, wir reden in dieser Sendung so oft auch echt über düstere Themen und so. Aber und dann kommt er ja immer, stellt sich ja dann immer die Frage, ja, was können wir denn noch machen? So, weißt du? Ich meine, TTIP, du hast vorhin gesagt, ja, unsere Regierung sagt, das kommt dieses Jahr, egal was ihr sagt. Es interessiert nicht mehr. Also was können wir machen? Wir fühlen uns immer so hilflos. Und das ist eigentlich mit das schlimmste Gefühl heutzutage, diese Hilflosigkeit. Ja. Was können wir machen? Well, hier sind Leute, die machen was. Ja. Tja. Und das soll für uns alle so eine Inspiration sein, auch was zu machen. Wir müssen nicht die großartigen Dinge tun, ja, aber viele Dinge entwickeln sich selber. Ich meine, das ist auch, ihr habt euch auch nicht das gleich gedacht, dass das so lang wird, oder? Ich meine, einfach mal, du hattest die Idee, Michi, lass mal Bilder machen und so und dann, ja, zack, plötzlich ist man auf einmal in so einer richtigen Bewegung schon fast drin oder sowas. Ja, das hat sich floriert, richtig gut. Also lasst euch da inspirieren, jeder kann was machen, so absolutely. In der Richtung. Ja. Absolut. Denn Fakt ist, wir müssen was machen. Und ich mag dieses Wort muss nicht, aber ey, der Druck ist schon groß. So. Also ich finde es auf jeden Fall besser, was zu machen, so, als halt immer nur zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, genau. Das ist scheiße. Das liegt an uns halt, die Scheiße auszuräumen. Ja, absolut. So ist es. Wir müssen echt wieder die Verantwortung übernehmen. Angefangen bei uns selber, die Verantwortung für unser Leben, aber dann auch die Verantwortung für unsere Familien, für unsere Communities, für unsere Städte und Dörfer, wo wir leben, für unser Land, für diese Erde. Absolut. Ja? Denn also die Kontrolle wird, das Netz wird immer enger, also diese Dinge werden einem weggenommen. Wir haben einige Themen angesprochen heute, wir haben über das Impfen gesprochen, wir haben über die Hebammen gesprochen, wir sprechen über Kriegspolitik, über Propaganda in den Medien. Hey Leute, ihr seht, wenn wir das nicht selber machen, die düsteren Kräfte, die Leute, die so auf dem Machtfilm sind, die machen, versteht ihr? Die machen. Und wenn wir es denen einfach die machen lassen, dann da werden wir uns... ziemlich naja, bald in einer blöden Situation finden und dann weiß ich nicht mehr, ob wir so machen können. Man muss einfach den Mut haben und nicht da sitzen und alles hinnehmen. Wir sind so faul geworden. Das ist das Ding, Carla. Wir sind so fucking faul und so, ach, ich bin zufrieden mit das, was ich habe. You know, so, couch potatoes. No wonder everybody's so fucking fat. You know what I mean? I mean, because they're not doing anything anymore. Aber das geht darum, ist, dass mal etwas zu ändern, musst du mal anfangen, mal erstmal, so wie Frank gesagt hat, mit dich selber. Und dann, du sollst dich nicht schämen dafür, dass du sagst, okay, hey man, lieber Frieden für mich. Hm. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, dass irgendwelche fucking Hypocrites oder irgendwelche andere, so diese Dark Forces, like you were talking about, Frank, da kommt dir mal und klappt dir auf dem Kopf oder sowas. Naja, man muss mal denen zeigen, dass man ist stärker, dass Menschlichkeit ist stärker als die Scheiße, was die bauen. Oder? Ja. Haben das doch schon mal, eigentlich haben wir es doch schon mal gemacht, ne? 89? Haben wir es schon mal gekonnt. Alle sind miteinander auf die Straße gegangen und... Leipzig war das, ne? Überall. Ja, okay. In vielen Städten. Leipzig war so der Kern der Bewegung, aber auch Chemnitz. Auch dann ganz wichtig, ich glaube am Tag vor dem Mauerfall waren in Berlin fast 1 Million Menschen oder sowas. Also es waren eigentlich in allen Städten in Deutschland. In so, es funktioniert. Ja. Es war tatsächlich das Volk. Es und funktioniert. Ist, ja, großartig. Ich stimme dir voll zu, Karl. Also wir sprechen immer wieder drüber auch diesen Spirit so von 89, wo das Volk zusammen gewesen ist, wo das Volk sich einig war. Das hat eine unglaubliche Kraft. Und ich meine, okay, man könnte natürlich auch drüber sprechen, was ist auch hinter den Kulissen gelaufen, 89. Ja, da haben wir auch in den großen Ränke-Spielen ging es auch ab. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, über die paneuropäische Bewegung und diese Sachen, die Habsburger. Aber egal, was die Menschen gemacht haben, für die Menschen haben ihre eigene Angst überwunden und sind auf die Straße gegangen. Die haben den Mut gezeigt und da standen die Schützenpanzer in den Seitenstraßen. Ne? Und das haben die Leute auf jeden Fall bewiesen. Sie haben sich Mut gemacht, sind zusammengegangen. Und ey, das ist so eine große Kraft auch. Da entsteht dann so viel. Ja, da ist alles möglich. Ja? Und wir müssen das nicht einfach so zulassen, wie das sich heute entwickelt. Also diese Kraft haben wir. Die sind uns Menschen gegeben. Das ist
Natur. Ja? Ja. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr extra verdienen. Auch weil du gesagt hast, Alex, wir müssen wieder mehr arbeiten und viel machen. Ich glaube, letzten Endes gar nicht mal. So, also wir könnten hier auf der Erde ziemlich entspannt leben. Also wir haben doch auch schon hier mal drüber gesprochen, über das Thema freie Energie, was da schon möglich ist, auch an was vielleicht an Technologie auch schon hier ist, also was schon funktioniert. Ja? Wir haben darüber auch schon gesprochen, über Power Growing, Terra Preta, also Landwirtschaft, die einfach mit einer ganz anderen Herangehensweise funktioniert, also ohne hart mit Schweiß den Acker bearbeiten und du musst von morgens bis abends wie so ein Sklave malochen, damit du im Winter irgendwie was zu essen hast. Die Zeit haben wir eigentlich hinter uns. Also ich meine, ich sehe in der Zukunft keinen Rückschritt in irgendwie wie dunklere Zeiten, sondern wir können ein ziemlich entspanntes Leben auch haben, wo wir dann eben viel Zeit haben für uns selbst, für das, was uns wichtig ist. Ja? Wir müssen nicht mehr wie früher echt im Schweiß unseres Angesichts das machen, sondern wir können relativ schnell umschalten und da wäre ein völlig anderer Lifestyle möglich für uns alle. Oh, absolutely. Vieles von dem, was heute so viel Geld kostet, brauchen wir nicht. Ey, ich traue mich gar nicht sagen, ich bin selbstständig, als DJ, Freiberufler sozusagen. Was ich allein jeden Monat an Krankenversicherung bezahlen muss. Der Wahnsinn! Weißt du, wie viel, wenn ich das vergleiche, wir haben es doch schon gesagt, die Verhältnisse auch, wie viel gebe ich was du nutzt, vor allem. Wie viel gebe ich im Monat aus für Lebensmittel, wo das Wort schon sagt, das, was dich am Leben erhält, weißt du, also wirklich Lebensmittel, das ist was Gutes. Wie viel gebe ich Geld aus für Lebensmittel und wie viel gebe ich für eine Krankenversicherung aus? Und ey, jeden Monatsende, ich mache das immer. Falls dir mal was passieren Wahnsinn, könnte. So. Ja. Und du darfst es nicht aufrechnen über die letzten 15 Jahre, dann wird es dir ganz schlecht. Tja. Hartes Thema. Tja. Also, ich bin erste Mal mein Leben, seit dass ich in Deutschland wohne, bin ich erste Mal im Krankenhaus gelandet, war letztes Jahr, weißt du noch, Frank? Mhm. Warum? Weil ich mal ein Mann bin und nur ein halbes Hirn habe, habe ich mal Cowboy Boots bei minus 25 Grad getragen, weil ich wollte cool aussehen bei einem Auftritt, die in einer Paintball-Halle war. Und 10 Tage später war ich im Krankenhaus mit Beckenentzündung und alles Mögliche. Und das Witzige dabei ist, dass da kam alles, wo ich dachte so, holy shit. Ne? Hey, Katheter, die ganze Geschichte, man, I'm telling you, man. Ich hab mal alles gekriegt auf einmal. Und das war eine, wie sagt man? Erfahrung. Eine Lehre. Na, nächstes Mal, Winterzeit, keine Cowboy-Stiefel. Ja, genau. So ist in der Art. Aber das ist 30 Jahre. Ich habe meine Krankenkasse bezahlt und das ist das erste Mal, dass ich das mal in Anspruch genommen habe. Das ist das Krasse, oder? Oh man, I'll tell you, Frank. Für dich mal als Selbstständiger, das ist natürlich mal eine rough thing, man. Vor allem, weil du 2 Kinder auch hast. Ja. Naja, wir sind 4 Personen. Also und ich sage, was wir als Familie dafür aufbringen, das ist einfach Irrsinn. Also es ist wirklich Irrsinn. Wir wissen, dass Irrsinn ist und trotzdem, also das ist so ein Ding, wo ich noch gefangen bin. Also ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. So, ohne jetzt wirklich in richtig Widerstand zu gehen, dann kriegst du dann Androhungen und dann Anwalt und bla. Und das ist nicht so mein Ding. Also ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich hier in Deutschland lebe. Ja? Das ist wieder so ein Ding. Aber sollen wir denn dann fliehen aus unserem Land? Ja? Weißt du, ich war lange unterwegs und für mich war der Punkt, ich bin ja schon ausgestiegen aus Deutschland. Ja? Aber ich kam dann irgendwann kam für mich so echt innerlich, okay. Du hast jetzt richtig viel auch gelernt und so, aber echt auch wieder der Drang, auch wieder zurückzugehen. Ja. Dieses Verstehen auch, also in so einem größeren Sinne, fühle ich mich verbunden einfach mit meinem Volk. Ich weiß, Volk ist heute so ein Begriff, der dann schon so negativ gesehen wird, so aber vermeintlich rechts, aber es ist nun mal der Begriff. Also ich könnte auch sagen Stamm. Mit deiner Heimat. Ja, mit meiner Heimat, ganz genau. Und in gewisser Hinsicht war das für mich auch ein Privileg. Also ich durfte das erleben, aber dann, ey, komm, bring zurück und teils mit deinen Leuten so, aber das Schwierige ist, wenn der Lebensstil, den wir so leben, wenn der hier immer eingeschränkter wird, immer weniger möglich ist, und dann vertreibt es auch Leute. Und ich kenne viele, die eben nicht mehr in Deutschland wohnen, genau wegen solchen Dingen. Schulpflicht ist auch sowas. Wir haben über Thema Schule gesprochen. Wir haben in Deutschland eine Schulpflicht. Ja? Ja. Da kannst du dich nicht entziehen, ansonsten kriegst du Probleme im Staat, also bis hin zu schlimmstenfalls Gefängnis oder sowas. Ja. Es gibt Leute, die aus diesem Grund gehen die aus Deutschland weg. Ja? Und das sind dann oft nicht die schlechtesten Leute. Und die fehlen uns dann. Ja. Well, denn die Chemnitzer fragen mich, warum ich nicht zurück nach Amerika gehe.
Vermisst du nicht Amerika? Ja, ich vermisse. Da gibt es aber keine Schulpflicht in Amerika. Das ist in manchen Staaten. Ich vermisse meine Freunde, ich vermisse meine Familie. Ja, aber das war's. Also das Leben dort, ich habe das mal schon mal runtergehen sehen, als ich mal in Florida gewohnt habe, als Jimmy Carter Präsident war und Fidel Castro hat seine ganzen Gefängnisse rausgelassen und wir haben mal die ganzen Kubaner unter der Brücke wohnen. Und wenn die Leute mal einfach mal eine Idee haben wollen, wie das damals war, du brauchst mal nur Scarface anzugucken. Ich habe mal Autos für diese Leute fertig gemacht, Frank. Na, du weißt doch, diese teuren Autos, die ich gemacht habe, deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Also Das war richtig krass, ne? Und ich habe das gesehen und als ich das gemerkt habe und verglichen habe zu was ich mal denn in Deutschland gehabt habe, als jetzt mittlerweile bin ich fast der Einzige, was ich nicht machen darf in Deutschland, ist wählen. Aber wer will wählen? Garbage in, garbage out. Na, aber das, ich sage nur, ich habe die letzten Jahre eh nicht wählen. Allerdings jetzt, ich habe kein Heimweh. Wenn ich wüsste hier, Carla, dass du da am Start bist, dann würde ich dich vielleicht wählen, weil ich meine, dich kenne ich ja wiederum persönlich. Dann kann ich mir sagen, okay, ja, die soll mal auch in meinem Namen sprechen, eine gute Frau und so. Ja, Stände. Absolut. Also vielleicht überlege ich mir nochmal, wenn du noch nächstes Mal wieder auf der Liste stehst. Die Politik ist nicht meins. Da brauchen wir jetzt nichts erwarten, oder? Weil du sitzt da zwischen den ganzen Pappnasen, entschuldige, und hängst in dem Strom drin, also so viel Energie. Traue ich mir nicht zu. So ist es. Ich würde jetzt noch nicht mal so gehen und ihr hört uns auch relativ selten in dieser Sendung jetzt einfach auch Politiker-Bashing betreiben. Dafür ist es noch nicht mal wichtig genug. Ja, das aber siehst du, Frank, die entscheidenden Dinge passieren nicht in irgendwelchen Parlamenten oder sowas und deswegen, du hast es auch, glaube ich, gesagt, ich meine, jetzt haben wir die Angie da, wenn da jemand anders dran ist, wird es so viel anders sein. Ich meine, wir haben doch schon alles auch erlebt. Wir haben doch schon Rot-Grün erlebt und da haben wir dann Krieg gegen Jugoslawien gestartet oder sowas. Weißt aber du? Frank, man, guck mal, die anderen Leute sagen mal immer wieder, und wenn du dich beschwerst über was in Politik abgeht und alles drum und dran, du sitzt da und du sagst mal dann zu den Leuten, wo sind denn die Leute, die darüber sprechen und haben die gute Idee? Warum kommen die nicht ins Politik rein und versuchen das zu ändern, so wie das sein sollte? Warum? Haben die Schiss? Haben die Schiss, dass die geopft werden? Klar, ich denke, Karla? dass die privat, also in privater Initiative mehr erreichen, als wenn sie sich irgendwo in diese Politik einschweißen lassen. Genau, Frank. Weil das ist doch immer, das besteht doch aus vielen, vielen, vielen Parteien. Und du musst so stark sein als Partei, dann auch so stark, um was ändern zu können, sonst wirst du überstimmt. Und das ist so ein Marionettentheater letzten Endes. Okay. Also ich glaube da wirklich an die Leute, die privat was bewegen, die haben mehr Kraft oder könnten mehr Kraft. Dem stimme entwickeln. Ich voll zu. Genauso sehe ich es auch. Okay. Ich bin auch kein Demokrat, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob ich es überhaupt noch sagen darf im Radio oder ob es sonst schon Ärger gibt. Aber nee, Demokratie ist auch immer dieses Ding mit Mehrheiten. Ne? Aber es ist ja nicht zwangsläufig so, dass die Mehrheitsentscheidung das Richtige ist. Aus meiner Sicht wäre es richtig, das Richtige zu machen. Ja? Und um das Risiko zu vermeiden, dass man dann ständig gegängelt wird von irgendjemandem, ist aus meiner Sicht sowieso ganz, ganz wenig Staat wäre gut. Also so wenig Staat wie möglich. Und nur die wenigen Dinge, die wirklich alle dann betreffen, die soll man staatlich regeln und dort soll man das Richtige machen und nicht das, was eine Mehrheit, das war eine Mehrheit, das ist mal so leicht auch leichtes Spiel für Demagogen, eine Mehrheit zu finden. Kannst du Leute mit Worten um den Finger wickeln, das ist nicht schwer. Mehrheiten ist nicht unbedingt das, was richtig ist, das, was ich damit sagen will. Und möglichst wenig Staat, ja. Aber wir sehen ja, wie der Staat sich immer mehr einmischt. Ich meine, was erlaubt sich der Staat? Warum verbietet er? Oder was heißt verbieten? Ist ja nicht verboten. Das mit den Hebammen ist ein Trick. Ja, ich meine, wir machen das mit der Versicherungspflicht so. Ja. Ist ja nicht verboten. Ja. Per Gesetz. Es gibt kein Gesetz, wo das verboten ist, würde ich eine Heimgeburt zu machen. Aber es wird einfach nicht mehr möglich gemacht. Aber wieso hat die Obrigkeit oder der Staat überhaupt das Recht, sich da einzumischen? Das ist doch rein unsere Entscheidung oder deine Entscheidung als Frau, wie du das machen möchtest. Ja. Das ist ja nicht der Staat in dem Falle. In dem Fall ist es wirklich einfach Geld und da weiß ich zu wenig drüber. Ich weiß nur, dass sich eben keine Versicherung mehr bereit erklärt, das zu übernehmen, weil die müssten dann halt, wenn wirklich was passiert, so viel abdecken, weil das auch immer höher geworden ist, diese Ablösungen, Auszahlung, wie das heißt bei der Versicherung. Und es einfach zu wenig Frauen gibt, was ich verstehen kann, die sagen, okay, mach es ganz alleine zu Hause. Okay. Ne, was früher noch normal war, okay, dann ist vielleicht, also bei dem einen oder anderen oder bei vielen ist die Hebamme gekommen, aber es hat auch viele Frauen gegeben, die haben die Kinder ganz alleine zu Hause gekriegt. Jetzt können wir nicht zurück ins Mittelalter, um das zu tun. Ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, wenn wirklich genug passiert ist, aus diesen Gründen, ne,
dann wird sich vielleicht was bewegen. Well, you know, das ist, Carla, man könnte das mal als Überbegriff nehmen, Menschenrecht, das Recht der Menschen zu entscheiden, was die haben wollen. Und man spricht über Menschenrechte. Und ich muss mal sagen, wieder George Carlin hat das perfekt gebracht. Er sagt, wir haben keine Rechte als Menschen. Wir haben Privilegien. Weil Menschenrechte können von dir nicht weggenommen werden. Wir haben nur temporäre Privilegien, was wir haben. Weil nur Privilegien können von uns weggenommen werden und nicht die Menschenrechte. Oder, Frank? Ja, aber darum sage ich auch immer so, es gibt so ein Naturrecht und in mir drin bin ich einer nach. Also ich lebe in diesem Land, ich kann mich da auch anpassen, ich weiß, wie die Gesetze sind, ich weiß, dass ich mit dem Auto auf der rechten Seite fahre, nicht auf der linken, so ist klar. Vieles auch sinnvoll in dem Sinne. Aber letzten Endes folge ich meinem inneren Kodex so. Also absolut. Nur dem. So da drin wird entschieden, was richtig ist und was falsch ist. Brauche ich auch kein Gesetz dafür. Nee. Ja, also ich weiß es von mir aus auch, ja. Und das ist das Entscheidende. Und das ist, glaube ich, was in jedem Menschen drin ist. Ja, das ist, was uns Menschen überhaupt erst definiert, was uns zu Menschen macht, dass wir eben dieses Herz haben. Und von dem rausleben, dann brauchen wir eben nicht mehr Gurus, Lehrer, Staat, Richter, die einem dann da das Leben irgendwie erklären, so, sondern dann wissen die Leute schon selber, was richtig und was falsch ist. Und das ist auch eben auch das, ist nicht irgendwie so eine utopische Hippie-Vision, sondern ich meine, guckt euch an, so haben die Leute vor tausenden von Jahren, so haben die Menschen gelebt. Es gab eine Zeit, da gab es keine Gefängnisse. Da wussten die Leute gar nicht, was damit gemeint ist mit dem Gefängnis. Es gab eine Zeit, da gab es keine Gesetze. Irgendwann kamen dann die 10 Gebote, da ging es los. Das nächste war dann der Kodex von Hammurabi, so Babylon, so ist noch mehr Gesetze. Und du guckst dir heute an, wie viel haben wir heute in Deutschland, so. Ich meine, irgendwann kam der Punkt, wo du schon gar nicht mehr als freier Mensch schon überhaupt nicht mehr dich vor Gericht verantworten kannst. Du musst einen Anwalt nehmen, weil es gibt so viele Gesetze. Das hat nichts mehr damit zu tun, jetzt wirklich direkt, dass du dich verteidigen kannst. So, und, ey, was du richtig findest, was falsch. Nee, du musst doch schon einen Spezialisten holen, der überhaupt die Gesetze kennt. Und selbst der ist dann nur ein Spezialist für gewisse Teile des Rechts. Er ist jetzt nur Anwalt für Steuer oder für solche Sachen. So. Ja, das ist der Wahnsinn. So. Das braucht eine Veränderung, aber letztens, die ist in uns drin möglich. Ja. Und ganz ehrlich, ich sehe das kommen, so, ich sehe das passieren. Ich glaube, dass wir schon auch Zeiten erleben, wo wir diese alten, uralten Strukturen auch am Zusammenbrechen sehen. So. Und das sind Leute wie ihr die das einfach machen. Ja. Carla? Doch, wir tun es einfach. Verantwortung, eine Meinung dazu. Als Schulfach, Verantwortung, ja. Ja, interessant. Überhaupt Schulpflicht, was hältst du davon? Da hast du vorhin auch gleich reagiert, Herr Schulpflicht. Ja, in Deutschland ich weiß, gibt's dass Michi da gerade ganz am Hadern ist. Ja, Michi, komm, erzähl ich mal. Ich bin jetzt durch mit meinen Kindern. Here with your drink and here with your cigarette, come on. Yeah. Okay, das Thema ist bei mir jetzt irgendwann dran, ne, für mein Kind. Und ich habe überhaupt keinen Plan, was ich machen soll, in welche Schule ich mein Kind schicken soll, weil ich so Panik habe, es ist... Die ist so frei und kreativ und lernt jetzt selber, merke ich schon, wie sie so ranwächst und Dinge lernt so einfach vom Zugucken und vom Machen. Und also ich denke, wenn ich sie jetzt einfach in diese Schule schicke, ich habe so das Gefühl, es wird so rasiert. Also es geht so, die werden halt in so eine Bahn geschoben und werden so gleich gemacht. So. Und da wird nicht mehr auf das Individuum geguckt, sondern einfach so, dass diese Schulklasse hat zu funktionieren und das ist halt das, was laufen soll und wenn da einer nicht mitkommt, dann, weiß nicht, bleibt er halt hängen oder muss sich irgendwie durchwurschteln, aber ich würde halt gern mehr den Dingen so ein bisschen ihren Lauf lassen, also den Kindern so ein bisschen mehr zugestehen, dass sie einfach freier lernen können, so und sicherlich würde ich jetzt sagen, okay, ich mache das selber, ich traue mir das zu, aber ich darf es halt nicht, ne, und das ist halt problematisch für mich, also ich krampf mir da echt einen ab, weil für mich ist das... Michi, ich muss dir mal eine Frage stellen. Fandest du die Schulen hier in Chemnitz zu DDR-Zeiten besser? Ich bin in eine kleine Schule gegangen, weil ich komme nicht direkt aus Karl-Marx-Stadt. Ich bin in einem kleinen Ort groß geworden und die Schule war kleiner. Und ich denke, dass dieses Schulsystem früher, dieses 10-Klassen-System fand ich besser als dieses System jetzt, weil oftmals musst du dich ja in der 4. Klasse musst du entscheiden, ob dein Kind jetzt
Gymnasium macht oder das nicht schafft, das weiß man nicht einfach. In dem Alter weiß man es nicht. Und auch der Zusammenhalt in der Klasse ist einfach besser gewesen. Jetzt reißt du die auseinander in der vierten Klasse und dann wurschteln die sich erstmal wieder zusammen. Also das ist irgendwie alles ganz schön chaotisch so. Und dann bleibt wieder was auf der Strecke. Also ich denke, dass dieses Schulsystem früher gar nicht so schlecht war. Also ich bin da gut klargekommen damit. So. Und die Lehrer natürlich. Also die Lehrer sind ganz wichtig. Ja, ich habe da ein paar gute Exemplare gehabt und das macht sehr viel aus. Also ich sehe das auch so, dass das, was bei mir so hängen geblieben ist, ist gerade dieser Zusammenhalt, diese 10 Jahre. Also wir haben auch Zensuren gehabt und uns hat das auch gestresst und da gab es bestimmt auch ganz schöne Pappenheimer unter den Lehrern, aber dennoch was das Sozialgefüge oder das soziale Geschehen, was passiert ist in den 10 Jahren, ist einfach anders als jetzt. Deshalb auch diese Waldorfschule, weil die 12 Jahre lang einfach zusammen sind. Die sind zum Teil im Kindergarten schon vorher zusammen und die sind so eng miteinander dann am Ende. Also das ist so ganz schmerzhaft, auch wenn die auseinandergehen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade wenn die in der vierten Klasse getrennt werden, das ist so, bei Waldi sagt man im Rubikon, aber die sind 6., 7. Klasse. Ich habe das so erlebt, ich habe eine Jugendweihe fotografiert und ich kenne ja nur meine Kinder in dem Alter und die sind ja komplett schmerzfrei, wenn irgendeiner mit einem Fotoapparat kommt, weil die genieren sich voreinander nicht. Wenn die halt sich von der ersten Klasse an kennen, ne, ist das was anderes, als wenn du jetzt ins Gymnasium gehst und die fotografierst nach der Jugendweihe in der 8. Klasse, sind die gerade seit 2 oder 3 Jahren zusammen. Die waren so ausgebremst, also ich habe mir da echt einen abgekrampft, um die irgendwie locker zu kriegen und das kannte ich überhaupt nicht und da habe ich auch drüber nachgedacht, woher das kommt. Natürlich, die kommen in der 5. Klasse zusammen und die müssen sich neu finden und der ist der Gute und dem fliegt zu und die ist die Sülze, weil die ist ganz schlecht in Englisch und das gibt's halt in den, es gibt ja auch das Chemnitzer Schulmodell, die sind auch 10 Jahre zusammen oder Montessori-Schule, also alles, was so ein bisschen alternativ oder eben jenseits des Staatsschulsystems ist, da passiert genau das, dass die sich zusammenfinden, ganz klein, also mit 6, 7 Jahren, wo es diese ganze Konkurrenz noch nicht gibt, das wächst ja dann so nach und nach und dann kennen die sich aber schon und da ist die Toleranz dem anderen gegenüber auch einfach anders. Das ist ja by the way so ähnlich wie in Amerika auch, ja, da das ist auch so, gehen alle Kinder auf dieselbe Schule. Ja, da gibt es eigentlich auch nur Gesamtschulen und also da bist du jetzt im Idealfall, wenn du jetzt nicht großartig deine Eltern hin und her ziehen, bist du von der 1. bis zur, ich glaube, in der 12. macht man dort. Ja, aber das ist aber diese, aber es sind alles Gesamtschulen. Du bist die ersten 4 Jahre bist du Grundschule, dann gibt's Junior High School und dann ab tatsächlich die Highschool sind dann auch nur noch 4 Jahre. Das ist dann 8., 9., 10. oder sowas. Na, als ich in die Schule war, wir haben mal von 1. Klasse bis zur 6. Klasse war das Grundschule. Dann bist du in Junior High School gekommen, das war 7., 8. 2 Jahre sind das, ja. Na, und dann kommst du in die High School, also Junior, Freshman, Sophomore, Junior, Senior. Genau, 9., 10., 11., 12. sind genau, das. Genau. Aber im Grunde sind es auch alles Gesamtschulen und also die Leute gehen halt dann in die Schule in ihrem Dorf oder Stadtteil oder so und dann sind die auch von klein auf bis zum Ende da zusammen. So. Ja, aber ich muss mal sagen, Frank, man, das Schulsystem in Amerika jetzt im Moment, oh my God. It's a trash can. It's really bad. Gut, kommt immer darauf an, wie es dann da umgesetzt wird. Da sind wir wieder beim Thema Geld. Für was wird Geld investiert? So, ihr habt ja gesagt, da muss man es reinstecken. Ich meine, hier reden wir erstmal so theoretisch von so einem pädagogischen Konzept. Wie man es dann umsetzt, ist natürlich auch dann die Frage. Das ist ganz klar. So. Tja, Frank. Also, damals in die Schule, ich weiß noch mal in Grundschule, was ich gelernt habe. Und das war das typische American History, Columbus discovered America und bla 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 bla. Jetzt mittlerweile, ich frage mich, warum haben die das Zeug beigebracht, weil das ist alles nicht wahr, was damals passiert ist. Und it's a complete different story im Moment. Und deswegen sage ich mal, ist das, wow. Ja, die haben auch darüber gesprochen, ist das die Education in America wird nicht besser. Na, so was machen die? Die machen... dass die, wenn die Prüfungen, die Staatsprüfungen machen, dass zu bestehen, die machen das jetzt niedriger. So, alle sind glücklich, keiner wird mal zurückgehalten, weil der vielleicht irgendwas nicht kapiert hat. Na, und bald, dann heißt das irgendwann, wenn man in die Universität geht und will Physik studieren, alles, was er braucht, ist eine Bleistift.
So krass ist das, ne? Und die verbessern das System in Amerika nicht, ne? Und das ist ganz schlimm. Mittlerweile, du musst mal vorstellen, Carla, in Amerika gibt's eine Kindergarten-Eintrittsexamination oder eine Prüfung. Ja, klar, echt. I'm telling you. Pass auf, wenn du willst dein Kind auf eine Spezialschule, zum Beispiel Waldorf, dein Kind muss mal eine fucking Kindergarten mal Eintrittsprüfung nehmen. Ey, das musst du mal vorstellen, der Kind ist mal gerade 4 oder 5 Jahre alt und der wird schon in diese scheiß Stress mal gestellt. Na, und das ist einfach mal abartig. Oder? Ja. Das ist so wie die Eltern, die mal hier das zu irgendwelcher American Idol oder mein Kind, oh, die haben mal einen Spoof gemacht, ne? Eltern in Amerika, die bringen ihre Kinder, um Schauspieler zu werden, ne? Und die verkleiden die und alles drum und dran, ne? Und die Leute, die haben ein Spoof-Video gemacht und die wollten sehen, wie weit die gehen können mal mit die Eltern. Ja, wir haben mal uns gedacht, eine sakrilöse Bild mit einem Kind, der kruzifiert ist auf einer Kreuz und sowas und so weiter und so fort. Und die haben gefragt, meinst du, das wäre das sowas in der Art okay? Und die Eltern sitzen da vor der Kamera und die sitzen, ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Alles und das deswegen flippe ich immer aus über diese Deutschland sucht den Superstar, American Idol, ich bin ein Star in dies und alles drum und dran. Das ist alles nur kranke Sache, dass die Leute ihre Kinder so in diesem Milieu. Frank, we're talking about entertainment all the time, was das für eine Business ist. Pädophilie, diese ganze Scheiße, was in Amerika abläuft. Come on, man. Yeah. You know what I'm talking about. Oh, yeah. Huh? Yeah. Und das ist eine krasse Sache. Mhm. Ja? Aber meine Kleine schwärmt natürlich auch jetzt schon von den ersten Popstars und so und ist ihr großer Wunsch. Und ich erinnere mich, ich meine, als ich Kid war, was genauso. Der junge Frank Stoner ist auch mit 4 Jahren, immer wenn Heino im Fernsehen kam, in der ZDF-Fit-Parade, dann bin ich aufgetreten hier mit, habe ich eine Sonnenbrille aufgesetzt und hab das Posen angefangen, ja. Ja, aber das ist cool, ja. Hatte auch schon sozusagen dieselben Vorbilder, die künstlerisch ja, aber Frank, wertvoll sind. Ja. Was hast du gemacht? Du bist mal ein DJ geworden. Wenn genau, dein Sohn, wenn dann, manchmal heimlich höre ich mir auch zu Hause noch Heino an, so ganz, manchmal überreizt wirst du. Ja, aber guck wenn mal. Wenn so der Trigger kommt, dann doch nochmal. Guck mal, wenn dein Sohnemann Heino nachmacht und er findet das cool und er greift und macht so, als wenn er Gitarre spielt, das ist doch die Anzeichen dafür, dass dann dein Kind mal musikalische Ader hat. Das ist dasselbe bei mir passiert. Tom Jones hat früher in America Live from Las Vegas, jeden Donnerstagabend. Und ich habe mal meine Mutter gebeten, dass ich das gucke. Und meine Mutter hat so schwarze Stiefel. Ich habe mal immer meine schwarze Hose angezogen. Und meine Mutter hat so schwarze Stiefel mit Absätze. Na, weil das war cool damals in den 60er. So, ich habe mal meine Mutter Stiefel angezogen. Und ich stand vor dem Fernsehen und ich habe mal alle Tom Jones Songs gesungen mit ihm. That's right. Tiger Time with Alex. Tiger Amok here, oh, man. It's not unusual to be loved by anyone. Der hat ja auch immer links und rechts und die Schönen so um sich rum. Ja, das beeindruckt genau. Natürlich auch. Hey, das war cool. Das muss man so machen. Ja, deswegen sind auch die meisten Rock'n'Roller geworden, weil letztens geht es ja auch nur darum, dann die Mädels zu beeindrucken. Ja, das ist doch klar. Ich meine, es ist halt schon cool. Man kann so posen und so. Ja. Yeah. Mensch, Alex. Es ist spät geworden, vielleicht wollen wir langsam unsere Gäste entlassen aus unserer Show hier. Ja, das können wir mal machen. Wir machen mal eine Musikpause. Aber lassen Sie vielleicht noch die Ladies fragen, gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ja, genau. Gibt's noch jemanden, den ihr grüßen wollt oder ein Schlusswort, jetzt ein schwer philosophisches natürlich. Also. Ladies, ja, an der Mikrofon. Gibt es noch was mitzuteilen? Ja, was wollt ihr, dass die Menschen, ich denke, was viel, viel wichtiger ist, was wollt ihr, dass die Menschen mitnehmen von so einer Aktion, das ihr zusammengestellt habt? Das ist viel interessanter. Ja, genau. Von Kein Krieg in meinem Namen. Was sollen die Menschen, du hast die Möglichkeit, hier zu die ganze Welt zu sprechen, was sollen die Menschen von eurer Aktion, Michi, bitte an dem Mikrofon hier zu mir, was möchtet ihr, dass die Menschen allgemein, egal wo die sind auf diesem Planet, die uns hören, dass die von eurer Aktion mitnehmen? Selber denken und selber tun. Toleranz gegenüber Menschen, die eine andere Meinung haben, einen anderen Glauben, eine andere Religion oder eine andere Lebenseinstellung. Und was ich denke, was gut wäre, wenn man so die Naturverbundenheit und das
Also dieses Selbstvertrauen, dieses Bauchgefühl, dass man das einfach stärker wieder in sein Leben lässt und nicht von außen die ganzen Einflüsse so stark wahrnimmt, sondern einfach sich mehr auf sich selber verlässt. Und ob das jetzt Kindererziehung ist oder wie man, was man isst oder wie man mit der Natur umgeht. Also einfach so dieses, ja, back to the roots vielleicht, keine Ahnung. Also näher an die Natur und auch mal was selber anbauen oder gucken, wo kommt mein Essen her oder was ist da drin oder ja, und ja, peace. Okay. Genau, peace, ja. Okay. Und but last but not least, ich muss mal natürlich Carlos' Tochter Magda fragen, als junge Dame, ne? 18-Jährige. Die Aktion, das Mutti und Michi machen, unterstützt du natürlich mit Herz und Seele? Na, selbstverständlich. Meine Freunde, meine Schwestern, meine Familie und ich natürlich ganz vorne mit dabei. Gut, und das ist neue Generation, die nächste Generation. Du bist mal die Wurzeln für die neue Generation. Was würdest du erwarten von Leuten in deiner Alter, dass die von solchen Aktionen mal mitnehmen? Also in der Waldorfschule sprechen wir jeden Morgen einen Spruch. Also die ganze Klasse steht auf mit dem Lehrer und wir sprechen einen Spruch. Und ich will den natürlich jetzt nicht aufsagen, aber der beginnt mit: Ich schaue in die Welt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, das war die Pledge of Allegiance of the United States. Hey, komm, was Sinnvolles hier. Entschuldigung, ich bin schon wieder doof. Entschuldigung, ich wollte das nicht tun. Ich schaue in die Welt, ja. Ja, ich schaue in die Welt und ich denke, vielleicht sollten mehrere Menschen mal noch das Handy ausmachen und die Augen auf und mal weg vor dem Bildschirm und raus in die Natur und einfach mal nachdenken und einfach mal anfangen vor allem zu denken. There you go. Yeah. There you go. Ey, es ist wirklich uns eine Ehre und ein Vergnügen, euch heute Abend hier als Gast gehabt zu haben. Absolut, wunderbare Menschen, richtig coole Menschen, auf jeden Fall. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. War echt wirklich super, euch einfach zu hören. Ich meine, das ist, was wir hier machen auf Radio Emergency. Ja. Radio von echten Menschen, für echte Menschen und einfach reden, was uns auf dem Herzen liegt. So, ja. Absolut. Und war super, dass ihr uns heute die Zeit gegeben habt, ja, ganz stark. Then let's do the promotion for them. Kein Krieg in meinem Namen auf Facebook. Habt ihr auch mal eine Webseite über keinkriegenmeinenname.de? Ja, zusammengeschrieben, right? Frau Carla Mohr. Mohr Gefühl heißt dein Studio, oder? Nicht wahr? Mohr Feeling, Entschuldigung. Mohr Feeling, there you go. Mohr Gefühl, ja. Ja, genau. M-O-H-R, Mohr Feeling. Also wenn ihr in Chemnitz seid und Fotografin braucht. Hey, wir sind Family, wir müssen uns immer noch gegenseitig unterstützen. Absolutely, so, ja? Absolutely. Also es ist Profi-Fotografin, egal für welche Aufträge. Ja? Michi, Hut ab an dir und vielen, vielen Dank, dass du mal zu uns gestoßen bist, Mian. Und auf jeden Fall, wir drücken mal die Daumen und wir würden mal euch so weit unterstützen, wie wir können hier von unserer Seite aus. Vielen, vielen Dank und natürlich mal hier auch eine große Highlight mal Carlas Tochter Magda heute werden und ich bin mal ganz stolz, weil hier ist eine junge Frau, die tatsächlich mal so stelle ich mir mal richtige junge Leute vor. Yeah. You know, I gotta say that like that, you know, so Dankeschön an euch dreimal, dass ihr bei uns im Studio wart. Super, super geil. Frankie, wir haben ein bisschen Musik. Es kommt auch hier ganz viel Applaus auch aus dem Chat. Ich meine, es ist schon spät geworden. So, absolut. Den Leuten hat es auch gut gefallen und super Sache so, dass ihr hier am Start wart. Ja, wir machen weiter mit Musik, Freunde. Wir sind dann auch gleich nochmal dann da. 23:32 an diesem Mittwoch. Ah ja, ein bisschen Zeit immer noch. Und wir bleiben erstmal ein bisschen cool hier mit Mr. JJ Cale. Ride me high. Also jetzt gerät es ein bisschen aus dem Ruder hier. Oh Mann, jetzt ist das Schönste eigentlich von dem Stück kommt hier. Ah, na gut, kick it out, come on, weg damit hier. Alright. Sorry guys. About that, folks. Ah, kommen sind die Ladies nicht mehr da, dann wird auch der Elektroluch wieder nervös bei uns. Echt. Weißt du, so? Ja. Hey, aber die waren wunderbar, oder? War coole Frau. Ja, oder? Absolutely, man. Also, da gibt's nichts, ne? Also, Hut ab. Und jetzt, wo sie nicht mehr da sind, können wir auch sagen. Ich meine, ihr habt ja die Frau nur gehört. Wir haben sie auch gesehen. Wirklich. Ich habe mal Fotos attraktive von und charmante, nette Damen hier im Studio. Ja. Also es ist einfach schön. Also ich habe mal Fotos so aufgenommen. Ich poste es auf die Facebook-Seite von unserer Page, man. An Frank Stoner und Amor Galax Show, man. Und auf jeden Fall, das poste ich mal an Facebook nachher. Und wir haben auch hier
eine Kärtchen von Carla Moore bekommen und ich muss mal sagen, ist das alleine, wenn ich mal ihr Kärtchen angucke. Also die Frau hat, guck mal hier, mit diese schwangere Frau. Also da kannst du mir nicht sagen, Frank, das ist richtig ästhetisch, ne? Das ist richtig cool. Genau, Schwarz-Weiß-Fotografie, oder, Farbfotografie. Oder guck mal, das Titelbild ist schon eine Frau mit Dreads, weißt du, da hat sie bei mir eh schon gute Karten. Ja. Was ich auch finde, ist, dass hier ist zum Beispiel ein Hochzeitsfoto gemacht, wo die Braut ohne nur das weiße Kleid anhat, ist barfuß und sie läuft Arm in Arm mit ihrem Mann und ihr Mann hat nur das Jacke an und keine Hose und er ist auch barfuß und der hält die Blumenbouquet und die laufen, also das finde ich mal sehr, sehr cool, you know? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr Fotos machen wollt, hier in der Nähe von Chemnitz, hier, More Feeling heißt der Name. Sehr von geil. Von dem Shop. Sehr geil. Hat auch eine E-Mail-Adresse hier. More-feeling.com. Könnt ihr selber mal gucken, ja. Also ich kann mir. Und ich sag das jetzt nicht so, ey, wir machen keine Werbung. Ja. Es ist eher, aber wir müssen zusammenhalten, weißt du? Wir brauchen wieder so neue Communities, die wir bilden. Ja. Und wenn jemand in unserer Family von unseren Brüdern und Schwestern was kann, dann sollen wir den da auch machen lassen. Wenn wir Bedarf Absolut. Haben, dann gehen wir zu ihr. Ja. So vernetzen wir uns halt, oder? Hey, auf jeden Fall. Well, the thing is that, you know, wie ich gesagt habe, das ist, man soll das nicht als Werbung sehen, weil Frank, du und ich, wenn wir mal die Show machen, wir reden über das alles, was passiert und wir versuchen mal die Leute mal beizubringen, einfach mal die Augen aufmachen, hören, nehm alles zu dir rein, aber bild dir deine eigene Meinung. Hier, wir haben das von einer 18-Jährigen heute gehört, Frank. Ja, stark, fand ich auch wirklich. Wir haben das von einer 18-Jährigen gehört. Hm. Verstehst du, was ich meine? Und das freut mich unheimlich, sowas zu hören. Und es ist einfach großartig. Und ich finde, dass das ist wichtig. Und ich finde, dass jeder da draußen, egal welcher Alter das ist, und du kannst mal sehen, guck mal, ich bin 54. Ich wollte nicht, ich weiß es nicht, wie alt Carla ist. Man fragt eine Frau nicht, wie alt sie sind. Ja, aber sie ist Mutter von einer 18-jährigen Tochter, also ist ja auch nicht mehr ganz jung. So genau, so in unser Alter, ja, so genau. Alter irgendwo, ja. Genau. Und dann eine 18-jährige Tochter und noch zwei dazu, zwei Kinder dazu, die so intelligent sind. Und dann hast du mal Michi gehabt, die auch eine normale Mutter ist. Na, und versucht mal über die Runden zu kommen, dadurch, dass sie mal so eine Zeitung dafür arbeitet, so wie Streicher hier. Und hey, these are real people. Real, you know what I mean? Genau. Wenn ich sage real, die sind ehrlich zu sich selber und zu den Menschen um sich herum. Weil die müssen niemandem was vormachen. Und sie haben was zu sagen. Die haben das gar nicht nötig. Gar nicht nötig, mal was jemand vorzumachen. Finde ich total geil. Und sie haben was zu sagen. Und das ist eben auch unser Anliegen hier mit der Amok Alex und Frank Stoner Show. Gerade jetzt auch mit der neuen Technik, dass wir dass von euch auch was kommen kann. Also ich meine, heute hat keiner angerufen, ist auch okay so. Ist so ganz ohne Zwang so. Vielleicht haben wir, ist auch irgendwo ein Kompliment, haben wir wohl die richtigen Fragen gestellt oder so. Well, nicht nur das, Frank, aber jeder hat Skype. Das ist die andere Ding. Wir arbeiten daran, dass wir eine 0800-Nummer hier kriegen in unser Studio. Und sobald das mal hier ist, dann natürlich kann jeder von eine deutsche Festnetz bei uns mal in Verbindung setzen. Ja, naja, aber so, das ist halt auch unser Ziel in der Sendung oder überhaupt als Medienplattform. Das ist ja die Idee, was eigentlich Medien sein sollten, also die Dinge verbinden und dass wir eben auch ab und an Leute hier in die Sendung reinholen, seien es Hörer oder ganz gezielt auch Leute, die zum gewissen Thema was erzählen können, sachverständig sind oder die einfach was zu sagen haben, weil sie was erlebt haben, was Besonderes. Ja? Und halt Leute, die so in den Mainstream-Medien halt nicht zu hören sind, wollen wir hier ab und an auch in der Sendung auch ein Forum bieten oder uns einfach mit denen unterhalten, weil, ja, wie du sagst, real people, ja? Ich meine, das ist echte Menschen. Wenn du immer so diese Talking Heads siehst, so im Fernsehen oder diesen Talkshows und so. Weißt du, ich höre mir ja gerne Sachen an, wenn Leute was erzählen, wenn sie was Echtes zu erzählen haben. Aber in den Talkshows, ja, das ist halt alles immer gefiltert, ja? So wirklich, gibt's auch welche, die ganz gut sind manchmal, aber so viele Themen können halt einfach nicht zur Sprache kommen. Und bei uns eben schon. Und das ist eben, was wir machen müssen heutzutage. Ja. Die Dinge wieder selber in die Hand nehmen. Ne? Und der Grund, bringt nichts nur auf die Medien zu meckern. Hey, komm, lass uns einfach selber machen. Ja. Und der Grund, warum wir tun so eine Radioshow, so wie Frank und ich das machen, für die Leute, die mal sich noch erinnern können an Project 89.0 Digital damals, was am 11. September passiert ist, ne? 2001, wenn man sich erinnern kann,
Ich habe mal 3 Tage lang keine Musik gespielt und ich habe mal alle Telefonleitungen frei, ohne die aufzunehmen. Das hieß, dass man könnte seine Meinung sagen und seine Angst loswerden, weil alle waren bombardiert. Mit Informationen. Aber da gab es, und da gab es keine Ventil. 3 Tage lang habe ich kein Musik gespielt und die Leute, die sich an diese Sendung erinnern können, haben gesagt, dass das war die geilste Sendung, die ich jemals gemacht habe. Und deswegen habe ich mal einen Mann wie Frank Stoner hier, ein Kumpel und jemand, der auf dieselbe fucking Wavelength ist, so wie ich, und der weiß, worüber der spricht. Der ist auch mal um die Welt gegangen und der hat mal auch in Ausland gewohnt und so weiter. Und der kennt sich auch mal mit seiner Musik. Und deswegen ist Frank Stoner an meiner Seite, weil zusammen, we're gonna be fucking kick ass. Und ich verspreche euch, dass wir würden das mal noch größer machen. I'm promising you. Und mark my words, dass in Radio Emergency hier in the Amok Alex and Frank Stoner Show, da wird Sachen passieren. Alright. Yeah. Und dann seid ihr als Hörer jetzt schon dabei. So, yeah! Was sagen, Mensch, ich habe schon gehört, dass da ganz am Anfang noch war ich schon dabei, beim Freak Radio. Genau. Ja, das heißt Freak Radio, wir sind auch eben echte Menschen. So ist es. Also ich meine, ja, wir sind nichts Besonderes oder sowas, ja, sondern wir gehören zu euch, ja. Genau, ich bohre mir auch in die Nase. oder färbst dir mal dein, wie hieß es? Nein, das tue ich nicht. Aber hier, Frank, ich habe mal hier eine Geschichte. Wir haben nicht so richtig einen Nachrichtenblock heute gemacht. Aber ich habe mal hier eine super geile Geschichte, die aus Amerika kommt. Und das muss ich mal mit euch teilen, okay? Alright. Check this out. Ein Selbstmörder, ne, wollte sich durch mal den Sprung von der Golden Gate Bridge in San Francisco das Leben nehmen. Doch eine Seelöwe verhinderte dies und rettete 19-Jährige das Leben. Wie denn das? Im eiskalten Wasser habe ihm immer wieder ein Tier, das er zunächst für eine Hai hielte, angestoßen, sodass er nicht untergehen könnte. Ich dachte, er beißt mir ein Bein ab und geriet in Panik. Irgendwann fischte ihn mal eine Küstenwache aus dem Wasser, der Seelöwe blieb so lange an seiner Seite. So, you want to tell me something that there's no connection between Menschen und Tiere, dass die nicht eine Seele haben oder dass die, come on, man. Ja, da gibt's ganz viele man. Erlebnisse, die man aber ist, kann, ja. Das ist geil. Ja, das ist geil, oder? Mhm. Umgekehrt, auf Facebook sieht man immer ganz viel so Zeug. Das ist wirklich witzig, was die Leute alles posten, so. Habe ich letztens auch umgekehrt sowas gesehen. Da hat ein Mann einen Hund gerettet, ja? Und hat wirklich auch selber was riskiert dabei für den Hund. Ja. Also auch aus so irgendwie reißenden Fluten oder so. Ja? Weißt du, das ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch tatsächlich gut ist. You know what I mean? Das ist eine gute Sache. Und das hat alles gepasst heute in der Show. Wir haben gute Leute heute im Studio gehabt, man, und wir haben gute Hörer dabei gehabt. Wir haben viele Leute, die Fragen gestellt haben in Chat, und die Leute haben teilgenommen, und das ist gut. Und ich verspreche euch, wir würden mal in die Zukunft, ich habe mal viele Musikerfreunde, bekannte Musikerfreunde, und den kriegen wir auch mal hier ins Studio und sowas. Irgendwann kommt mal auch die Webcams, ne? Und dann können wir mal so richtig mal Ass kicken. Frankie, we're gonna do it, man. We talked about that. So, ich fühle mich eigentlich ganz wohl so in der reinen Radiorolle. Deswegen machen wir ja nicht Fernsehen, so, weil da kannst du mal hier noch die Sau rauslassen nebenbei. Ja. Yeah. Weil die Webcam sieht halt dann alles, weißt du? Tja, well, we can make a switch on it. So, okay. Wo sind die letzten 15 Minuten von den Bildern? Ja, mal sind wir eingeblendet, kurz ein Handtuch wieder vorgehangen. Ja, genau. So, oh man. Oder man geht mal mit so einer Sprühpistole mit schwarzer Farbe. So. Ja, genau. Privacy, people. Auf jeden Fall, man. Hey, look, ist 23.55 Uhr, man. Es ist schon Zeit. The show is coming slowly to an end. Also Frank, es hat richtig Spaß gemacht. Sag mal was dazu mehr. Ja, wie fühlst du? Ja, aber waren großartige Gäste, halt, war echt angenehm zu plaudern so. Absolutely. Und wie gesagt, wie soll ich das jetzt sagen, so, dass das richtig verstanden wird, aber eben auch mal so aus der weiblichen Sicht die Dinge zu sehen. Das ist wichtig so, weil ich meine, wir machen ja auch, klar, wir sind zwei Männer und wir machen auch ganz viel Informationen und so.
Und da musst du natürlich dann auch viel recherchieren und Zeug und irgendwie Fakten bringen. Aber eben auch mal diese ganze, die wirklich die andere Herangehensweise auch mal so zu sehen, so halt echt dieses Intuitive so, ja. Das ist, was wir auch immer wieder von den Frauen lernen können. Und ich sag's immer wieder, wir brauchen viel mehr weibliche Energie in diesem großen Spiel, so, weil vielleicht ist es echt, wie meine Lady sagt, es werden die Frauen werden es diesmal retten müssen, so. Tja. Wobei ich meine, damit, naja, die weibliche Energie, verstehst du schon, weil es wäre so einfach, dieses Mann-Frau-Ding. Wir sind ja letztens beide eins, das ist das. Also in dir drin kannst du eben beides finden, so. Also, ich möchte das nicht mehr so auseinander dividieren, ja, da die Männer, da Frauen, darum geht's ja nicht, ja. Ja, das ist dann schon, das ist eigentlich, wie sagt man das, Discrepancies, das ist schon... Ja, diskriminieren nicht oder so. Diskriminieren. Das ist schon so Rollenverteilung auch so, ja. Und das haut da hinten und vorne nicht mehr hin. So. Nee, das in heutiger... Aber trotzdem gibt es eben Unterschiede, also das ist ein anderes. So wie es ja auch manche von den Wahnsinnigen machen wollen, hier Thema Gender Mainstreaming, also halt einfach die Unterschiede, die es gibt zwischen Mann und Frau, komplett irgendwie negieren. Das ist halt auch einfach nur Bullshit so. Also letztens, natürlich gibt es auch Unterschiede und das ist auch einfach wichtig so. Ich bin ein Verehrer auch des weiblichen Prinzips so, und ja, das ist großartig. Okay. Ich freue mich auch, dass Unterschiede. Ich habe eine Frage an dich. Jetzt will ich mal sehen, wie du zu weiblicher Vibration stehst. Sarah Palin. Naja. Sarah Palin, das ist diese Verrückte aus Alaska, oder? Ja, genau, die man Russland sehen kann von ihrer. Ja, naja, darum sage ich ja auch weibliche Energie und nicht zwangsläufig jede Frau trägt diese weibliche Energie. So, also. Ja, man ist nicht sicher, sie könnte auch immer. Gibt auch genau ganz viele Männer, die auch nicht wirklich Mann sind. Und was ist denn eigentlich wirklich Mann? Also auch dieses, so der Archetyp halt, Krieger, so frei sein, deine eigene Entscheidung treffen und diese Dinge. Und ich meine, wie viele Männer gibt es, die das gar nicht mehr sind? Ne? Das gibt es auch ganz viele. Also das Peniswedler. Ja? Mein Schwanz ist größer als deins. It's penis night, ne? Ich meine, überleg doch mal. Die Raketen, die Patronen, die sehen alles wie ein Penis aus. Ja, ja. Und so wie George Carlin hat gesagt, das ist der subconscious Weg, mal der Penis in internationale Angelegenheit mal reinzusetzen. Oh man. Hey Alex, du wirst lachen. It's called fucking with people. Ja, genau. Du wirst lachen. Wir haben doch letzte Woche haben wir erst hier doch auch als Thema gehabt, so ein bisschen NASA und Okkultismus und sowas. Ja, es gibt Leute, die greifen genau das auf, was du sagst. Die sagen, diese ganze Raumfahrt ist auch, genau, das ist die Rakete ist was Männliches und der Mond zum Beispiel gilt ja als weiblich und was bedeutet das? Diese Symbolik, ja. Es geht auch bis hin, warum man dann so Raketen auf den Mond geschossen hat man ja gemacht, so Zeug. Ja. Also, warum macht man das? Ja? Das ist so krass, dass du mal jetzt über einen Mond sprichst, weil, hier, pass auf, check this out, das ist auch mal hier in die Schlagzeilen. Die meisten Planeten wie Saturn oder Jupiter verfügen mal über mehrere Monde. Doch die Erde hat scheinbar nur eine Trabanten. Ne? Doch manche Wissenschaftler sind der Meinung jetzt, dass die Erde noch einen zweiten Mond verfügt. Ach ja? Ja, nämlich den Asteroiden 3753 Krutner heißt das. Schöner Name. Ja, und diese umkreist zwar maßgeblich die Sonne, aber eine Hufeisenorbit eben auch die Erde. Ja? Und für die Umrundung der Sonne benötigt man dieses Asteroid ein Erdjahr, wodurch er einen sogenannten Erd-Core-Orbital-Umlaufbahn einnimmt. What the fuck that means, I have no idea. Was ist aber heavy stuff, jetzt Erd-Core-Umlaufbahn? Eine Erd-Co-Orbital. Co-Orbital, okay. Co-Orbital. Alright. Okay, Co-Orbital, oder wie... Deutsche Worte hier schon wieder. Hey, das gibt's auf Englisch, das heißt Co-Orbital, you know? Co-Orbital. Co-Orbital. Ja, genau. I guess. Was auch immer. Einnimmt. Doch ein Mond der Erde im eigentlichen Sinn ist er nicht, ne? Aber das ist interessant. Nach Ansicht mal von Duncan Forgan, heißt der, von der University of St. Andrews, sind die Umlaufbahnen jeden doch typisch für Monde, ne? Was auch interessant ist. Und für eine Umrundung der Erde benötigt dieses Asteroid fast 800 Jahre.
Eine It's gonna be a long year. Eine Zusammenstoß nur gut 5 Kilometer großen Asteroid mit der Erde schließt der, so eine Zusammenstoß mal mit der Erde. Diese Asteroid ist 5 Kilometer in Diameter groß und der schließt das aus. So, it's not going to be one of those Hollywood films or something like that, you know what I mean? Mm. 800 Jahre, wir sind sowieso nicht mehr da. Mensch, Alex, wir müssen Schluss machen. Ich meine, wir könnten jetzt wieder weitermachen. Wir sind richtig inspiriert hier. Ja, jetzt können wir hier weitermachen, aber es ist wirklich 0 Uhr. Wir sind auch schon wieder 4 Stunden hier on air. That's right, man. Lassen wir es für heute hier auslaufen und an euch ein Dankeschön, dass ihr hier am Start wart, dass ihr dabei wart und demnächst werden wir auch wieder was auf Mixcloud hochladen. Die Sendung von letzter Woche kommt zuerst und dann auch dieses Interview von heute natürlich auch. Ja. Schaut mal vorbei bei Facebook auf unserer Seite. Und Fotos auch? Fotos gibt's auch, ja, genau. Ja, damit ihr auch hier die Damen mal seht. Und nächsten Montag, Mittwoch sind wir wieder am Start hier. Absolutely. Du bist am Montag. Genau, wahrscheinlich ist deswegen versprochen. Ich bin auch am Montag hier am Start um 20 Uhr mit dem Vintage Club und unsere Sendung, Alex, wie gewohnt, nächsten Mittwoch. Mittwoch ab 20 Uhr. And rock and roll, man. Vielen Dank von meiner Seite. Ich fühle mich richtig erfrischt heute mit dem Ganzen. Yeah, absolutely. And also, das tut so gut, oder? I'm very chilly at the moment. Aber auf jeden Fall, ich habe meine großartige Titel, großartige Musiker für euch am Start hier, meine letzte Titel. Die heißt Lie und das ist from the Awake Album from the one and only Dream Theater, Mr. John Petrucci on Guitar, Mr. Mung on Bass, ladies and gentlemen, and einfach großartig, man. Und ich sage von meiner Seite, ciao and over and out. Bis nächste Woche.